pünktlich. Ich glaube, wir sind einigermaßen pünktlich. Was auch immer die Zeitverschiebung oder die Latenz halt mit sich bringt. Gell? Marco. Schalke Thomas, Schalke Rebell, Sonja, Lothar, Mario, dritte Halbzeit, Blau, Weif, Ralf, Friesenschalker und Marco. Grüße euch. Glück auf. Wir sind ja live. Warte. So, ich habe extra mein Glückst-T-Shirt. Buonasera. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Schön, dass ihr alle da seid. Noch nicht alle da, aber es werden noch welche da dazukommen. Buonasera aus dem wunderschönen verregneten Gelsenkirchen. Ich sehe, bei euch geht der Wind, bei uns nämlich auch. Allerdings haben wir keinen Regen. Ja, heute war noch trocken, aber danach wurde es ein bisschen regnerisch. Aber ich sag mal so, man kann es aushalten. Okay, alte Männergespräche. Und sonst, tut dir was weh, ich bin heute aufgestanden, ich konnte nicht kacken. Meine Güte, du. Ich weiß ja auch nicht. Warte mal, ich will mal gucken. Ist das zu hell oder ist das okay so? Ne, sieht super aus. Was ist das da für ein Spray? Und ne, was ist das da hinten auf der Fensterbank? Ist das eine Spraybüchse? Warte. Ich mach das mal so. So sieht man das, glaube ich. Sieht man das so? Fabian, hi. Man sieht dich gut. Nein, ich meine, jetzt sieht man das, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Ist da eine Katze? Eine Katze drauf? Was das hier? Nein, das ist Schalke. Daneben, rechts daneben. Ach so. Ist eine Katze. Juventus. Da ist nicht Juventus, da ist keine Katze. Hund. Wolf. Aber okay, das sieht aus wie eine Katze. Was ist das denn? Haben die sich vertan, oder was? Ja, siehste. Jo, Hammer. Hammer. Warum, was ist das denn? Ja, eigentlich Juve, Zebrastreifen, der Zebra, ne? Das ist doch kein Zebra. Na, ist ja auch kein Zebra. Guck dir mal an, wie das aussieht. Das ist nichts. Gucken, wir fahren mal die Community. Was ist das für ein Tier? Wie sieht das aus? Glatze. Wie sieht es aus? Das sieht aus wie so ein Hund auf zwei Beinen. Ja, oder so. Der gerade so einen Föhn in der Hand hat. Oder eine Knarre. Ja, genau, das ist der Haarföhn. Der. Ah, willst du machen, ist ja egal. Tom, der Stream ist gerettet, danke. Bulli04, Senior Raul, Tobias, Grüße. Hund, Katze, Maus, sagt dritte Halbzeit. Ja, Move, Carsten, Blue Dog, Mirko, Fabian, Marco, Friedenschalter, alle da. Hier fragt gerade einer, was ich glaube, wie das Spiel ausgehen wird. Bayern gegen Galatasaray. Die spielen heute, dann weiß ich nicht, 18-19-0 Bayern, irgendwie sowas. Donato Grosso, EG. Katzenhund. René, grüß dich. Wo fangen wir denn an, Francesco? Sollen wir schon mal teasern, wer nächste Woche unser Gast ist? Ja, ne? Kann man schon mal. Dann können sich Leute darauf einstellen. Aber das, wenn er auf einmal nicht kommt, dann stehen wir da. Ja, dann laden wir den Matriciani ein. Ja, ganz einfach. Ja, möchtest du das schon sagen oder sollst du die noch ein bisschen Spannung halten? Ich weiß, wenn wir die Spannung zu lange halten, denken die Leute, hier kommt irgendwie Hüb Stevens in der Sendung oder so. Nö, ja, warum nicht? Ja, pass auf, der Reis, der wollte auch kommen, aber dann wurde er ja entlassen. Und ja. Und dann, ja, dann wisst ihr, was dann passiert ist. Friedhelm Schönberger, Grüße. Kesti, schreibt Fallon hier. Richtig. Ja, das hat schon einer erraten. Schalke gegen Saarland 2-0. Glück auf Wohnzimmer. Geh Videokind, moin. Martin, moin. Martin De Lakowitz. Ja. Jetzt haben wir ja, ich habe jetzt mir mein Foto angeschaut von so einem Zebra, ne?
das Foto, ne? Das ist doch, die haben das so schlecht nachgemacht, das ist doch kein Zebra. Das ist definitiv kein Zebra. Weil Juve hat ja Zebra als Maskottchen. Das ist typisch nachgemachte Fälschung, die das nicht können. Aber ein Zeichner, der hat sich bestimmt gedacht, mal ich mal was dem Francesco mal da drauf, egal, der merkt das sowieso nicht. Hauptsache, hat nur Juve gelesen. Juventus, okay, reicht. Ist alles gut. Juventus reicht. Ja, geht's euch gut, hoffe ich. Ich hab Bambusleistung. Nö, läuft alles gut. Bei mir geht's bis nach Deutschland und wieder zurück. Jetzt sag mir nicht, ich hab VPN an. Dann krieg ich aber Locken am. Was ist denn jetzt VPN bei dir? Nee, ich bin nicht connected. Das ist, wenn ich mich virtuell über einen Server in Deutschland einwähle, also über eine Firewall, sodass man, dass die Leute nicht wissen, beziehungsweise das Internet nicht weiß, dass ich in den USA bin, sondern das Internet denkt dann, ich bin aus Deutschland online. Ah, okay. Und da kann ich die ganzen super Sachen sehen, so wie Sommerhaus der Stars oder Promis unter Palmen und so. Alles, was ich so gucke. René, was soll das? 60 München-Fan? Hallo? Hallo? Was soll das? Erstmal, hi René. Lädt bei mir alle 20 Sekunden. Hängt der Stream ist er nur bei mir? Beim René hängt er auch? Ich mach mal aus, falls ich noch irgendwelche Sachen anhab, die ich nicht anhaben sollte. Telegram. Hier schreibt auch, Bullo04 sagt, ja, der Stream hängt. Aber ich sehe das hier nicht. Mal Steam aus. Das aus. Also, komisch ist, bei mir läuft der gut. Ja. Hier steht jede 2 Minuten so für 2-3 Sekunden. Ja, gehört vielleicht gleich auf. Schauen wir mal. Jetzt sagen wir, bei mir hängt der Stream auch. Oh. Bei vielen hängt der Stream, wa? Läuft gut. Ne, Mario sagt, läuft gut. Bei mir hängt er auch. Manche Hallo, Grüße aus dem Herne. Kann ja sein, dass ach, jetzt euch läuft irgendwo das. Bei vielen läuft das. Bei mir läuft das. Ja, wenn es läuft, läuft, dann wird das noch kommen. Dann wird das noch kommen. So, ich übergebe an den Chef, der Ahnung hat von Fuß. Ich bin, wie gesagt, ich bin. Francesco ist ja eiskalter Stratege und Taktikprofessionell. Ich bin einfach nur. Oh, Bruder, ich liebe Schalke. Schalke hat für mich politische und soziale Punkte. Ja, ich weiß auch schon, was eine hängende 9 ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was ein 6er ist. Und das reicht ja auch. Aber Andreas, warum sagst du, du hast keine Ahnung von Fußball? Normal hast du ein bisschen Ahnung vom Fußball. Also du bist jetzt nicht der Fußballsportler, der nur mit Fußball zu tun hat. Ne? Na, meine Sportarten sind breit von gefächert. Schalk hast du Ahnung, hallo? Ja, manchmal, ich höre das immer, so Trolle, die schreiben dann Kommentare bei mir. Und so. Und dann sage ich immer, ja, das ist von mir aus, mir ist das egal. Hauptsache Schalke gewinnt. Es gibt ja hier viele, manche, die schreiben, Franco, warum streamst du mit Andreas? Der hat doch gar keine Ahnung von Fußball. Ich sage immer dann schau doch nicht das Video, dann schau doch nicht zu. Ey, Andreas ist hier, mein Fratello. Aha. Und wenn ich mit meinem Fratello über Fußball rede, ob er Ahnung hat oder nicht, ist mir Latte. Er hat das Herz an der richtigen Stelle. Er ist Schalker durch und durch. Danke. So. Ja, also ein bisschen Ahnung. Ich habe ja auch Sport getrieben. Normal hast du Ahnung vom Fußball, sonst würden wir uns doch nicht unterhalten. So, aber jetzt mal ehrlich. Ja. Muss jeder unbedingt Ahnung vom Fußball haben, der Schalke liebt? Jetzt mal ehrlich.
Die meisten, die Schalke gucken, haben jetzt nicht unbedingt die Ahnung von jeder Regel oder von jedem. So musst du ja auch nicht. Es geht ja um das gemeinsame Ding, um den Verein Schalke 04. Das kann Tischtennis sein, das kann alles sein. Schalke ist ja nicht nur Fußball. Schalke ist im Ruhrgebiet ja mehr als Fußball. Das unterscheidet ja Schalke von der Vielzahl der anderen Vereine. Das macht Schalke ja so besonders. Dass genau es eben nicht nur darum geht, ja, ich gehe mir jetzt 11 Dullis angucken, die hinterm Ball hinterherrennen. Darum geht es eben nicht. Es geht um die Gemeinsamkeit, und mir ist das wichtig, ich sage das immer sehr gerne, dass es bei Schalke, dass das so ein Beispiel ist, dass in diesen 90 Minuten ist es egal, welche Farbe du hast, welche Religion du hast, welche Politik du, egal. Da sind alle zusammen und das ist für mich so ein Vorzeige oder auch so ein psychologisches und soziales Ding, wo ich mir angucke, es geht auch ohne diesen ganzen Scheiß, wenn man sich auf eine Sache, die positiv ist, fokussiert. So. Und das finde ich geil. Ich sag mal so, wir tun so, wir sind Schalke-Fans, wir haben alle keine Ahnung vom Fußball. Sei es, wir lieben Schalke. Das ist das Unterschied. Wir haben null Ahnung vom Fußball, aber wir lieben alle den gleichen Verein. Schalke 04, denn Schalke zu lieben, das ist was ganz Besonderes. Das verstehen viele nicht. Und man muss nicht unbedingt Fußball-Ahnung haben, wenn man Schalke liebt oder Schalke-Fan ist. Guck dir den Monoboy an, der da das Lied gemacht hat. Oh. Hat keine Ahnung vom Fußball. Der weiß bestimmt auch nicht, was Abseits ist. Oder, nee, der weiß doch nicht, was Ballen heißt. Das heißt, der weiß doch nicht, was bin an Ballen wie Schalke 04. Heißt eigentlich, ich flenne wie Schalke 04. Balling like a little girl, das ist eine englische Expression. Das heißt, ich flenne. Ich flenne wie ein kleines Mädchen. Das und deswegen sage ich ja, die Leute, die immer sagen, Francesco, warum redest du mit dem Henkus, der hat doch gar keine Ahnung vom Fußball. An die Person nochmal. Ob eine Ahnung hat von Fußball oder nicht, ist dir doch Latte. Ich mag ihn, sein Herz ist an richtiger Stellung. Und wenn du keinen Bock hast, der keine Ahnung von Fußball hat, schau dir Doppelpass an, schau dir Tuchel an, schau dir an. Geh, egal wo der Pfeffer wächst, dann brauchst du nicht hier auf unseren Kanal. Meine Güte, wir sagen doch nicht zu dir, komm hier auf den Kanal. Ich habe auch nicht so viel Ahnung von Fußball. Ich spiele Fußball ein bisschen, aber wir sind nicht die Experten, die richtig Ahnung haben, weil ansonsten würden wir Bundesliga-Trainer sein, ja? 1-0 Neapel, ach scheiße, Argentinien führt 1-0. Okay. Andreas, ich habe letzte eine Zecke im Krankenhaus rausgeschmissen, der wollte sich einen Joint im Bett rauchen. Ja gut, der nüchtern kannst du das ja auch nicht ertragen, wenn du irgendwann aufwachst und merkst, du bist Zecken-Fan. Also muss auch ein bisschen nett sein dann. ja, was gibt's sonst zu erzählen? Das Spiel, El Spilo. Ja, du hast das Spiel ja gesehen. Ich konnte es ja leider nicht sehen. Ich habe nur nach meinem Spiel musste ich mich erstmal beruhigen, runterkommen, runterfahren. Hab dann mir die Highlights im Auto mir angeschaut, auf mein Handy. Hab mir die ganzen Highlights direkt angeschaut von Schalke. Und dann habe ich ja das Video gemacht. Ja. Ich kann dir nur durch die Highlights das wiedergeben. Aber ich habe das Spiel leider nicht sehen können. 90 Minuten, nur die Highlights. Die Highlights haben mir gezeigt, dass wir gar nicht mal so schlecht waren. Nö. Und wie der Reporter es gesagt hat, verdient gewonnen. Ich habe auch eine Umfrage gemacht auf Instagram und da sagen auch 60% Schalke hat verdient gewonnen. Jetzt könnt ihr mir sagen, nicht verdient oder unverdient? Verdient? Ich kann ja meine Meinung rausballern. Es hätte auch anders ausgehen können, meiner Meinung nach. Aber Schalke hat kompakt gestanden. Welcher Name öfter fiel, was sehr wichtig. Ich achte auch immer sehr viel, welcher Name vom Kommentator sehr oft genannt wird. War diesmal, und das mit Recht, Schallenberg. Der scheint ein bisschen aufzublühen. Vielleicht ist er nicht mehr ganz so taubig in der Kabine. Und das finde ich ja geil, das ist gut. Es war auch bis zur gelben Karte, aufgrund der gelben Karte musste Henning leider raus. Aufgrund der Leistung hätte ich ihn nicht ausgewechselt, denn erstmal ein richtig geiler Torschuss von Henning Matriciani. Das Ding sah vom Fernsehen, von der normalen Kameraeinstellung schon okay aus, aber dann habe ich beim Stadion-Vlog von Madin, von Schalke Insight, ja, nee,
Welcher Kanal macht halt immer seine Vlogs? Thiele Football? Vielleicht Thiele Football. Da habe ich dann gesehen, Thiele und da Football. Hast du gesehen, was für ein Wumms dahinter steckte. Und das war schon ordentlich. Also, wie gesagt, man kann sagen, wir haben verdient gewonnen. Es war jetzt aber, Tempelmann war jetzt nicht so präsent wie im Spiel davor. Dafür Schallenberg etwas mehr. Lattenlatzer, was willst du machen, ne? Der hat sich hat schön gezeigt, warum er nochmal wichtig sein kann. Es war kein starkes Spiel, aber es war auch kein schlechtes. Weißt du, es war so ein Spiel, wo du sagst, ja, nee, solide ist schwierig. Aber was sagt der Chat? Schade, mach mal Umfrage. Verdient gewonnen, ja oder nein? Verdient in Nürnberg gewonnen? Oh, der Tor zählt nicht für die Argentinier. Schon mal gut, dass das Tor nicht zählt. El Toro. Darauf trinke ich eine Schlucke Wein. Mir haben viele geschrieben, bitte Franco, schau Freitag bitte nicht das Spiel. Das ist aber böse. Sehr böse, weil die haben alle so ein Aberglaube, weil ich hier zweimal nicht geschaut habe, zweimal haben wir gewonnen. Geht nicht, ich muss schauen. Assan fällt für Freitag aus, okay. Unentschieden hätte das Spiel besser wiedergespiegelt. Das zweite Tor war auch dann einfach mal Spielglück auf unserer Seite. Ich finde das immer so süß, wenn Schalke gewinnt, dann heißt es, entweder war die andere Mannschaft total scheiße oder wir haben Glück gehabt. Und wenn wir verlieren, dann sind wir einfach nur scheiße. Weiß ich nicht. Aber das Tor von Latz, hast du gesehen, was für eine Frust bei Latzer drin war? Erstmal habe ich gesehen, wie er sich sehr, sehr gut in den Raum gestellt hat, wo ihn keiner auf dem Zettel hatte, sich dann auch schön bewegt hat und dann, er hat das genau richtig gemacht und klar hat er sich gefreut. Und da musst du ja noch über die Tatanbahn sprinten bis zu den Spielern hin, bis zu den Fans hin. Für den ist das, glaube ich, nochmal anders, weil ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, dass der eben in Gelsenkirchen und dass der eben daher ist. Also, der ist halt Gelsenkirchener. Der ist in Ückendorf aufgewachsen. Das merkt man, ich glaube, das merkt man dann nochmal ganz speziell. Das ist ja das Schöne, wenn man Spieler hat, wo man weiß, dem liegt da wirklich was dran. Auch wenn der woanders gespielt hat erst und dann wieder zurück jetzt nach Schalke kommt in seine Heimat, das muss man, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl sein muss. Ich sag mal, man muss ja auch so betrachten. Du musst das ja auch so sehen. Jetzt stell dir vor, du bist Danny Latzer, ne? Andreas, du bist Danny Latzer, ne? Jetzt geh mal du bist der Danny Latzer. Okay. Du kommst nach Schalke, Gelsenkirchener Jung, kommst aus Ückendorf, dein Herz schlägt für Gelsenkirchen, für den Verein. Viele sehen dich als Führungsspieler, so, ne? Dann verletzungsbedingt fällst du aus, kommst nicht hinterher, immer Verletzungen, hauen dich wieder zurück. Wir kritisieren den, alle kritisieren den, wir kritisieren den wieder. So, in der zweiten Liga hat er auch kaum gespielt, auch immer verletzt. Jetzt in der ersten Liga verletzt, dann hat man gespielt und dann haben wir gesehen auf dem Platz keine Geschwindigkeit, das. Und wir haben den kritisiert, ich habe den kritisiert, stehe ich dazu, aber ja. Ich kritisiere nicht seinen Charakter, ich kritisiere, was wir sehen auf dem Platz. Was der Typ, der hat ja nur Kritik, der kriegt ja nur Kritik, obwohl er aus Gelsenkirchen ist, so und so. Aber so sind wir halt, Schalke, wenn du nicht Leistung zeigst, egal ob du hier geboren bist, musst du mit Kritik umgehen. Und er hat, glaube ich, war das sein erstes Tor überhaupt für Schalke? Ich glaube, oder? Ich weiß das nicht. Weiß nicht, der Chat, ob das sein erstes Tor für Schalke war, nicht in dieser Saison, allgemein, seit er wieder zurückgekommen ist, weil der Frust in ihm hast du gesehen beim Tor. Klar, der sich gefreut hat, der freut sich für sein
Geburtsort Tor zu machen. Und bei uns geht es ja wirklich um alles, weil wir um den Klassenerhalt erstmal kämpfen. Wir müssen erstmal da unten raus. Warum guckst du so? Ich muss kurz mal was umstellen. Könnte sein, weil das OBS, ja. Also unsere Unterhaltung habe ich auch im 4K-Monitor. Könnte natürlich jetzt sein, dass dann OBS diesen ganzen 4K-Kram grabbt und das für zu viel Traffic sorgt. Deswegen habe ich das jetzt mal schnell umgestellt und gucke, ob das jetzt mit den Lags besser wird. So, alles klar. Hab's gemacht. Vielleicht läuft es jetzt gleich besser. Ah ne, der hat ein Tor im Pokalspiel. Ich meinte in der Meisterschaft, ob der letztes Jahr auch ein Tor gemacht hat. Aber ist egal. Aber da war so ein Glücksgefühl für ihn und auch so, wo der Tor hat, hier bin ich bin noch da. So dieses, ich bin, jetzt stell dir vor, du kriegst so eine Kritik jedes Mal, auch von uns. Für wen? Schon wieder? War doch gerade nicht. Und du musst dir vorstellen, Andreas, du wirst immer kritisiert. Und dann machst du so ein wichtiges Tor in der 89. Minute in Nürnberg. Das ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig gewesen für uns Schalker. Was für ein Druck fällt dir? Oder wie sagt man, was für eine Last fällt bei dir? Ja, es ist enorm. Deswegen bin ich auch nicht dafür, auf Instagram oder sonst wo Spieler runterzumachen von unserer Mannschaft. Andere Spieler von anderen Vereinen, ja. Aber ich denke, dass die Spieler bestimmte, gerade wenn man ein paar mehr Follower hat auf Instagram oder so, ich glaube, die Spieler sehen das. Deswegen, ich hau halt nicht dann so auf Insta oder so, hau ich halt nicht auf Spieler drauf. Aber ich denke mal, das hat er gemerkt und dann die Last, die dir von der Schulter fällt, ja, da muss Wahnsinn sein. Das Gefühl muss absolut, absolut mega sein. Ich gönne ihm das so dermaßen, wie er sich gefreut hat. Was ich interessant war, die andere Szene, wo sich ein Spieler freut war und auch die Leute anpeitschte, war Merkin. Als der diese eine Abwehr da gefahren ist, reingegrätscht, den Ball gerettet und dann auf die Kurve so, ja, der hat sich für einen abgewehrten Ball, hat er sich so dermaßen gefreut, fand ich absolut geil. Hängt unser Team noch immer? Ja, komischerweise bei mir nicht und der geht immerhin nach Deutschland und wieder zurück und da läuft alles in Ordnung. Bei mir hängt aber auch nicht. Jetzt mal eine Frage an euch allen. Hängt der jetzt bei jedem? Macht mal Daumen hoch, wo er nicht hängt. Bei dem nicht hängt, einmal nur den Daumen hoch und bei dem hängt, einmal Daumen runter. Weil, komisch, bei manchen sagt, alles normal. Ich lese ja auch, der hängt bei mir, der hängt andauernd. Entweder ist das der Stream oder ist das euer Internet. Nee, das ist wahrscheinlich schon der Stream. Das ist ja dann bei vielen, sonst würden sich so viele nicht beschweren. Es ist bloß das Problem, ich kann es halt nicht ändern im Moment. Bei Friesenschalke hängt sehr, bei Medien.dc gar nicht. Bei mir hat es nur einmal kurz gehangen, bei dem nicht, bei dem hängt läuft. Bei mir hängt es andauernd auf einmal. Fabian Huth sagt, alles optimal, nur manchmal. Läuft. Ja, bei manchen, ja, das verstehe ich nicht. Weißt du, Andreas, entweder müsst ihr bei jedem immer hängen. Frank Reusch, danke dir. Frank Reusch ist danke, mit Frank bei Reusch. Den Knappen dabei. Danke dir. Eben hat es gehangen, jetzt geht's. Okay, vielleicht einfach mal. Vielleicht bräuchten wir wieder jemanden, bei dem der Schalker Dreisel von Deutschland aus gestartet wird. Ja, bald vielleicht, bald kommt einer. Man weiß es nicht, man munkelt. Bei mir hängt nichts. Madeline, das hier mich. Steht, bei mir hing was, aber jetzt läuft anwandfrei. Wir können uns ja jetzt auch eine halbe Stunde drüber unterhalten, ob der jetzt hin und wieder mal hängt oder nicht. Oder ob wir Nein. Aber Andreas, der Sieg, war der Gold wert oder nicht? Jeder Sieg ist Gold wert erstmal, aber... Ja gut, ich bin ja einer von den Bekloppten, ne? Also du weißt halt hoffentlich, dass ich glaube auch immer noch, wir steigen auf.
Also von daher, ich bin halt bescheuert. Aber was soll ich machen? Ich bin jetzt nicht wahnsinnig enttäuscht und werde alles verteufeln, wenn wir nicht aufsteigen. Aber ich glaube, wir steigen auf. So. Von daher. Jetzt kommt das große Träumen wieder, ne, von vielen. Na, ich gebe das ja nicht auf. Solange es rechnerisch möglich ist. Aber du weißt, wir sind ein Punkt hinterm 16., ne? Ja, und? Wie kannst du dann reden vom Aufstieg? Klär mich auf. Ey, wir sind ja immer noch hier. Also jetzt warte mal. Also wie viele Punkte haben wir denn Abstand zum zweiten Platz? Gucken wir zum dritten. Oder dritten. Relegation gewinnen wir auch, ganz klar. Wenn wir Dritter werden und. Ah, nee, Moment. Zweite Liga, Dritter muss Relegation spielen, ne? Ja. Ja. Hier, Fall und ihr sagt, wir spielen um beide Relegationsplätze, den nach oben und den nach unten. Was sagt denn, warte mal, hat Schalke verdient gewonnen? Wollen wir das erstmal auflösen? Dachte ich, wäre eine gute Sache. Ach so, hier muss ich das machen. Okay, also 83% sagen, Schalke hat verdient gewonnen. 16% sagen, nee. Das sind übrigens dann die, die keine Ahnung von Fußball haben. So. Ich sag mal so, ne, dann hat man verdient gewonnen. Ich habe das Spiel ja gesehen, ich vertraue euch. Bei Instagram habe ich die Umfrage auch gemacht und die haben auch alle gesagt, verdient gewonnen. Deswegen, ich vertraue meine ahnungslosen Fußballer, alle Schalker-Fans, die das Spiel gesehen haben. Euch vertraue ich. Und die Ahnung vom Fußball haben, die haben keinen Plan. Bühlend sagt, sorry Andreas, aber aufsteigen tut nur der HSV. Es können ja drei aufsteigen. Können. Zwei easier, der eine nicht so easy. Und Lone Wolf sagt gerade, guck mal lieber die Punkte, die es nur nach oben sind. Eben, das sind nämlich, und sagt der gute Bollek oder auch Anarchophant, sind 8 Punkte bis zum dritten. Also bitte, das ist gar nichts. Wir sind noch nicht mal mit der Hinrunde fertig. Ich freue mich da wahnsinnig drüber, dass wir die letzten zwei Spiele gewonnen haben. Die haben wir nicht einfach nur gewonnen, weil, weiß ich nicht, irgendwelche Alien-Panzer, die kamen aufs Spielfeld und haben irgendwie Bälle rumgeballert und hat Schalke irgendwie gewonnen. Nee, die haben schon Fußball gespielt, haben die Abwehr verbessert, einzelne Spieler werden besser gemacht. Jetzt versteift man sich auch noch ein bisschen auf dem Lassen, dass der halt am Ball besser wird. Da hängen ja viele Hoffnungen dran, zumindest in der Führungsetage. Und Tempel, ich könnte jetzt jeden Spieler wieder durchgehen. Ich denke, weiß ich nicht, also ich denke, dass wir Mitte der Rückrunde eventuell soweit sein können, Seguin ohne Schaden wieder mal in die Mannschaft zu lassen, wenn er nicht im Winter schon abbaut. Aber vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Und wie gesagt, 8 Punkte bis zum dritten. Warum sollten wir nicht träumen? Immer träumen. Immer träumen. Jetzt wird das Feld von hinten aufgerollt. Ja, ganz genau. Samuele und Fabiano. Grüße. Bülent. Dankeschön, Bülent. Dankeschön. HSV und St. Pauli? Ey, Bühnen, Moment. Erstmal, okay, Dankeschön, aber da stimmt was jetzt nicht. Also, was nun? HSV oder St. Pauli? Du kannst nicht für beide sein. Das geht nicht. Das ist so, als wärst du, ja, ich bin für Dortmund und Schalke. Das geht nicht. Der Segen ist nicht verletzt, der hat Stubenarrest. Jawohl. Ja, gut. Aber siehste, der Umschwung bei Schalke, ich unterhalte mich ja. Hört man was im Hintergrund? Nur wie der Große den kleinen Bruder quält, aber ansonsten nicht, nee. Nein, ja, ich höre nichts. Ne? Ich höre nichts, nein. Seguin hat Stubenarrest. Nur der HSV. Okay, dann sagen wir HSV. Der Schalke-Umschwung, wenn man
viele Seiten kann man sich betrachten. Aber du weißt doch, wo ich doch gesagt habe, es müssen ein paar Spieler nicht mehr spielen für unseren Club, weil die bringen Unruhe in der Mannschaft etc. Ja. So, jetzt spielt auf einmal kein Seguin und kein Baumgartel von Anfang an. Ja. Der eine hat jetzt auf einmal nach dem Karlsruhe-Spiel hat der Mann Gaben seit 3 Wochen. Ist er andauernd krank, komischerweise. Dann auf einmal, Baumgartel hat jetzt zum ersten Mal gespielt, kam in der 90. Minute rein, auch gut, kein Problem, da macht er auch keine Fehler mehr. Warum ist der Umschwung da? Gute Frage, weil er erstens das System geändert hat, zweitens die Defensive ist kompakter. Wir sind kompakter, wir stehen kompakter. Die Spiele, die ich jetzt nicht gesehen habe, hier jetzt Hannover und Nürnberg. Viele haben mir gesagt, Franco, wir stehen hinten kompakter und wir lassen nicht mehr so viele Großchancen den Gegner zu. Ich sag so, ja, bei den Höhepunkten, wenn ich immer die Höhepunkte Highlights sehe, sehe ich ja, es sind nicht so riesen Torchancen, was sich die Gegner erarbeitet haben. Wenn ich jetzt Nürnberg sehe, große Torchance war durch Kaminski, der selbst vorbereitet hat für die Nürnberger, wo er den Rückpass macht. Samo, mach mal Tür zu. Samo, Tür zu. Bühlen, nochmal danke dir. Weil er macht doch den Rückpass. Ne? Den Lookpass, sagen wir mal den Lookpass. So, der guckt ihn hin, macht Deck, Deck, spielt nach zum Torwart. Sieht ihn nicht. Zum Glück hat er ja den selbst wieder ausgebügelt. So, das war eine riesen Torchance von Nürnberg. Ganz klar. Und die andere Torchance war, durch den abgefälschten Ball kam der Ball zu den einen Chong Mong Lee, ich weiß nicht, wie der heißt, Konjunki, der aus 6-7 Meter hätte auch reingehen können, ne? Weil der stand blank, hätte ihn rechts oben in den Knick reinhauen können. Aber das war ja keine Torschütze, wo die sich das herausgearbeitet haben. Da waren Fehler wieder, ja. Fehlerketten. So, aber so herausgespielte Bälle hatten sie fast, aber es war immer einer dazwischen, der immer das kaputt gemacht hat, der sich dazwischen geworfen hat, geschmissen hat, die Seele sich da reingeschmissen hat. Aber ich ganze Zeit sage, die müssen sich in jeden verdammten Ball reinschmeißen. Die müssen ihr Herz auf den Platz lassen. Ja. Und das machen die ja. Die lassen ihr Herz auf den Platz, weil du jetzt bestimmte Leute hast, die wirklich geil sind, für unseren Club zu spielen. Für unseren Schalke 04. So. Und du hast es geschafft, dass wir kompakter stehen. Ich habe immer gesagt, wir müssen erst immer defensiv besser stehen, weil was bringt dir mehr, wenn du 3 Tore schießt und kassierst dafür 5? Bringt dir ja nichts, weil du gewinnst nur defensiv die Spiele, wenn du hinten kompakter stehst. Und jetzt in den Spielen, sogar gegen St. Pauli. St. Pauli hatte jetzt auch nicht wahre Torchancen nach, boah, was weiß ich. Nein, durch unsere individuelle Fehler, die wir gemacht haben, haben sie ihre Torchancen gehabt. Da standen wir ja auch gar nicht mal so schlecht. Nur nach vorne haben wir gar nichts gemacht, weil wir nur hinten waren. Aber, ja, ich sag mal, positiv, was ich wirklich sehe, wir stehen wirklich kompakter defensiv und das ist der Erfolg, den wir haben, hinten gut stehen und vorne kriegen wir unsere Torchancen und dann machen wir die Dinger. Ja. Also man muss auch sehen, dass, gut, es war kein Ligaspiel, es war ein Pokalspiel, das kommt dann auch immer. Aber wäre es ein Ligaspiel gewesen, wären wir da mit einem Unentschieden, also mit einem Punkt auch rausgegangen gegen St. Pauli. Also wie gesagt, ich hoffe, ich träume sowieso, das ist ganz klar. Ich sag mal, gegen Elversberg, ich hoffe, ich sage das immer richtig, Elversberg, ja. Das wird sauschwer. Ey, die haben die erste Niederlage gegen St. Pauli, haben die jetzt verloren, 2-0. Nach 7 Spielen waren die ungeschlagen. Ja. 7 Spiele davor waren sie ungeschlagen. Wer die auf leichte Schultern nimmt, dann gehst du als Verlierer vom Platz. Als Verlierer gehst du vom Platz, wenn du diese Mannschaft auch vielleicht, und wenn ich immer höre, jetzt von vielen Schalkern auch, wenn die sagen, ja, die hauen wir jetzt weg, die hauen wir, jetzt haben wir 2 Spiele gewonnen.
einfach so weghauen. Wäre schön, würde ich auch gerne haben. 5-6-0. Das würde ich jedes Spiel haben. Jedes Spiel sage ich 5-6-0. Nein, Ebelsberg ist wirklich eine Mannschaft, die wirklich schön Fußball, attraktiven auch Fußball spielt, mit jungen Spielern, talentierte Spieler. Die haben ein Konzept. Hey, ich habe die bisher spielen sehen. Gar nicht mal schlecht. Da müssen wir wirklich nicht 100% geben. Wir müssen 200% geben, um die zu schlagen. Ja, aber trotzdem hauen wir die weg. Ich kann es doch nicht ändern. Dann darfst du ruhig. Es hat so viel. Ich bin ja auch, also ich sitze ja viel in meinem Nachdenkzimmer, in der Bücherei bei uns, bei mir. Also, ne? Und nein, ich denke tatsächlich manchmal drüber nach, warum es auch schwierig ist für Leute, die in einem Mannschaftssport, in einem eingespielten Team noch nie wirklich gespielt haben, das nachzuvollziehen. Wie wichtig das ist, dieses Team zu finden und wie wichtig es dann ist, dass das Team auch zusammenbleibt. Es gibt so viele kleine, selbst beim Doppeltennis ist es schon schwierig, wenn du deinen Doppelpartner wechselst. Und da ist nur einer, der eventuell ein Spiel, einen Ball gerne mal kürzer spielt oder einen Ball. So, und da hast du halt eben 11 Leute, die alle aufeinander abgestimmt sein müssen. Und das braucht seine Zeit. Und da spielt so viel eine Rolle. Und man muss immer sagen, klar, Elversberg, die sind zweite Bundesliga. Das heißt, irgendwas müssen sie ja können. Also so einfach da jemanden mal eben weghauen ist nicht. Ne? Also da musst du schon, ja, Bayern sein und alle großen Spielergrößen, die sich dann untereinander auch noch verstehen, in einer Mannschaft haben. Also das, man darf das nie unterschätzen. Aber als Schalke-Fan sage ich natürlich, sicher hauen wir die weg. Was soll ich denn sonst sagen? Blauer Klaus, zur Info. Elversberg auswärts, 3 Siege, 2 Unentschieden, nur eine Niederlage. Nur zur Information, dass sie auswärts schwach sind. Die haben auswärts mehr Siege als Heimspiele. Ach, und wer wieder eventuell kurzfristig vorzeitig aufsteigen könnte, wer da gerade richtig hart dran arbeitet, unsere Damen, nicht vergessen. Ja, die sind in der Landesliga Tabellenführer oder Tabellenzweiter, ich weiß halt nicht genau. Die waren Zweiter und haben jetzt gewonnen, trotzdem ungeschlagen. Also die hatten halt einmal mehr Unentschieden als die, ja, wer ist denn oben, Emmerich? Oder weiß ich nicht. Irgendwie keine Ahnung, ich verfolge nur, dass die gewinnen, 2 Unentschieden, glaube ich. Dass sie da oben ich verfolge das, weil sobald das im Fernsehen kommt, zeige ich das, weil mich das wahnsinnig interessiert. Also ich finde das geil. Und du weißt, die zweite Mannschaft der Damen ist in der Bezirksliga auch Erster. Ja, Team Weiß. Und Team Blau ist halt in der Landesliga, haben jetzt gegen den Ersten gewonnen, sind also jetzt, also ich finde es gut. Ich wollte es nur anmerken, ja. Also schon eine sehr coole Sache. Egal. Immer supporten. Diesmal bin ich auch. Unsere Schalke-Frauen sollen aufsteigen. Und wenn sie dann aufsteigen in die Westfalenliga, glaube ich, dann kommt es vielleicht zum ersten Mal im Frauenfußball zum Revierderby. Weißt du das? Das ist zum ersten Mal dann ein Revierderby. Schalke-Dortmund. Die sind ja auch in der Landesliga, die Frauen von Dortmund, in einer anderen Gruppe und führen die Tabelle souverän an. Ich achte ja auch da. Ich hoffe, dass die gegeneinander spielen dann in der Westfalenliga. Ey, warum? Da will ich, weißt du, was ich gerne dann sehen möchte? Ultras, aber nur Frauen. Ja, die Always-Ultras sind das dann. Ja, die Frauen-Ultras. Dann möchte ich mal gerne sehen, dass es mal Frauen-Ultras gibt bei den Frauenmannschaften. Ja, ich unterstütze die auch. Ich weiß, dass du die unterstützt. Nein. Ich meine... Alter, wenn ich da wohnen würde, Francesco, selbst beim scheiß Tischtennis und Rentner und die Zeit hätte, würde ich selbst zu Schalke Tischtennis gehen, wenn ich die Zeit hätte. Ich würde überall hingehen. Ja, du würdest auf jeden Fall überall gehen. Ich bin nicht so der Typ, der das gerne macht oder die Zeit hat. Ich habe die Zeit überhaupt gar nicht dafür. Also ich möchte, mein Traumberuf ist irgendwann mal Damen-Beach-Volleyball-Nationaltrainer. Ja. Sitzt du dann an der Bank oder hinter den Spielern ganz hinten, wo du so das Spielfeld siehst? Mhm. Ja, ne? Nein, ist doch nur ein Witz. Quatsch.
Ist doch Quatsch. Bin verheiratet. Da typisch Francesco, wieder Angst vor die Augen ist ultra. Courage. Telegitar. Nee. Ich habe mich mit Elvis Beck ein bisschen gekümmert, so nicht gekümmert, wie heißt das? Recherchiert. Ich nehme die nicht auf eine leichte Schulter. Ich gehe auch nicht davon aus, ich sage auch nicht sofort, boah, wir gewinnen, wir ganz klar. Nur weil wir jetzt zwei Siege haben, sei die sofort, wir hauen die weg. Nein. Es ist auch, wir müssen sowieso die zwei Siege, wo du das gerade sagst, es ist ja auch noch kein Umschwung. Allerdings, irgendwann musst du auch sagen, jetzt Umschwung. Aber wir wissen doch alle, okay, das waren jetzt zwei Spiele gewonnen. Das waren jetzt keine überragenden, mega weltmeisterlichen Superleistungen, aber trotzdem gewonnen. Normal sagt man jetzt in der Nachricht, die Nachrichten nennen das halt Umschwung. Wir werden es wissen am Ende der Saison, ob es ein Umschwung war. Denn nur wenn es so bleibt, war es ja einer. Aber ich bin halt da sehr positiv und ja, lass das doch mal den Umschwung gewesen sein. Lass uns mal davon ausgehen, das war der Umschwung. Und an vielen Schalker, wenn ihr Karten braucht, geht zur Geschäftsstelle, gibt noch Restkarten, genug Karten, weil von Elversberg, die haben das Kontinent nicht ausgeschöpft. Für den Auswärtsteam sind 6200 Karten zum freien Verkauf für Elversberg gewesen. Aber leider, wenn die 6000 Karten nehmen, dann ist das halbe Dorf leer. Dann die ist ja das halbe Dorf leer. Oder? Haben die nicht irgendwie nur 14.000 Einwohner oder so? 12.000, glaube ich. 12.000 Einwohner, also okay. Oder 13.000. Ja, aber wie du sagst, unterschätzen darf man den nicht, weil die haben nämlich eine Sache, die im Fußball wichtig ist, ähnlich wie die Dänen das gezeigt haben bei der EM. Das Herz und diese Spielliebe und das haben die und das macht viel aus. Also einfach wird es natürlich nicht, ja, aber trotzdem. Ne? Nein, aber ich sag mal, ich gehe mal davon aus, dass die Mannschaft das auch nicht unterschätzen wird. Der Trainer, unser Karel, der wird die auch so einstellen, dass er die auch nicht unterwenden. Und wenn ich eine Spielanalyse machen würde, würde ich der Mannschaft jedes Spiel von denen erstmal zeigen. Jeden Tag ein Spiel von denen. Oder zwei Spiele von denen zu zeigen. Guck mal, wie die Fußball spielen. Die haben gegen Hamburg gewonnen, 2-1. Die haben in Magdeburg 2-1 gewonnen. Die haben in Hannover 2-2 gespielt. Die haben in Kiel 1-1 gespielt. Und wenn die auf die leichte Schulter nimmt und sagt, wir hauen die einfach so von der Rädern, dann wird er sich am Freitag wundern und dann sagen, ach du Scheiße, wie gut sind die denn? Und deswegen, es wird ein richtig, richtig schweres Spiel. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen, weil eigentlich nach drei Spielen kann ich endlich in Ruhe mein Spiel 90 Minuten genießen. Aber auf dem Siegersessel, ne? Auf dem Weißen. Ja, hängt davon ab, wenn ich zu Hause gucke. Ich weiß ja nicht, ob ich zu Hause schaue. Wir haben den gleichen Sessel, ne? Nur nicht mit weißem Polster, sondern mit einem Kuhfellpolster. Ja, warum guckst du nicht das Spiel so mit Kuhfell? Weil der oben ist und ich bin im Keller. Kannst du auch oben Fußball gucken? Nee, ne? Ja, aber dann wenn ich live streame, dann ist ja nicht so. Ich möchte dann einmal erleben, so eine Live-Reaction von dir, wo du nicht streamst, nur das Spiel guckst. Möchte ich sehen, deine Emotionen, wenn du da auf den Kuhsessel da sitzt. Das möchte ich mal erleben. Einmal. Mit Cowboy-Hut? Auch nicht schlecht. Mit Cowboy-Stiefel. Ja. Nee, ich mach das lieber hier im Keller. Nice. Finde ich besser. Nein, aber es wird ein. Aber weißt du, guck mal, das ist ja, wo ich sage, ich nehme dann ja vielleicht schon, guck mal, Karaman fällt schon mal aus. So, einer der wichtigsten Spieler jetzt in den letzten zwei Spielen offensiv. So, da hast du schon mal einen Rückschlag, wo du sagst, Scheiße. So, deswegen sage ich ja, ich nehme dieses Spiel nicht so einfach, bomb. Wäre Karaman dabei gewesen, würde ich unsere Chancen besser sehen. Aber meine Chancen sind 50-50. Die sind jetzt für den Karaman, bin ich schon besser aussehen. Aber ohne Karaman bin ich dir ehrlich, das wird. Boah. Weil Karaman ist so wichtig für die Offensive. So, so wichtig. Und wenn der ausfällt, und wahrscheinlich wird er ausfallen, ja, Hab ich Angst. Ja, da Udaoro ja zur WM fährt, Udaoro fährt ja morgen zur WM, fällt, ist auch nicht dabei, hat ja auch Sonntag nie gespielt. Aber wäre ein Kandidat, der auch spielen hätte können,
fällt uns auch weg. Nee, der soll doch spielen. Der fährt doch gar nicht. Nein. Der fährt doch am 13. Doch. Erst. Schau, Donnerstagmorgen fliegt er nach Indien. Ja, zu WM. Ist das in Indien? Die WM? Sri Lanka. Oder Indonesien, ne? Entschuldigung. Indonesien. Ja. Wie gesagt, ich mache mir wegen Uwe Draogo mache ich mir gar keine Sorgen. Ich plane ohne den. Schön, wenn er da ist. Wenn er nicht da ist, ja gut, müssen wir halt ohne. Ist Karaman, er fährt morgen. Karaman fehlt dann schon morgen. Eher. Allerdings sehe ich diese einzelnen Verbesserungen bei Spielern. Ich glaube, auch Henning wird wieder aus diesem Tal, auch wenn man mal aufhört, nur manchmal macht er aber auch Sachen, da denkst du dir so, Mann, ey. Aber okay. Hat er am Samstag Fehler gemacht? Nein. Oder? Was sagt der Chat? Ich würde sagen, nee, also dann. Ich weiß ja nicht, der wurde ja. Wenn es um Fehler geht, dann kannst du eher mal Herrn Kaminski, aber der schießt halt dann auch nochmal wieder ein Tor, ne? Der Matriciani wurde ja ausgewechselt, weil er gelb belastet war, ne? Ja. So, ansonsten können wir ja hier eine Umfrage machen, weil ich weiß das nicht. Wie hat Matriciani gespielt? War der solide? War der gut? War der schlecht? Weil ich höre nur, dass er sich verbessert hat, besser wird. Da sehen viele den Kaminski schlechter, ja, als den Matriciani. Also Kaminski hätte auch dafür sorgen, hätte fast dafür gesorgt, dass wir eben unentschieden spielen und nicht gewinnen. Also Kaminski, das war schon ein richtiger Bock. Also ja, weiß ich nicht. Kann aber auch sein, ich mag halt den Henning Matriciani. Genauso wie ich mir wünschen würde, dass unser Timo Becker wiederkommt. Ne? Aber ich hänge halt an so Leuten. Ich fand den okay, den Jungen. Ein bisschen besser. Weniger als die Spiele zuvor. Ich habe es nur im Radio gehört. Er war okay, sehr gut, sagt der eine. Kaminski kann mit Seguin und Baumelgard abhauen, okay. Bummelgard. Blauer Klaus. Er soll nicht nach dem Spiel. Was ich gelesen habe, soll er morgen schon nach Indonesien abreisen. Telegitar sagt auch, Henning ist auf einem guten Weg. Jetzt in neuer Position braucht seine Zeit. Ja. Ich gönne es ihm einfach so sehr. Kämpfen tut er, da kannst du nichts sagen. Kämpferisch ist, er lässt sein Herz auf dem Platz. Das will doch der Trainer sehen. Der Trainer wird den ausspielen, er lässt sein Herz auf dem Platz. Und viele haben zu mir gesagt, Franco, das waren zwei, drei bessere Phasen, was er hatte, als die Spieler davor. Der war wirklich okay, war okay. Viele sagen, der war okay. Hier, der dritte Halbzeit sagt, Uwe Draogo fährt zur WM, weil er nicht fit für Freitag wäre. Eine strukturelle Verletzung aber ausgeschlossen wurde. Also haben sie gesagt, okay, du kannst Freitag jetzt eh nicht spielen, dann kann er auch schon rüber mit den anderen. Ne? Okay. Aber jetzt frage ich mich, wenn er noch verletzt ist, angeschlagen ist, für was fährt er danach zur WM? Akklimatisieren. Bis Freitag ist er nicht fit, aber dann wahrscheinlich könnte er schon vorher, das ist ja auch wieder eine Luftveränderung, eine Klimaveränderung, und dann kann er schon mal vom Nationaltrainern her, kann er schon mal in diese okay. Und die Zeitumstellung ist Wahnsinn. Also man glaubt das nicht, wer das noch nicht gemacht hat, auch mal hier in die USA fliegen. Wenn ich nach Deutschland komme, die ersten drei Tage bin ich platt. Weil ich jetzt einfach nie gebacken kriege, vernünftig meinen Schlafrhythmus so einzustellen, dass das. Und das ist schon heftig, wenn man mit der Zeitumstellung zu kämpfen hat. Das ist echt scheiße. Okay. Das macht schon Sinn. Lotzen. Wie hat eigentlich. Ich habe ja Spielernoten gegeben, nicht ich. Ja. Mein Chat im Chat. Ich habe ja am Montag Livestream gemacht und dann der Chat Spielernoten gegeben. Schallenberg, wie war Schallenberg? Ich würde sagen, hat Schallenberg gespielt? Jetzt meiner Meinung nach oder hier von unserem Chat hier? Deiner Meinung nach. Ich würde ihm ehrlich gesagt eine 3 vielleicht ein bisschen ins Negative geben, aber vorher hätte er von mir eine 5 bekommen bei den Spielen davor und jetzt ist er bei einer schlechten 3, einfach nur, weil ich noch Raum nach oben lassen will. Auf jeden Fall, eine 3 sagt Bulli auch, ja,
eine 3. Also es war nicht mehr so, dass ich sagen kann, ich habe den Namen Schallenberg nicht einmal in dem Spiel gehört. Ja, also selbst, wie gesagt, es ist für mich immer wichtig, auch auf den Kommentator zu hören, wie oft der, denn normalerweise ist jedes zweite Wort Tempelmann und da war es eben Tempelmann auch nicht ganz so präsent, aber Schallenberg hat dann ganz schön aufgeholt. Und ich freue mich da auch. Siehst du eine steigende Form beim Schallenberg dann? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also auch wenn er mit Aktivität im Spiel. Ja, doch, auf jeden Fall. Würde ich sagen. Schallenberg war unauffällig. Wie hast du den Obi-Yang gesehen? Da kommt mir sofort das kommt mir irgendwie das Wort irrelevant in den Kopf. Warum? Vielleicht habe ich auch immer noch so den Vergleich im Kopf von der Aufstiegssaison, wo halt alles immer Ovejan, Tirode, Bülter, Ovejan, dir, da, Ovejan. Also, weiß ich nicht. Irgendwie, keine Ahnung, ist mir nicht großartig aufgefallen. Aber seine Standards waren wieder stark, oder? Kann ich mich nicht dran erinnern, großartig. Aber wie gesagt, ich chatte dann auch immer so viel. Hallo, guckst du das Spiel überhaupt? Wenig. Also ich versuche nur dann schnell hinzugucken, wenn ich was höre. Und ich achte sehr viel auf den Chat. Vielleicht muss ich das ändern. Aber das Problem ist, normal gucke ich erste Liga, habe ich das Gute. Man kann dann die Spiele danach nochmal schauen. Zweite, ich kann die Spiele nicht schauen. Also danach. Du musst langsam lernen, wenn du ein Spiel schaust, guck dir das Spiel an, guck selten auf den Chat. Ja, muss ich lernen. Ja, Papa. Weil ich merke ja immer, du wirst immer, gespoilert. Ich merke das bei dir an der Reaktion an deine Augen. Ich merke das immer an deinen Augen. Guckst du? Scheiße, du weißt, ja, mal, wie soll ich das jetzt machen? Deswegen, ich könnte keinen Livestream machen. Livestream, dabei das Spiel gucken und dann mit dem Stream reden, geht nicht. Weil ich weiß, wenn da auf einmal einer mir schon spoilert, 1-0 für Schalke, ich dann kotzen kriegen. Ja, ich hatte schon, ja, stimmt. Also hin und wieder überlege ich schon mal. Aber naja, es macht ja auch Spaß. Das und das Livestream. Ja, ich weiß, du sollst das ja auch weitermachen. Wenn ich, zum Beispiel, ich habe ja hier zwei Kneipen neben mir an, ne? Und ach, dann hörst du lieber schon brüllen. Wenn die draußen gucken, dann hörst du dich schon 10, 20 Sekunden eher jubeln und dann sage ich, irgendwas ist passiert. Und du wusstest, Tor für Schalke, weil alle jubeln. Und dann wartest du nur, boah, wann schießen die das Tor? Und dann schießen die das Tor. Aber du wusstest das schon, aber hast dir gedacht, 100% oder 100% nicht? Und dann haben wir immer Fenster zugemacht. Fenster zu, damit ich nichts höre. Also normalerweise kannst du im Pott auch nicht wohnen und nicht mitkriegen, dass Schalke ein Tor schießt. Also ich weiß noch, wenn wir als Kinder früher draußen waren, dann kann ich mich noch an das Gebrüll erinnern. Allerdings. Und oder wenn die ein Tor kassiert, hörst du dann auch, meine Güte, verdammte Scheiße, was für ein Dreck wieder. Dann weißt du, Scheiße, gleich passiert ein Tor. Ja. Haben wir jemand im Discord? Ja, der erste im Discord war dritte Halbzeit. Hier steht einer, Thomas Koch, kannst du keine Bilder... Ja, nee, warte mal, doch hier, Thomas Koch. Warte mal, der hat geschrieben... Kannst du keine Bildschirmaufnahme machen von dem Spiel? Ja, Thomas, ich möchte aber... Nein, nicht das. Warte, der hat doch gerade geschrieben wegen Discord. Hier, Thomas Koch schreibt, könnt ihr das mal mit dem Discord erklären, wie man mit euch reden kann? Unten in der Beschreibung ist ein Link zum Discord, da müsste da eigentlich nur drin sein. Aber ich warte mal, ich mache nochmal hier Invite People. Ich hau nochmal einen Link hin. Gabi. Warte mal, was ist das? Invite as Guest? Nee. Was denn gerade? Anno, was meinst du? Da draufklicken, dann kommst du rein.
Ist das Anarcho? So, hier, ist das, wer ist da, der A? Auf das blaue Ping, da kommt im Discord rein. Wieso sehe ich nur A? Iggy ist auch wieder da. Ist ein Neuer da? Neuer, den wir nicht hatten? Ah, ich kenne... Fabi, kannst du mir mal den zum grünen Stuhl bringen? Ich mache jetzt mal A erstmal. Den kenne ich nicht. Oder ist das Anarcho? Ah, keine doch. Ahnung. Anarcho von mit seiner Zucchini. Ah, jetzt sehe ich es auch. Oh, hallo. Warte, dann hole ich Anarcho und Iggy rein. Ricardo. Hi. Buongiorno. Na? Mahlzeit, Iggy. Guten Abend. Abend, Iggy. Guten Abend. Mal wieder Iggy, neu wie heißt nochmal der richtige Name nochmal? Christian, genau. Erstmal schönen guten Abend, Christian. Abend. Und hi, Ricardo. Hi. Was machst du da mit deinem Licht? Der Ricardo will seine Frisur ins richtige Licht stellen, damit man sieht, dass er auf Krawall gebürstet ist. Ja, ich gehe ja mit dem Ricardo bald auf Schalke, Andreas. Ja, war ich auch schon mal. Ich weiß, hab euch getroffen, hast du vergessen? Da sind wir alleine, er und ich, in den Ultrasblock der Kaiserslauterner gelaufen. Und beim Rausgehen wurden wir von der Polizei gebeten, doch nicht dahin zu gehen. Ja, als wir mit den Leuten da fertig waren. Dann kam die Polizei. Ricardo, wann ist nochmal das Spiel? Ist das schon terminiert? Nein, ne? Ich glaube 16.12. Kann aber nicht sein. Mein Sohn sagt, die ist noch gar nicht terminiert. Wie kommt die alle Karten, sagt er zu mir. Warte, ich guck mal eben. Iggy, wie hast du das Spiel gesehen? Am Sonntag? Nee. Samstag. Zuerst mal muss ich sagen, Andreas, ich fühle mich ein wenig irritiert, also dass du meinst, dass ich hätte keine Ahnung von Fußball. Ich gehöre nämlich zu den 16%. Oh, okay. Da habe ich ja nie gesagt. Nein, war Spaß. Da habe ich auch nie gesagt. So, fertig. Ja, ich habe es, wie gesagt, voll gesehen, komplettes Spiel. Ich bin der Meinung, es ist das ein unentschieden Spiel, das eher wieder. Das Spiel. Ja. Wir waren jetzt nicht so deutlich besser wie davor die Woche gegen Hannover. Aber am Ende hatten wir auch einfach mal Spielglück. Und selbst wenn Ovejan, wie du schon gesagt hast, relativ unbedeutend in Anführungszeichen fürs Spiel war, am Ende hat er der 2-1 aufgelegt. Ne? Also von daher alles richtig gemacht. Ja. Ja, okay. Aber auch wenn er fürs Spiel vielleicht nicht einen großen Mehrwert bringt, seine Flanken, wenn sie kommen, sind einfach immer noch eine Waffe. Zwar nicht so wie vor 2 Jahren in der Zweitligasaison, aber die kamen jetzt deutlich besser als noch die vorigen Wochen. Ja gut, aber da muss man auch sagen, okay, dann ist der Latzer für uns, dann ist der Latzer auch eine klare Waffe. Der ist ja auch relativ unbedeutend gewesen, die Monate davor. Ja, naja, ich sage mal so, ich stelle da zumindest mal eine Frage an die Abwehr von Nürnberg, wie es sein kann, dass Danny Latzer ein Kopfballtor machen kann. Wenn ich das jetzt mal so sage. Also, wie groß ist Danny Latzer? 1,78 oder so? Oder 1,79? Ja, irgendwie so. Ich glaube 1,78. Winzig. Da stelle ich dann mal Fragen an gewisse Innenverteidiger oder zumindest der Mann, der ihm zugestellt war. Also eigentlich darf das nicht passieren. Aber mir kann es egal sein, umso besser. Aber du hast schon recht. Normalerweise, wenn ich jetzt von außen drauf blicken würde, würde ich auch sagen, das war eigentlich ein Spiel, wo man sagen könnte, ein Unentschieden wäre. Aber ich bin halt Schalke-Fan, von daher muss ich sagen, für uns klar verdient. Ich auch. Hör mal, es ist jetzt nicht so, als wenn ich mich nicht freuen würde. Ja, nur das Problem ist, du kannst genau die Frage, ob wir verdient gewonnen haben, hier in den Chat stellen. Das ist so, als wenn du eine Frage in einem Metzgerbetrieb machst, wie steht ihr zu veganem Leben oder irgendwie sowas. Da kommt das Gleiche mal raus. Ja, ist richtig. Ich vertraue meinen Schalke-Fans, dass sie ehrliche Meinung sagen. Ja, wir sind alle mega objektiv. Das ist gerade Schalke-Fans, sind sehr, sehr... haben immer Abstand vom Verein und gucken da ganz, ganz genau drauf, damit bloß nichts Falsches erzählt wird. Mit der Objektivität sehe ich auch, dass wir ab jetzt jedes Spiel gewinnen. Ja, ganz klar. Ich sag mal so, das Spiel gewonnen zu haben, wie gesagt, Spielglück am Ende mal auf unserer Seite, ist auch mal schön. Ja. Und ganz wichtige 2 zusätzliche Punkte noch dazu.
Und ich habe letzte Woche schon gesagt, ich erwarte eigentlich ein Unentschieden auswärts und zu Hause muss seine Spiele gewinnen. Deswegen bin ich jetzt, was das angeht, auch mal sehr optimistisch, obwohl Elversberg, glaube ich, eine harte Nuss sein wird. Aber zu Hause werden wir das, denke ich mal, 2-1 wuppen. Obwohl ich schöner finden würde, glaube ich, ein 1-0. Wir wären mal schön, wenn wir mal kein Tor kriegen würden. Oh, meine Nerven. Können wir nicht wenigstens 2-0? Das sind wenigstens irgendwie... 1-0. Ja, ein 2-0 wäre natürlich noch schöner. Es wird die Nerven mal ein bisschen beruhigen. Aber in dieser Saison wird das, glaube ich, schwierig. Der Latzer macht einfach 3 Buden. So. Genau, die Tormaschine. Kopfballmonster, Kopfballgott. Da kannst du ja mal einen Zehner drauf wetten. Dann bist du ein reicher Mann. Haben wir den Latzer hier nicht kritisiert ohne Ende, Ricardo? Ja. Chris? Ja. Und dann jubelt, ne? Oder? Ich meine, dafür, dass der als Kapitän von Mainz zu uns kam, ja. Ich meine, der ist halt immer verletzt. Ne, das kann einem auch richtig leid tun. So, aber ja, im Prinzip war der ja nur verletzt. Also mich freut's für ihn auf jeden Fall. Aber ich habe mehr erwartet, auch wenn er halt verletzt war und da nichts für kann, dass da nicht so viel kommt. War das nicht bei Latzer, dass er beim ersten Spiel für Schalke direkt verletzt war? Der hat 15 Minuten gespielt oder so? Der wurde doch richtig kaputt getreten, glaube ich, gegen Hamburg damals. War das nicht so? Im ersten Spiel, ja. Und dann, richtig. In der ersten Liga war er auch platt und jetzt war der nicht jetzt auch schon wieder verletzt? Also ist er eigentlich, ich weiß nicht, der ist ein... Ja, der war andauernd. Andauernd hat er was gehabt. Der Greimel auch, ne? Es tut mir einfach so leid für den Jungen. Das ist auch scheiße, also, ja. Naja. Wer mehr Kaminski? Wie seht ihr den Aufschwung mit Karel? Boah, mir gefällt. Der ist definitiv da. Also wir sind viel stabiler irgendwie, ja. Also, ne, machen vielleicht, willst du mehr Tore machen, keine Ahnung. Da gibt es ja auch so Statistiken, aber... Werden wir, glaube ich. Denn das ist auch wichtig mit dem Gerät. Macht das genau wichtig. Ich kam hier, deswegen guckte ich gerade aufs Telefon. Vom Buzz 04 kam das, dass man mal geguckt hat, dass also Polter zum Beispiel angefangen hat als Nummer 2 hinter Terodde dann so langsam verschwindet, Polter langsam verschwindet und die Nummer 1 und 2 Karaman und Lassem sind mittlerweile unter der Gerät. Und ich würde mal so sagen, ganz vorsichtig, er beweist Eier. Der macht also die Änderungen, die wir eigentlich auch immer wollten, wo wir gesagt haben, da muss was geändert werden. So ein Seguin ist nicht automatisch aufgestellt, also weg. Und dann so ein Merkin auch mal eine neue Position in der Innenverteidigung zu geben, ist jetzt eine Sache, die vielleicht unter Reiß, das weiß ich nicht, aber so nicht passiert werden. Und ich denke mal, vielleicht ist der Karel einfach ein bisschen... experimentierfreudiger und wenn wir jetzt auch noch nicht so die Tore schießen, glaube ich, es ist schlau, wenn man weiß, man hat so eine, naja, Sturm da vorne, ist es schlau, wenn man sagt, irgendwann müssen wir anfangen umzustellen und ob das jetzt unangenehm wird oder nicht, absteigen glaube ich nicht werden, wenn nicht, ja, also, aber wir müssen es halt irgendwann machen und deswegen, ja, also ich sehe eine klare Verbesserung. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, wir haben vorher halt auch nicht wenig Tore gemacht. Da lag es halt eher an der Verteidigung. Also klar hatten wir eine Phase, wo gar nichts fiel, aber jetzt so komplett gar keine Tore geschossen haben wir ja nie. Also jetzt in der zweiten Liga. Und lassen wir im Sturm stellen, finde ich voll gut, weil der ist halt irgendwie riesig und ja, kann rennen. Und ja, aber der kann... Der kann rennen und hemmen. Ja, der muss halt mal üben, der muss halt mal trainieren. Ey. Der muss mal wirklich jeden Tag mal eine Stunde nochmal drauflegen, diese Ballannahme, Mitnahme und dieses Mal einen Spieler vorbeigeben. Habt ihr mal den Übersteiger gesehen in St. Pauli? Da hat er einen Übersteiger gemacht. Ich habe gedacht, der bricht sich. Ja. Mein Sohn sagt, das war alles, aber kein Übersteiger. Da habe ich gedacht, was macht der da? Was war das? Das ist der neue Übersteiger. Übersteiger lassen wir. Nein, er muss aber wirklich
Ich muss wirklich sagen, wenn ich weiß als Spieler, welche Defizite ich habe, muss ich das auch meine Schicht dranlegen. Das heißt, wenn Training zu Ende ist, lege ich meine Schicht dran. Mach mal eine Stunde noch. Oder komm eine Stunde her und trainiere dann. Und trainiere immer, egal wie oft ich das wiederhole. Irgendwann wird sich dann auf dem Platz dann zeigen. Aber Ballannahme, Mitnahme, Katastrophe. Als Profi finde ich das wirklich, wirklich traurig, dass man das nicht beherzt. Noch nicht beherzt mit 24. Ist schon seltsam. Also ist seltsam. Eigentlich würde man denken, wirklich, in dem Alter müsstest du das eigentlich zumindest mal drauf haben. Ne? Aber ja, gut. Die spielen ja nicht gerade neu Fußball. Der hat ja nicht das Fußballspiel gerade erlernt. Der spielt ja von klein auf. Der war ja bei Bielefeld und so. Dann erwarte das von einem Fußballprofi. Ballannahme, Mitnahme, der erste Kontakt, bumm, abgeht. Aber ja. So schlecht meine Ballannahme, Mitnahme, boah. Das muss ja nicht immer funktionieren, aber das ist echt selten, dass überhaupt was funktioniert in dem diesbezüglich. Wenn der jetzt nicht geschickt wird und nur rennen muss, na, da weißt du eigentlich schon, kannst du eigentlich dem Gegner den Ball geben. Du siehst seine Wege, pass auf, wenn du siehst seine Torschance, wenn du jetzt siehst, diese eine Torschance gegen Nürnberg, ich weiß nicht, was er da versucht hat, ich frage mich dann, Junge, für was hast du einen linken Bein? Da geht er über außen, bei den Highlights habe ich gesagt, geht er über außen, dann wollte er mit rechts, was weiß ich, was der da versucht hat, ein Chip, was hat er versucht? Habe ich gesagt, Junge, Alter, da musst du mit links den Ball reinbringen. Was willst du da machen? Du kannst nur niemanden eine Ballannahme mitnehmen und dann willst du zaubern wie Ronaldo oder wie Messi? Ey, bitte. Deswegen sage ich ja, er ist schnell. Er ist wirklich schnell. Aber der ist 1,95 Meter und ist kopfballschwach. Das frage ich mich auch. Was ist jetzt bei so einem Spieler, wenn die dann sagen, wir wollen zweiten Boniface machen? Ey Junge, bitte redet nicht so. Habt ihr das mitgekriegt, wenn die sagen, die wollen einen zweiten Boniface aus dem machen? Boniface, ja. Ja. Der von Leverkusen, den Stürmer. Genau. Wollen sie gerne machen. Aber. Ja, ich würde mich freuen, aber das ist schwierig. Dafür kann er hacken, jetzt nach dritter Halbzeit. Telegitar fragt hier, Andi, was meinst du, wer sich 100 Abos leisten kann? Weiß ich nicht. Reis war ja auch nie bei uns im Chat, aber Karel war bei uns im Chat. Der versteht doch kein Wort. Obwohl doch, der versteht doch. Ja, verstehen tut er. Ja. Klar. Ja, der hat auf uns gehört, weil wir gesagt haben, Baumgart gehört nicht in die Startelf. Seguin gehört nicht in die Startelf. Ja, finde ich auch. Um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Verstehen tut er auf jeden Fall. Denn was ich glaube ist, er hat aus seinem ersten Spiel gegen Karlsruhe hat er gelernt. Das Erste, was er wohl gemacht hat, ist, schön spielen können wir irgendwann anders mal. Das Erste, was gemacht werden muss, ist, muss Stabilität hinten reinkommen. Ja. Und das Karlsruhe-Spiel hat ihm höchstwahrscheinlich die Augen geöffnet. Und daher habe ich letzte Woche schon gesagt, ich weiß nicht warum, aber ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl irgendwie bei dem. Ja. Er hat die Fehler erkannt. Definitiv. Was der Vorgänger nicht gesehen hat. Das stimmt schon, aber da müssen wir trotzdem abwarten. Klar, er hat richtig viel erkannt, aber da muss ja noch mehr passieren jetzt. Also, ja, natürlich. Aber auch nicht zu hoch loben, nicht wieder, wir haben unseren Trainer für die nächsten 10 Jahre, das ist mir schon klar. Weil, aber es war schon wichtig. Also, ja, das war schon wichtig zu sehen, dass das zumindest erkannt worden ist und dass sichtlich auch was getan worden ist. Also. Was mich nur ein bisschen nervt, ist, wir konnten es immer so schön auf die Mannschaft schieben und uns darüber aufregen, dass Trainer entlassen wurden. Jetzt sieht es aber so aus im Augenblick, dass durch diese Trainerentlassung und dann durch die Einstellung oder Installation von der Gerät, dass da doch auch mit der vorhandenen Mannschaft Dinge passieren können. Ein Jahr. Müssen wir mal gucken, ob er ein Jahr schafft. Pass auf. Aber guck mal. Wenn du liest, die geben den Karel alle Freiheit. Das heißt, er darf entscheiden, welche Spiele er holen will. Er darf das entscheiden. Er darf machen, was er tun möchte. Durfte das der
Herr Reis auch? Nein, durfte er nicht. Da wurde es anders angegeben. So, aber bei dem Karell, entweder Karell hat gesagt, pass mal auf, wenn wir hier den Braten hier umkippen wollen, ne, dann müsst ihr mir vertrauen, da muss ich das so machen, wie ich es sage, nicht wie ihr es euch vorstellt, wie ich es mache. Sonst brauchen wir hier gar nicht weitermachen, dann gehen wir in die dritte Liga. Vielleicht kann sein, dass der Karell auch mit den Hauptverantwortlichen Klartext geredet hat, was vielleicht beim Herr Reis nicht so ankam, weil die gut befreundet waren. Vielleicht waren die auf der Toilette zu oft, keine Ahnung. Kann möglich sein, dass die zu gut befreundet waren. Die waren ja befreundet, so wie ich verstanden habe. Und Karell ist kein, die sind ja nicht befreundet. Vielleicht Klartext geredet, pass auf, wir müssen ändern, das, sonst geben wir hier klar Schiff und fertig. Wir können spekulieren, wie wir wollen. Er hat eins gemacht, er hat zwei Spieler nicht spielen lassen und dann läuft das besser, komischerweise. Könnte auch sein, dass er sich vielleicht nicht reinquatschen lässt von zwei anderen, die da auf der Bank sitzen. Die da irgendwie immer auf der Bank sitzen. Nein. Ja, ich weiß nicht, ob der Reis. Die waren auch nicht auf der Bank, Andreas. Die waren bei Reis doch auch nicht auf der Bank. Ja, weiß ich nicht. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass dem Reis halt ziemlich viel dann. Ja, wie sag ich das? Nicht jetzt reingeredet wurde, aber. Weiß ich nicht, die Spielertypen für Reisfußball, das ist ja ein ganz anderer Fußball, den Reis spielen wollte, als den jetzt der Karel spielt. Der Karel. Und so anscheinend hat das Management Spieler für Karel Fußball geholt, obwohl wir noch den Reis hatten. So, das ist ja für einen Reis auch scheiße. Und dann wird gesagt, mach mal Reis, mach mal. Wir hatten das auch so oft, dass er halt nicht seine Spieler bekommen hat, in Anführungszeichen. Weil ja, aber dann musst du doch als Trainer System auch anders spielen. Wenn du siehst, du hast dich fehlt, du kannst auch mal als Trainer mal ein anderes System nehmen, wenn du siehst, es deutlich. Guck mal, Murkin wurde ja nicht als Innenverteidiger in eine Dreierkette geholt. Er wurde ja als Linksaußenspieler da mit Schwung nach vorne, mit Power und so. Und jetzt spielt er mit den beiden Innenverteidigern die Dreierkette. Ist ja und der macht das super. Ja. Und der beste Verteidiger. Aber der hat wohl schon in der Jugend gespielt, oder? War da nicht was? Ich weiß ja nicht. Aber da sehe ich doch, dass der Karel das ja im Training auch was sieht. Sieht, wie er die Zweikämpfe annimmt. So, ich brauche Stabilität. Ich sehe, dass meine Abwehr langsam ist. Ich brauche einen, der auf jeden Fall schnell ist und den Fehler von den anderen auch ausbügeln kann. Nur der Karel hat noch nicht verstanden, dass der Kaminski da auch noch mal weg muss. Ja, mit wem ersetzen, ne? Cissé? Warum nicht Cissé links und wie gegen Dings? Wie gegen St. Pauli? Das war ja gar nicht so schlecht. Cissé war rechts, Kalasch war in der Mitte und links war Murkin. Und Cissé ist ja nicht langsam, der ist ja auch schnell. Und das war sein erstes Spiel, hat nicht so viele Fehler gemacht wie gegen Hamburg, habe ich gehört. Ich habe ja nur die erste Halbzeit ja auch nicht sehen können. In der zweiten Halbzeit war der gar nicht mal so schlecht, aber da musste er runter, weil er konditionell am Ende war oder Kämpfe gekriegt hat, keine Ahnung. Soll er seine Sache ja gar nicht mal schlecht gemacht haben. Warum jetzt nicht nochmal spielen lassen? Mehr Selbstvertrauen geben, immer mehr. Das ist auch komisch, ne? Alle Spieler irgendwie keine Ausdauer für 90 Minuten über so unterreichen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das war ja in der ersten nicht. Da haben wir ja manchmal 97 Minuten einfach gekämpft und erst ganz spät noch den Sieg geholt. Also was ist da los? Aber dass du auch andere Charaktere, andere Spieler gehabt. Ja, okay. Die Qualität der Spieler war um einiges. Ja, klar. Und jetzt verstehe ich auch nicht. Du hast recht, guck mal, Cissé Kämpfe gekriegt. Wer musste noch raus? Der Mohr, irgendwas mit Wade auch, Krämpfe, der hat Krämpfe. Jeder Spieler hat irgendwas. Haben die falsch trainiert? Keine Ahnung. Kann ich dir auch nicht sagen. Also irgendwas lief falsch. Das wird uns nur Herr Reis sagen können. Glaube ich auch nicht. Der war nie dafür bekannt, dass der irgendwie jetzt seine Spieler nicht fit waren. Selbst im. Also wüsste ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja gut, aber das Gespräch hatten wir letzte Woche auch schon. Da kam das auch hoch und da hatte ich, und ich wiederhole mich jetzt nochmal, die Aussage, den Spielern quasi zu sagen, auch wir können auch um 10 Uhr anfangen zu trainieren,
das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, was läuft da im Training ab? Also weiß ich nicht. Mich auch, oder hat mich gestört, ja. Also mich auch extrem. Wenn ich Fußballspieler bin und einen Trainer habe, Francesco, du bist ja selber Trainer. Die Jungs von dir, den bietest du doch nicht an, wann trainiert wird. Training ist dann, wann du das sagst, oder? Normal. Ja. Das ist und wir reden ja hier auf Amateurbasis, ne? Du, dein Chef sagt dir auch nicht, ey, weißt du was, hast du Lust, um 10 zu kommen, kannst du wenigstens aussparen. Naja, ich hab Gleitzeit. Sagen wir mal so. Ja, ich wollte gerade sagen, oh, Gleitzeit. Okay, Gleitzeit ist ja was anderes. Aber nein, wie du gesagt hast, wenn ich Trainer bin und ich sag, da ist Training, da sein, müsst ihr da sein. Wenn einer jetzt nicht kann, ist ja klar. Aber als Profi sage ich als Trainer nicht, habt ihr Lust, um die Uhrzeit zu spielen oder sogar ein bisschen später spielen? Oder zum Beispiel, ich sag ja, wie die Busfahrt nach Ulm, wo ich das gelesen habe, wie ich dachte, nein, das ist nur Fake. Aber das stimmte ja wirklich. Mit der Busfahrt, 6 Stunden, 5 Stunden Fahrt, das war anstrengend und etc. Ich sag ja, das kommt ja alles auf einmal. Und dann siehst du doch, in der Mannschaft stimmt doch was nicht. Und jetzt kam Karel und der hat ein. Ich hoffe es. Ich will das jetzt nur nicht hochheben. Ich hoffe es, dass er da wirklich was gemacht hat, wo ich dann in der Winterpause sehe, dass der wegkommt, genau die Spieler, die ich mir denke, die müssen weg. Ich hoffe es, oder nicht, Chris? Ja, also ich sag mal so, Seguin ist ja vorhin schon mal als Name gefallen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir einen Abnehmer im Winter von ihm finden werden. Zwangsläufig muss den Vertrag auflösen. Dass er bis jetzt, der wird nicht 5 Wochen lang Magen-Darm haben. Genau so ist es. Corona geht auch gerade um, wir wissen es nicht. Weiß ich nicht, aber komisch, er ist raus und auf einmal läuft es halbwegs. Auch mit Bauchbeutel, ne? Also mich würd's nicht wundern. Ja gut, Baumgartel, also da hat mich dann schon gewundert, warum er ihn eingewechselt hat. Vielleicht sieht er dann doch noch ein bisschen was in ihm. Müssen wir mal abwarten. Aber bei Seguin glaube ich, dass, weiß ich nicht, also entweder lässt ihn auf der Tribüne. Ich glaube nicht, dass er noch ein paar Minuten für uns spielen wird. Vielleicht kann er noch Würstchen verkaufen. Ich habe das Gefühl, dass da nichts mehr kommen wird. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass er auch nicht mehr spielen wird. Ich möchte den nicht gerne wieder im blauen Trikot sehen. Dann soll er für die U23 spielen. Da kann er erstmal Spielpraxis sammeln, wie andere Spieler das auch machen. Das ist quasi unser neuer Albert Streit so ein bisschen, ne? Telegitar sagt aber das sehr schön. War doch gut von Reis auf Karel Toffeln umzustellen. Oho, oho. Das ist doch mal Bildzeitung. Nee, das ist besser als Bildzeitung. Ich wollte gerade sagen, das schafft selbst die Bildzeitung nicht. Nee, sehr schön, Telegitar, sehr schön. Wer möchte raus, um die dritte Halbzeit reinzukommen? Ich kann nicht mehr sitzen, mein Rücken, die Bandscheibe. Ich gehe auch raus. Letzte Woche haben wir auch schon viel zu lange Zeit gemacht, da hatten die anderen nichts mehr. Ich gehe auch raus. Okay, danke Chris und Ricardo. Wir telefonieren noch wegen dem Spiel noch. Ich freue mich schon, das ist ein letztes Heimspiel, ne? So. Dann hatten wir ihn und den Hannibal. Hannibal? Der ist zum ersten Mal drin? Ja, der frisst Mensch. Nee, ist das Hannibal? Ja, ne, Hannibal. Beide Keiler Detonat. Guten Abend. Hi, Stefan. Grüß dich. Grüß dich, Stefan. Und Hannibal? Moin, moin. Moin, Hannibal. Dein Name? Einmal? Ja, Lars. Lars, hi Lars! Glück auf! Moin. Ja, Glück auf, auch zurück. Du bist zum ersten Mal bei uns, richtig? Ja, ich habe jetzt 2-3 Mal so nebenbei mal zugehört und jetzt das erste Mal im Discord mit drin. Schön, freut mich. Endlich mal eine andere Stimme. Stefan, nichts gegen dich, um Gottes Willen, ne? Ach, kein Problem. Dann lassen wir mal den Lars, den Vortritt. Lars, wie fandest du, hast du das Spiel gesehen? Ja, ne? Ja, ich hab's gesehen am Fernseher. Wie fandest du das Spiel? Im Vergleich zu Pauli-Spiel auf jeden Fall eine Steigerung. Ich fand das Pauli-Spiel, ich war im Stadion gegen Pauli,
also vor Ort das zu gucken, das war schon sehr anstrengend. Also nicht umsonst sagte die Statistik, glaube ich, in den ersten 6 Minuten kein einziger Ballkontakt von uns. 100% da. Ja, und im Stadion fühlte sich das an wie eine Ewigkeit. Also grausam. Ich muss dazu sagen, ich war im Heimblock bei den Pauli-Fans mit einem Kumpel zusammen, musste ein bisschen undercover bleiben. Ja, also es war schon amüsant, was die Fans da um uns herum so über unseren Verein erzählt haben. Die Frage jetzt an dich, wo Schalke das 1 zugemacht hat, hast du gejubelt? Innerlich. Also es gab ja die Vorgabe, sobald man sich irgendwie outet, fliegt man raus aus dem Stadion. Das gab es ja ganz klar, die Vorgabe. Deswegen innerlich, aber je länger das Spiel dauerte und je länger wir geführt haben, desto schöner war die Laune bei mir. Und ich glaube, das haben die um mich herum auch mitbekommen. Habt ihr, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal störe, habt ihr mal was gemerkt? Ist das euch mal aufgefallen? Ist das jetzt immer, wenn Schalke irgendwo auswärts fährt, dass wenn einer von den Schalke-Fans in einer falschen Kurve ist, wird der rausgeschmissen und bei uns in der Arena machen wir das nicht? Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, aber das hatte in dem Fall ja andere Gründe. Ne? Das lag ja am Ligaspiel zuvor, auch in Hamburg, wo unsere Fans ja über den Zaun rüber sind und da quasi so ein bisschen Randale gemacht haben. Aber das nur war deswegen hat Pauli auch so. Das weiß ich nicht. Das war in Bochum, wisst ihr doch, in Bochum, wo wir in Bochum gespielt haben, war ja auch so, man sollte nicht mit Schalke-Kleidung irgendwo im anderen Fanblock sein, sonst wird man rausgeschmissen. Warum ist das immer bei uns nur? Sind wir so schlimm? Vielleicht können sich einige bei uns einfach nicht benehmen, ne? Ja, das kann auch sein. So, Stefan, wie hast du das Spiel gesehen? Die erste Halbzeit fand ich tatsächlich sogar die beste Halbzeit, die wir diese Saison gespielt haben. Da haben wir fast gar nichts zugelassen. Zweite Halbzeit wurde es ein bisschen problematischer. Da wurde Nürnberg offensiver, haben ja auch zweimal gewechselt. Wir wurden durch die Auswechslung eigentlich auch offensiver und haben uns ja dann sofort das Gegentor gefangen, wodurch wir ein bisschen verunsichert waren, was uns ein bisschen aus dem Spiel genommen hat. Aber sonst die erste Halbzeit fand ich vom Spiel her eigentlich super, also von dem, was wir bis jetzt können. Also wir sind jetzt technisch nicht die beste Mannschaft und können keinen Zauberfußball spielen. Wir kommen immer noch hauptsächlich über den Kampf und nicht über das Spielerische. Von daher, aber so von dem, was ich gesehen habe, fand ich es wirklich die beste Halbzeit, die wir diese Saison hatten. Bis auf 10 Minuten oder Viertelstunde. So. Ja, nach der Pause. Nee, ich fand davor schon, in der ersten Halbzeit hatten wir auch so eine Viertelstunde, wo es ein bisschen... Es bahnte sich an, so zum Ende der zweiten ersten Halbzeit hatte man schon das Gefühl, bald klingelt's. Ja, ich sehe gerade hier, Profilbild NWO, bist du beim Drachengame dabei? Nee. Also, okay. Aber jetzt Aber jetzt mal ehrlich, ne? Wo Nürnberg den Ausgleich gemacht hat und wer trifft... Das habe ich doch schon in der ersten Halbzeit bei dem Schalke reingeschrieben. Sobald da ein Ex-Schalke am Kader ist, wissen wir doch, der trifft. Ja, genau. Aber ist das normal? Das ist, glaube ich, so ein Fluch bei uns, oder? Ja, Fluch, Tradition. Ich glaube, das ist ganz normal im Fußball. Ich glaube, die Intention des Spielers, der vorher bei uns war, da ist einfach die Intention höher zu zeigen, hier, wisst ihr noch, ihr habt mich weggegeben. Ja, und Tempelmann hätte ja fast für uns das Tor geschossen, wenn der nicht an Pfosten gegangen wäre. Tempelmann war ja auch vorher Nürnberger. Genau. Ja, aber jedes Mal, egal gegen welchen Mannschaft wir spielen, da hörst du nur Ex-Schalker. Irgendwie komisch, das fühlt sich immer an, jede Woche ein Ex-Schalker trifft gegen uns. Immer gegen uns. Bei anderen Mannschaften spielen auch Ex-Spieler mit, aber da treffen die nicht. Aber warum bei uns? Immer wir. Spielt jetzt auch in Ebelsberg ein Ex-Schalker, dass wir schon mal wissen? Gleich schon mal. Weil gleich schon 200 mal. Der Busfahrer oder so. Dann gehe ich direkt 200 Euro wetten. Gehe ich direkt Tipico spielen, 200 Euro auf diesen Spieler, dass er gegen uns trifft. Da mache ich Kohle. Guck mir erst mal, ob du Fernsehen guckst am Freitag. Dann gehe ich wetten, ob Schalke gewinnt oder verliert. Ich gucke auf jeden Fall. Denkst du, ich gucke nicht? Diesmal bin ich am Start. Okay, dann weiß ich ja, was ich zu tippen habe. Mach keinen Quatsch, ich fahre 400 Kilometer am Freitag dahin.
Mach keinen Quatsch. Wo wohnst du? Ich wohne in Hamburg. In Hamburg? Oh, da freut sich der Andreas. Hamburg ist eine Stadt, da die liebe ich ja. Ich kenne jetzt nicht Hamburg so. Ich mag diesen hamburgerischen und diesen norddeutschen Lebensstil sehr gerne. Und den Dialekt und ja, irgendwie finde ich das schön. Tor zur Welt, so finde ich geil. Lars, da geboren? Ja, ich bin da geboren. Aber das musst du jetzt mir erklären. Da geboren und Schalke-Fan geworden. Eigentlich wird man entweder Hamburg-Fan oder St. Pauli-Fan, oder nicht? Ja, ich gucke einfach lieber Fußball. Ne? Das ist halt. Nein, Spaß beiseite. Erklär mal. Erzähl uns die Story. Wie würde ich jetzt hören? Ja, ich habe als Kind mal ein Fußballspiel gesehen mit meinem Vater zusammen. Und Blau war schon immer meine Lieblingsfarbe. Und zufällig hat er Schalke gespielt. Und zack, war man schockverliebt. Damals ging das noch. Ja, geil. Wie alt warst du? Glück gehabt, dass du ein Schalke-Spiel gesehen hast und kein HSV-Spiel. Ja, genau. Mein Vater ärgert sich bis heute. Der ist richtiger Hamburger-Fan, ne? Ja, genau, der ist HSV-Fan. Jetzt die Frage, wart ihr zusammen das Spiel gucken, Hamburg-Schalke? Nee. Ich war Wie? Mit meinem besten Kumpel, der ist auch HSV-Fan, mit dem fahre ich immer. Sobald da eine Begegnung ist, entweder fahren wir nach Gelsenkirchen oder wir gucken hier in Hamburg. Ja, dein erstes Saisonspiel war doch 5-3. Warst du nicht im Stadion noch, ne? Doch, ich war im Stadion. Das war das Hammer, war, oder? Das Spiel. Es war verrückt. Es war einfach nur verrückt. Für einen neutralen Zuschauer war das ein super Spiel, oder? Ja, das denke ich auch. Nur für uns nicht. Ja, genau. Scheiße. Ja, wir saßen ja noch nicht. Seitdem ist Brau tot um verbrannte Erde. Ja. 4 Stunden saßt ihr auf dem Parkplatz? Ja, so gefühlt, ne? Ich glaube 2,5 oder so, bis sie uns da endlich mal vom Parkplatz runtergeschält haben. Ach so, kurz, ja, okay. Das, aber Wetter war ja noch gut, kurz zu trinken. Ein Bierchen nach dem anderen, Fuß auf. Ich hab mit meinem Kollegen hier, mit meinem Fratello Andreas zusammengeguckt. Ich bin nach dem Spiel direkt abgehauen, weil ich war auf 180. Das glaube ich, ja. Das haben wir gemerkt. Ja. Ja, wir waren ja alle im Raus zu tun da, ne? Bei Carsten. Ja, der hat mir extra noch, ja. Ist noch Kaffee gemacht. Da muss ich ja meiner Lieblings am Wasserhäuschen muss sie noch Milch holen. Was sagt ihr beiden zu Udaogo, dass er jetzt doch morgen schon nach Indonesien fliegt? Eigentlich war. Ich habe das, pass auf, ich frage euch mal, euch, weil ich habe das, ich verstehe das gerade noch immer nicht, wie das da, ich lese viel, aber verstehe manchmal, denke ich mir, Alter, ich bin noch in der Sonderschule. Das hieß, er sollte erst Freitag bei uns spielen, hieß das erst, wenn er fit ist, richtig? Ja. Und dann sollte er ja nach Indonesien. Dann habe ich aber gelesen auch, wenn er da ist, spielt er die ersten 3 Spiele. Und dann kommt er wieder zurück, wenn wir ihn brauchen. Ja, das so ist aber auch teilweise schon wieder negiert worden, dass gesagt worden ist, dass er eventuell doch da oben bleibt. Also man hört und liest von jeder Seite wieder was anders. Ja. Hättet ihr den abgegeben? Ich sehe es einmal von Vereinsseite, ich sehe es aber auch von seiner Seite aus, als Spielerseite. Das ist halt, ja. Eine Gelegenheit, die man einmal im Leben kriegt, an so einer U17-WM. Ich war damals auch, als Rafinha zu den Olympischen Spielen gegangen sind, habe ich eigentlich auch auf Rafinhas Seite gestanden, als er da nicht nach Schalke gegangen ist, sondern lieber da bei den Olympischen Spielen dabei war, weil das ist auch so ein Ereignis, das kannst du eigentlich den Spieler nicht wegnehmen. Das ist so eine Erfahrung, die machst du, wo du nur einmal im Leben dazu kommen kannst. Ja, das sehe ich so ähnlich. Also es ging ja darum, Werte zu steigern im Verein. Und dann musst du den Jungen einfach dahin lassen. Ne? Du hängst einfach, wenn er das gut macht, da ein größeres Preisschild dran. So ärgerlich das auch ist, ne? Weil er einfach gut ist. Aber wir reden davon, Werte zu steigern und dann, das geht halt nur so. Meine Sorge ist, er kommt verletzt wieder. Ja gut, das kann ja auch passieren, dass er zu Hause aus dem Haus geht, umknickt und sich da verletzt. Also die Gefahr ist überall gegeben. Natürlich musst du damit rechnen. Aber da ist die Gefahr, das Problem, Stefan, ja. Er fährt mit einer Verletzung hin.
Er fährt ja angeblich soll er nichts haben. Die haben ja gesagt, die haben ja geguckt, MRT, da ist nichts. So, ich gehe mal davon aus, wenn er da hingeht, ich weiß nicht, was der hatte, dass diese Verletzung noch nicht richtig auskuriert ist. Ich hoffe, da im DFB-Team, die Ärzte machen das Vernünftige. Ich hoffe, der bleibt verletzungsfrei. Das ist wichtig. So, Winterpause kann ich euch jetzt schon sagen, wird er nicht wechseln, weil er hatte irgendwo mal ein Interview gesagt, nein, ich wechsle auf jeden Fall nicht in die Winterpause. Ich denke mal, der Verein war klug genug, ihm die Dings die Möglichkeit gegeben haben, hier die WM zu spielen, wo ich gar nicht weiß, ob er überhaupt Stammkraft ist, weil er war ja bei der Europameisterschaft ja kein Stammspieler. Ich habe mich mal ein bisschen informiert, mal ein bisschen geschaut, der war ja gar kein Stammspieler, der war Ersatzspieler. Und ich weiß ja nicht, ob er dann Stammkraft ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Kann nicht nur irgendwo was, das er einfach schlau sein sollte? Bedient werden sollte? Oder habe ich da was Falsches gelesen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Dann ist ja die Mannschaft, die Europameister geworden ist, richtig? Ja. Die fährt ja zur WM. Ja, ob das jetzt 100% die gleichen Spieler sind, weiß ich nicht. Ist ja wieder eine neue... Aber wichtig ist, der Verein hat richtig entschieden, weil der Spieler wollte dahin. Ein Wunsch, der Carell hat ja auch gesagt, wir haben ihm diesen Wunsch erlaubt. Ne? Dann kommt er wieder zurück, vielleicht mehr motiviert. Wichtig ist verletzungsfrei, das ist wichtig. Aber er wird dann in der Winterpause höchstens nur noch ein Spiel, glaube ich, machen, oder? Wann kommt er denn wieder, wenn Deutschland weit kommen sollte? Hätte ich gesagt. Das ist das letzte Spiel. Die sind relativ zügig hintereinander, die Spiele. Ich wollte gerade sagen, das geht, glaube ich, nicht so lange. So, okay. Bis zum 18. oder so, dass das letzte 18. oder 19. letzte Spiel ist? Als erstes jetzt. Kann das sein? Ja. Das kommt nicht im Fernsehen, ne, oder? Meine 11., 15. waren die ersten Spiele, das dritte Spiel, glaube ich. Nee, oder das 18. ist das dritte Spiel? Das erste ist Sonntag. Das erste Spiel ist Sonntag. Gegen das Mexiko, weiß ich. Genau. Ja, dann glaube ich, das 15. ist, glaube ich, das zweite Spiel. 11., 15. irgendwas. Irgendwas, was hatte ich gelesen. Okay. Also, es ging auf jeden Fall in 2-3 Tagen Abständen. Es ging relativ fix. Okay, ich. Obwohl, aber mit Achtelfinale, aber, ne? Also, Achtelfinale, Viertelfinale. Ja, das geht dann bestimmt einen Monat, oder? 4 Wochen? Nee, so lange dauert das, glaube ich, gar nicht. Waren jetzt 2 oder 3 Wochen? 3 Wochen auch vielleicht. Ich glaube, irgendwas von 3 Wochen, glaube ich, gelesen zu haben. Ja, das kann hinkommen. Das war dann wäre er wann hier? Wenn die Deutschen ins Finale kommen sollten. Union hat ausgeglichen, ne, Francesco? Ich weiß, 1-1 gegen die Argentinier. Würde jetzt mal 19. ist nächste Woche, dann nach die Woche, 26. rum, Endspiel ist. Setzen. Weiter? Ich hab's mal gelesen, oder 1.12. oder so, dass er dann wieder da ist, um die Kante rum. Ich hab's gelesen gehabt, ich weiß es jetzt aber nicht mehr auswendig. Also 21.11. ist Finale. 21.11. ist Finale. Könnte lösen. Wichtig ist, er kommt verletzungsfrei und das ist meine große Sorge. Da war jetzt auch mal irgendein Video über die Jugend, hier über Top und über Udra Ogo von Schalke gepostet worden. Hast du das gesehen? Weil da sprach er eigentlich sehr vorteilhaft von Schalke. Der sieht immer nur so grumpy aus. Er, immer so, meh. Ja, gut, aber es ist ja auch immer wie das was. Oder, ich stimme mir also schon ehrlich gemeint zu sein. Ich hätte gerne, wenn der Udra Ogo hier gewesen wäre, ne? Ich hätte wirklich gerne gegen Ebelsberg gerne gesehen, vorne den Top, Kabadai und den Udra Ogo als hängende Spitze. Die drei jungen Burschen hätte ich gerne, weil die sich ja angeblich, wie die gesagt haben im Talk da, die verstehen sich ja super, auch privat, weil junge Burschen, so, ey, hätte ich gerne mal ausprobiert, die drei jungen Burschen, vorne rein, komm, ihr beide in der Sturmspitze, Kabadai und der Top und dahinter Udra Ogo. Da hätte ich mal gerne gesehen, was die da abgeliefert hätten, diese drei jungen Burschen. Die kannst du ja danach mit Erfahrung dann im Nachhinein immer ersetzen im Spiel heraus, in der zweiten Halbzeit. Aber ich hätte die gerne alle drei mal von Anfang an gesehen.
Ja, zumal Udo Auro und Top sicher kennen. Also die kennen ja auch ihre Laufwege. Das ist sicher schon interessant gewesen. Habt ihr eigentlich auch mal hier geguckt, diese Videos, diese Behind-the-Scenes-Videos von den Spielen, wie sich die Spieler hinterher freuen, weil dann war schon recht gewaltig nach den letzten Spielen, diese All-Access-Ära. Ja, bei McDonald's. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Was war da mit McDonald's? Was der Karel macht. McDonald's war dann so, im Bus haben die Spieler den Trainer gefragt, ob er was dagegen hätte, wenn wir bei McDonald's mal anhalten würden. Ja. Und der Karel hat gesagt, kein Problem, machen wir. Und danke, Sonja. Haben die bei McDonald's, fand ich klasse, der hat ja auch gedacht, ob die jetzt mit uns McDonald's, lieber mit uns, als wenn die 1 Uhr nachts irgendwo bei McDonald's gehen und sich auch den Mann voll machen. Die müssen ja auch fand leben. Fand ich gut, oder? Der gibt die lockerer. Ja. Ja, klar. Andreas, aber ich finde gut, der gibt Lockerheit. Er macht ja auch im Training, macht er ja Turniere, habt ihr das mal gelesen? Ja, und Punktesystem. Diese Turniere mit Auflistung und so alles. Ja. Ey, gar nicht mal, keine schlechte Idee. Ich glaube, ich muss das auch bei mir machen. Ey, das ist eine gute Idee, die ich übernehmen könnte, bei mir im Verein. Aber lass McDonald's weg. Oh, ein bisschen McDonald's muss schon sein. Aber der sucht immer noch die belgischen Fritten bei McDonald's. Ich werde jetzt mal austauschen. Wir haben noch zwei, die warten. Dann mal los. Alles klar. Ich danke euch auf jeden Fall. Hannibal, Lars. Danke dir, Lars, fürs erste Mal. Gerne. Stefan. Immer gerne. Ich hoffe, du verfolgst unseren Kanal weiter. Auf jeden Fall. Unser hoffentlich auch. Und dritte Halbzeit läuft nach, war schon, ne? Oder ist es bis heute wieder? Nach dem Spiel normalerweise. Nach dem Spiel. Dritte Halbzeit folgt auf YouTube. Dritte Halbzeit mit Stefan Nuckelheim. Wer ist jetzt? Der Wolf und Test. Oder Tesk. Hallo. Mahlzeit, Glück auf. Wahnsinn, bin ich dabei, Thomas? Ihr seid ja heute richtig früh dran, wa? Oder habe ich da was verpasst? Immer um 19.04 auf. Ja, du hast vieles verpasst. 19.04 jetzt? Wir haben umgestellt auf 19. Richtig, 2 Wochen. Oh. So, wer ist da? Da ist ein neues Gesicht. Na, ja. Endlich mal ein neues Gesicht. Verrückt. Ich gucke euch schon seit Jahren, oder nicht seit Jahren, aber schon ewig mit dem Kästi und jetzt. Ich hatte vorhin gefragt, wie kommt man bei euch in Discord? Ah, sehr cool. Ja, Kästi ist nächste Woche dabei. Kästi ist nächste Woche dabei. Ah, jetzt habe ich es gesagt. Nicht dein Ernst. Oh, jetzt hat er es verraten. Jetzt habe ich es verraten. Ach. Ja, jetzt hat er Assin gelohnt. Glück auf, wie heißt du eigentlich? Thomas, schön, dass du auch bei uns bist. Ist schön, neue Gesichter zu sehen oder auch neu zu hören. Endlich, das ist schön. Bist du ja, irgendwo in der Kneipe und darfst drin nicht rauchen? Immer, wie komme ich in Discord? Geil. Ja, und wer ist der andere Mann, Andreas? Das ist der Wolfgang. Das ist der Wolfgang hier, ja. Wolfgang, guten Abend, Wolfgang, sorry. War ja auch schon lange nicht mit dabei. Den Wolfgang erkennt man, ne? Genau. Jo. Erstmal lass mal bei den Gast da oben. Wie geht's dir erstmal? Erzähl mal, wie fandest du das Spiel? Hast du das Spiel gesehen, Thomas? Geht mir ganz gut. Ich gucke jetzt schon seit. Salute! 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 Der gute Rote. Alavino Ross. Guter Junge, der trinkt Wein. Ja, ne, die Spiele gucken wir jetzt schon seit 5 Jahren, gucke ich schon fast jedes Spiel. Harte Zeiten und jetzt geht's langsam wieder bergauf. Ja, die Abstiegssaison, die tut immer noch weh. Am Samstag, ja. Aber nicht so. Doch, gib Mut. Das ist ja im Moment so eigentlich das, woran wir uns aufhängen können. Endlich mal wieder ein bisschen Signale, ein bisschen Zeichen, die gesetzt werden. Tempelmann, sagt der Andreas ja auch immer. Der ist aber auch gut. Ja, einer der wenigen, die mal einen Ball annehmen können, die mal 5 Meter gehen. Ja, und auch Ideen haben. Ne? Auch so ein bisschen Ideen haben, so was man machen könnte. Ab und an verliert er ja auch den Ball. Hochmachen. Ja, gut, aber wir müssen positiv bleiben.
wir müssen alles nehmen, was wir kriegen im Moment. Ja, allerdings. Wir können ja auch froh sein, dass der Ralle wieder funktioniert. Halbwegs. Was meinst du, wer im Tor steht? Ich weiß nicht, beim Ralle musst du immer so ein bisschen aufpassen, wenn der den Ball am Fuß hat. Das ist immer noch die Angst, die ich habe bei ihm. Aber dann ist er normal, der Ralle geworden. Mit dem Ball am Fuß. Sobald wir ist besser geworden? Ja gut, wir können ja auch nicht sagen, nur weil was beim Ralle normal ist, muss es nicht das Niveau sein, das wir haben wollen. Ne? Ich sag mal, der hat ja auch gegen Nürnberg gar nicht so viel zu tun gehabt, muss ich mal so sagen. Aber und hat er dann nicht auch wieder einen Patzer drin gehabt? Ja, trotzdem hat er den Ring gehabt. Und das hätte eigentlich ein Tor sein müssen für Nürnberg. Na gut, haben wir Glück gehabt. Warum müssen? Aber ja, haben die nicht gesehen, dass der einen Patzer gemacht hat. Ja, der hat ja wieder abgespielt und der Nürnberger hat den Ball dann abgefangen und ist auf ihn zugelaufen. Und dann hat er den irgendwie noch gehalten. Das war Glück. Beim Ralle merkst du halt so, wenn der dann ohne sein Selbstvertrauen spielt, dann kommt da auch ein Ball an, der verhungert. So ein Pass, der nur 3 Meter statt 5 Meter kommt. Und die Gegner wissen das ja alle. Die wissen das. Ja. Und das weiß der Ralle. Im Hinterkopf hat er das auch. Ja. Ne, und dann hast du da immer diese Situation, das ist wieder, wie der Gerät sagt, das ist Psyche. Das ist alles Psyche. Das ist Psyche. Fußball ist einfach ein mentales Ding. Das war ja genau so bei dem Rückpass von den Kaminski. Ne? Er hat ja nur von den Kaminski, jetzt hat er auch zu kurz gespielt. Ne? Aber er konnte ja Gott sei Dank ja noch selber wieder rausretten über die Linie. Da. Aber da stand immer nur Patzer, wenn er bei uns sieht, wie wir die Tore kassieren. Meistens durch Patzer. Ja, aber das war ja auch am Anfang der Saison auch anders, weil jetzt sind es im Moment nur Patzer, wo wir in der Abwehr schwimmen und sonst stehen wir ja stabil. Ja, mittlerweile schon. Gegen Nürnberg, ja. Das sind unsere individuellen Dinger, da kriegen wir Druck. Das können wir aber abschalten hoffentlich und sonst stehen wir gut. Ja, und wenn ich so gegen Nürnberg zum Beispiel gucke in der ersten Halbzeit, ich finde, das 1-0 war viel zu wenig. Wir hätten da mindestens 2-3-0 führen müssen. Allein, ich glaube, 2 oder 3 Pfostenschüsse hatten wir ja gehabt. Ne? Direkt nach dem 1-0 hätten wir das 2-0 auf jeden Fall machen müssen. Da ist doch ein bisschen Pech dabei, da muss man ganz ehrlich sagen. Stell mal vor, Matrizani, der wäre reingegangen. Das war ein klasse Schuss. Ja, da hätten wir uns ja wahrscheinlich alle gefreut, wenn der reingegangen wäre, meine Güte. Überleg mal, wir hätten gewonnen 2-0, Matrizani 1-0 und Lazzada 2-0. Dann Das wird aber auch ein bisschen wenig gesagt, ne? Die Schusstechnik, das war kein einfacher Ball. Nee. Der hat ihn ja wirklich, ich glaube sogar mit links geschossen. Das ist Rechtsfuß, ne? Der hat den Volley genommen. Wie der aufs Tor ging, der Ball, Innenseite. Das war technisch. Das war schwierig. Das ist ein schwieriger Ball. Ja. Ne, auch im Spiel davor hat er ja eine Flanke gebracht, die auch fast reingespielt war. Klar hat er im Spiel davor auch echt wieder ein paar Situationen gehabt, die kacke waren. Aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Der hatte mal ein Interview mit einem, oder diese Spiele, die auf Schalke TV da manchmal machen, wo dann der Dominik Drexler und der Matriciani da saßen. Ja. Und dann dachte der Matriciani auch, ne, so Technik am Ball, Flanken und so, das trainiert der. Und vielleicht trägt es bald mal Früchte. Aber du hast du gesehen bei der einen Chance von den Nürnberger, ich weiß nicht mehr, das war auch in der zweiten Halbzeit, wo der, glaubt, dieser junge 17-Jährige da abgegangen ist, wo der Matriciani da hinterhergelaufen ist und der kam einfach nicht mit. Der kam einfach nicht mit. Und dann kam ja der Mörkin und der Mörkin hat ihn ja dann nochmal abgelaufen, ne? Wenn der nicht da gewesen wäre, wäre er. Kreuze machen, dass der Mörkin da spielt. Und der hat sich auch gefreut, ne? Wie der sich darüber gefreut hat, der hat das richtig gefeiert. Der ist zu langsam. Ja, deswegen hat er den Mörkin in der Abwehr getan, als Innenverteidiger, mit dabei in der Dreierkette, weil der wusste, Mörkin ist schnell. Der Karel hat sich was einfallen lassen. Das, was ich immer sage als Trainer, musst du wirklich dir immer was einfallen lassen. Mal gucken, achten im Training, könnte ich den mal da ausprobieren? Nicht, weil er jetzt linker Flügel ist. Ey, lass dich mal linker Verteidiger, lass ihn mal was anderes machen, damit ich mal schauen kann, mal variieren im Training. Kannst du ja, wenn du 11 gegen 11 spielst, kannst du ja machen.
So, aber bei Reis, ich mag den Reis sehr. Bei ihm war immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe. Der hat das System nicht geändert, immer dasselbe, dasselbe, dasselbe. Aber bei Karel merke ich, er probiert, wie er den Kabadai dann für Matriciani ausprobiert hat. Ich denke, irgendwann merkt der Karel, das geht nicht mit Kabadai rechts, weil erstens muss er den beibringen, mal den Ball abzuspielen und nicht immer dribbeln, 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 dribbeln. Alter, das geht mir langsam auf die Nerven. Das hat der Büskens ja mal gesagt. Der muss sich mal langsam lernen, mal schneller sich vom Ball zu trennen. Ja, übermotiviert. Und ich sag hier, das ist nicht übermotiviert. Das ist, er will zu viel. Er will zu viel. Ja, ich weiß nicht, wie er das zeigen will. Ich hab den auch in der U20 beobachtet, wo der mal in der Nationalmannschaft gespielt hat. Da war der genauso. Der ist einfach zu übermotiviert und er will alles alleine machen. Aber manchmal kommt er ja auch durch. Ne? Ist ja nicht so, dass dann immer alles schief geht. Und wenn er durchkommt, dann ist er doch meistens gefährlich. Ja, aber du darfst nicht zu übertreiben. Er hat danach übertrieben. Wie ich gehört habe, der hat ja übertrieben. Mhm. Gut, ne, der ist ja auch jung. Du musst die Balance finden. Ich finde, wenn der Brunner jetzt wieder zurückkommen würde irgendwann mal, ich hoffe mal, der kommt mal irgendwann zurück. Und dann der Kabadai, Brunner und Kabadai auf der rechten Seite, dann schätze ich unsere rechte Seite auch ein bisschen stärker ein, wie wir sie jetzt haben zurzeit. Würde ich auch sagen. Ja, aber ich glaube nicht, dass der Brunner in diesem System passt, weil, warum nicht? Ich sage euch mal ehrlich, ja, pass auf, er ist der rechte Verteidiger. Bruder ist jetzt nicht ein Schienenspieler, der über die rechte Seite. Hast du schon mal seine Flanken gesehen? Der kann nicht flanken. Der kann nicht ja, absolut. Aber das sind Dinge, die kann man trainieren. Aber bei einer Dreierkette. Aber der ist 28 Jahre, 29 Jahre, der Bruder. Ey, der hat so viel Zeit gehabt zu trainieren, Flanken zu trainieren. Der kann das noch immer nicht. Das muss dann der Trainer machen. Bei dafür hätten wir einen rechtshändigen Kabadai. Die Verantwortung zum Trainieren ist, mein Vater war auch lange Trainer, der hat immer gesagt, Stürmer bist du, Abwehrspieler macht man. Und das liegt am Trainer. Und der Trainer, der muss da durchgreifen. Wenn da sieht, und das habe ich ja auch gehört, so von wegen, dass da jetzt auch Spieler wieder extra Runden schieben, extra Schichten schieben. Das sind Sachen, die müssen dann halt einfach jetzt gemacht werden. Und ich hoffe, dass der Gerrard dass er diese Mentalität beibehält. Und ich habe vorhin auch mal geschrieben, von wegen, der Boss muss einfach der Coach sein. Wenn der sagt, wir trainieren um 8, dann trainieren wir um 8. Wenn der sagt, Brunner, du schießt Flanken, bis dein Bein abfällt, dann muss das gemacht werden. Punkt. Ja, auf jeden Fall. Aber pass auf, Thomas und Wolfgang, was ich meinte ist, ein Spieler weiß seine Defizite, richtig? So. Dann sage ich doch auch von mir selbst, da bin ich doch mannsgroßer, pass auf, ich will eine Extraschicht schieben. So, du kannst ja jeden Tag auf dem Platz sein. Sag Trainer, pass auf, wenn ihr trainingsfrei habt, ich lege für mich eine Trainingsschicht. Ich brauche einen Torwart, ich brauche den, einen Stürmer, ich muss Flanken üben. Kann man auch, da muss mir doch nicht der Trainer immer sagen, wenn ich doch weiß, dass ich Defizit habe in diesem Bereich, dann könnte ich doch selbst auch mal sagen, wenn wir trainingsfrei haben, ich lege 2 Stunden Schicht an, ich muss flanken, oder nicht? Das Ding ist, ich quassel ein bisschen viel, ist vielleicht der Wein, aber wir Menschen sind auch alle Gewohnheitstiere. Und wenn du nicht gefordert wirst, wirst du faul. Und wenn du da Granaten hast wie den Groß, Granaten hast wie den Kramer, beim Reis weiß ich nicht. Wir mögen den alle, aber wenn du nicht im Training gefordert wirst aktiv und du machst da deine Spielchen, die du jede Woche machst, dann wirst du einfach träge. Ich mochte den Reis, aber ich denke mal, Der wollte hinterher zu viel auf die Mannschaft hören. Ja, was spielen wir denn? Wie spielen wir? Sollen wir so spielen? Nein, das muss der Trainer entscheiden. Der Trainer muss entscheiden, so spielen wir, so möchte ich das haben und nicht anders. Nicht so, wie du das haben möchtest, sondern so, wie ich das haben möchte. Und dazu muss der Trainer auch stehen. Ja, die hatten immer mehr Macht hinterher. Die haben die Kanten nähen, keine Ahnung. Und das ist bei den Gerrits anders. Guck mal, der setzt einen Terode, einen Polter, einen Overmeyer, setzt da alle auf der Bank. Ich weiß gar nicht, was die sich gedacht haben. Das waren alles Stammspieler, so bei uns, kannst du sagen. Terode oder Polter,
entweder hat einer von den beiden gespielt, Aubameyang hat immer gespielt, auf der Bank auf einmal, ja. Und die meckern nicht, ist alles ruhig bis jetzt, ne. Und wir, ja. und wir holen jetzt auch mal ein paar Siege und das muss ja, dann muss er an ihnen dann liegen. Er hat was verändert und das ist gut. Wenn ein Spieler meckert, pass auf, der kann ja sauer sein, wenn er nicht spielt. Ist legitim, ey. Wenn ein Spieler nicht sauer ist, dass er nicht spielt, dann bist du irgendwo falsch, dann hast du die falsche Sportart. Du kannst sauer sein, okay, aber du musst für deine Mitspieler immer da sein. Und dann, wenn ich diese Chance kriege, ersetzt mich rein, muss ich brennen. Den Trainer zeigen, pass auf, das war verkehrt, mich auf die Bank zu setzen. Musst du 100% Leistung zeigen. Für die Mannschaft, für dich selbst und den Trainer es zeigen. Aber wenn du so machst, ach, heute bin ich auf der Bank, ach, egal, komme ich gleich rein, kam immer einer rein und dann, denkst du, wenn er reinkam, ey Junge, der will ein bisschen was reißen, der Trainer, neue Schwung, dann guckst du, boah, Alter, wie schlecht ist der denn? Denkst, nein, ein Spieler selbst, dieser Stolz, wo ist dieser Stolz gewesen? Guck mal einen Baumgartel an, der kommt überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Vielleicht mal die letzten 5 Minuten oder 10 Minuten. Aber ja, das war überraschend, dass er nochmal 5 Minuten reinkam gegen ja, Nürnberg. Genau. Aber vielleicht sieht der Trainer auch was noch in ihm. Vielleicht ja, hat er mit dem Seguin mehr Probleme, weil der Seguin, der weiß ich nicht, was sollte denn dieser Kommentar auch von wegen, ich wäre lieber bei Union. So einer, der soll von mir aus 5 Jahre Durchfall haben. Union hat gerade 1-1 gegen Neapel gespielt, in Neapel. Ja. Gegen die Argentinier? Jawohl, haben die wenigstens 1-1 gespielt. Ich mag die Argentinier nicht da. Nein, aber wie du gesagt hast, der Seguin, der hätte wirklich, ich weiß, wer hat den eigentlich geholt? Wer wollte diesen Spieler eigentlich haben? Jetzt mal ehrlich. Heschelmann. Der Heschelmann? Heschelmann. Mein Sohn sagt gerade, der Vater hat den nach Schalke gelotst, wenn wir nicht. Jetzt spielt Bayern gegen Galatasaray, ne? Ja, gleich, Bayern. Ich hab ja heute gesehen, am Marienplatz haben die so ein Video gezeigt. Boah, Alter, was da los war. Alles Gala-Fans. Ja, ob die alle reinkommen, das ist die zweite Frage. Bayern hat ja auch ihre Dauerkarten ausverkauft. Plötzlich oder die haben die alle verkauft, die Dauerkarten, für 800, 700 Euro ja, für das Spiel. Wir müssen haben sie direkt Kohle zu machen. Haben sie direkt die nächste Dauerkarte wieder drin. Ja, mal jetzt da sind viele Gala-Fans, die würden 500 bis 600 Euro geben für eine Karte. Ja, glaube ich, ja, das stimmt. War denn heute Ausnahme? Die sind richtig verrückt, die sind verrückt nach, die sind richtig Frenate, ne? Die sind noch schlimmer als alle anderen. Ja, ist doch klar, wenn du als Türke jetzt in Deutschland lebst und spielst gegen Bayern München und dann willst du auch unbedingt da rein und dann zahlst du auch mal vielleicht ein bisschen mehr. Ich würde da nicht hinfallen. Wenn Schalke da spielt, will ich nie fallen, weil ich weiß, wir kriegen das Fett immer auf die Fresse. Ja gut, dann stehen wir ja. Wir und die Dortmunder, wir kriegen immer Fett auf die Fresse gegen die Bayern. Was glaubt ihr denn? Thomas, ich habe mal eine Frage. Andreas, was glaubt ihr denn? Entschuldigung. Nein, sag mal, Andreas. Wir haben gar nicht nach Tipps gefragt für heute, für das aufkommende Spiel gegen Jenny Elversberg da. Jenny? Heißt sie Elversberg, Elvers? Ja. Jenny Elversberg? Keine Ahnung. jetzt habe ich verstanden. Die Saufkuh. Der Wein schmeckt groß, Thomas. Ja, Wein passt doch. Jenny Elvers, Berg, Rotwein, passt alles. Salut, Rotwein passt immer. Rotwein ist immer. Was kannst du heute zu essen? Fisch? Wie schon ja. Rotwein. Ja, wenn du Rotwein trinkst, kannst du auch Fisch essen. Weißwein. Weißwein. Ja, gab's Pizza oder Fleisch? Gute Frikadelle. Fischfrikadelle. Wolfgang, Fisch. Dann darfst du nur Weißwein trinken. Musst du Weißwein trinken bei Fisch. Ja, ich bin ja kein Experte mit Wein. Ich habe immer gedacht, Rotwein. Das wäre mir auch egal, weil ich beim Fisch esse. Ich kann auch ein Bier beim Fisch trinken. So ist das nicht. Nee, das Rotwein saufen, was du willst. Wenn es schmeckt. Man sagt, Fisch, da soll man Weißwein dabei trinken. Oder Fanta. Ich bin gelernter Winzer, also
Ich krieg nur Rotwein, Weißwein kommt bei mir nicht in Frage. Ich mag auch keinen Weißwein. Kriege ich immer Sodbrennen. Jetzt mal, ich habe meine Frage an dich ganz kurz. Warte, Andreas, ganz kurz. Thomas, hast du selbst auch Fußball gespielt? Weil ich habe ja gehört, dein Papa ist Trainer. Hast du auch Fußball gespielt dann? Ja, 20 Jahre. Was hast du gespielt für eine Position? Ich habe angefangen als Stürmer und bin geendet als linker Verteidiger. Ja, ja, ich weiß auch, woher der Spruch kommt. Papa war ein Schuld. Aber geil, alle, die defensiv vorher gespielt haben, sind später Stürmer gelandet. Und schöne Grüße an den Papa. Stell mal deinen Papa schöne Grüße und sage ihm, alles richtig gemacht. Sohnemann ist Schalke-Fan geworden, hat er super Spiel ausgesucht. Vater ist Köln-Fan. Oh Gott. Ach, Andreas, wie geht das denn? Kann doch nicht sein. Die Mutter ist, kommt aus Gelsenkirchen-Bur. Ja, und dann? Ja, und dann bin ich Schalker geworden. Ne? Erste Lied, was ich mit 3 Jahren singen konnte, war die Schalker-Hymne. Ja, ist gut. Sauber, richtig, die Mama ist gut. Bist du Einzelkind oder hast Geschwister? Ich habe noch Geschwister. Gut, alle Schalker, mein Bruder. Alles Schalke. Ist auf jeden Fall Schalker. Hat als Kölner angefangen und dann ist er Schalker geworden. Hast ihn umgepölt, ne? Ah, richtig. So ist das richtig. So, Andreas, jetzt darfst du. Michael Finger, herzlichen Dank. Der haut hier 10 Euro raus, ey. Glück auf, tritt mal ein Schuh. Ey, Michael, danke. Bald können wir uns wirklich einen Ferrari, da fahre ich auch hier rum. Ganz, ganz herzlichen Dank, Michael. Aber müssen wir erstmal die 2000 Abonnenten schaffen hier. Werden wir noch schaffen. Schaffen wir noch. Ja, 10, 20 wir lassen Zeit, wir gucken nicht drauf. Was glaubt ihr denn, wie spielen wir gegen Jenny Elversberg? Jetzt ist dann die Gegenfrage, hat jemand von euch irgendwelche Spiele von Elversberg schon mal gesehen? Ich hab keinen Plan von Elversberg. Ich habe früher mal bei Elversberg gespielt, aber... Also gegen Elversberg. Ah, nicht okay. Bei Elversberg. Also ich aber da war ich 16. Und wie waren die? Gut? Waren die gut? Ich war 16. Die haben ein tolles Trainingsgelände, immer ein geiler Verein, super liebe Leute. Wir durften mit unserer Mannschaft immer da übernachten, wenn wir da gespielt haben. Wir hatten eine weite Anreise. Waren meistens Freundschaftsspiele, weil wir die im Saarland, wir im Kreis Ahrweiler. Das waren aber ganz tolle Leute. Aber von der Profimannschaft, keine Ahnung. Wie treten die jetzt in der zweiten Liga auf? Ich habe fast jedes Spiel von den Elversberger gesehen. Ich habe 18 Punkte. 18 Punkte, 3 Punkte zum dritten. Und nach und die sind 6, glaube ich, oder? Okay, eigentlich. Wir haben 13, die haben 18, ne? Ja. Ja, aber Elversberg, ne, die Auswärts sind nicht stark, ne? Die sind nicht zu unterstützen. 3 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Auswärts. Haben gegen Hamburg gewonnen. Ganz, ganz unbequemer Gegner. Ja. Also die meisten sagen für uns, klar, bis auf Schalker Lümmel. Der ist hier ganz Lümmel und sagt 0-0. Das glaube ich nicht. Weiß jemand was von der Abwehr von Elversberg? Was ich jetzt so hoffe, ist, ne, dass Elversberg da wirklich die Hosen voll hat, vor 60.000 Zuschauer zu spielen. Das sehe ich eher so, wie der Francesco sagt. Die kommen da rein und die denken sich, geil, heute werden wir ausgepfiffen, ich hab Bock. Auch früher. Desto mehr gepfiffen wurde, desto mehr hat man Bock. Wolfgang, ist wirklich so, du hast Adrenalin. Guck mal, für die ist das Spiel des Jahres. Die spielen, die haben vor ein paar Jahren noch, was weiß ich, gegen was für Mannschaften gespielt. Jetzt spielen sie in der Arena vor 60.000 Zuschauern. Das ist so ein geiles Gefühl. Adrenalin, das geht dir so durch. Die werden nicht 100% geben, die werden 2000% auf dem Platz. Die werden ihre Seele, außer die haben ihre Anhänger da. Okay, das sind... Ich denke mal, 500, 600 Zuschauer werden dabei sein. Ja, genau. Also sind 10, ja, also so überragend. Also was da so gesagt wird mit Elversberg, so wahnsinnig überragend, so sind sie alles auch nicht. Ne? Also sind sie 10.
Haben 18 Gegentore kassiert, 17 geschossen. 18 Gegentore geschossen, okay. Ja. Also quasi ja, minus 1. Ne? Wir haben für die Recherche. Also Schalke hat 19 geschossen und 26 bekommen, aber das ist eben durch die fehlerhafte Abwehr, die jetzt hoffentlich einigermaßen behoben ist. Also so, also ich würde auch sagen, jetzt mal ganz professionell würde ich sagen, Schalke gewinnt 6-0, aber mein Tipp ist 2-0. Ja gut, wenn wir dann so sagen, dann könnten wir auch erstmal über die Aufstellung philosophieren, ne? Unsere Aufstellung. Da könnte man auch. Wovor ich am meisten Angst habe, ist genau dieses Gefühl, ach, wir spielen jetzt gegen Elversberg. Ist genau wie Hamburg SV. Die haben gegen Elversberg verloren, die haben gegen Wiesbaden verloren, gegen die beiden Aufsteiger hintereinander, direkt zwei Spiele hintereinander verloren, gegen Aufsteiger. Das ist eine, Hamburg hat gedacht, ach, die machen wir so mit links fertig, dann machen wir eben ja, vorauf drüber gehen. Und da, uns mit Hamburg zu vergleichen, ich glaube, wir wissen im Moment, wo wir stehen. Ja, das hoffe ich ja, dass wir das wissen. Ne? Das hoffe ich. Also Randale, also, grüß dich und Glückwunsch zum Punkt gegen die, wie sagt Francesco mal, die Argentinier. Nee, ja. Und Hans Wurst. Punktgewinn. Ey, Glückwunsch. Hans Wurst, ganz herzlichen Dank. Hans Wurst, haust auch noch mal ein paar Euros raus hier. Das ist ja auch so ein Witz. Das ist ja auch so ein Witz, das muss ich euch ja mal sagen. Anscheinend bin ich verseucht oder so. Ne? Ich habe gedacht, was machst du denn jetzt mit der ersten? Ich gucke ja unheimlich viel gern Fußball. Ich gucke auch andere Vereine gerne. Ich gucke fast jeden Tag Fußball. Und habe gedacht, welche Mannschaft nimmst du jetzt aus der Bundesliga raus, zu der du ein bisschen halten kannst? Ne? Was mache ich? Union Berlin. Habe ich gedacht, ist ein Arbeiterverein, so wie Schalke, zu den Älteren. Was machen die jetzt? Die spielen im Abstieg. Das ist doch nicht wahr. Ja, die bekommen wir. Da hatten wir ja auch mal so eine Saison, ne? Champions League und gegen Abstieg. Ja, ja, ganz genau. Ja. Ach, das ist so eine sympathische, Mannschaft, Eiserne Union. Ich weiß noch, wo wir damals im Pokalfinale gegen die gespielt haben. Wir haben ja gewonnen, ich weiß nicht, 2001 oder keine Ahnung, wann das war. Die haben uns eingeladen, die Eiserne. Wir konnten da übernachten, alles Mögliche. Das sind einfach tolle Fans, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, finde ich auch. Ich mach die auch. Und wegen Nina Hagen. Also jetzt nochmal zum Elversberg-Spiel. Also wenn wir mit derselben Verteidigung spielen können, Kaminski, wenn das sein muss. Kaminski, der spielt immer. Ja, der Storch im Salat. Wenn der rennt, da denke ich mir immer, der zieht die Kiel wenn der läuft. Ne? Das hat ja auch seinen Grund. Das muss auch seinen Grund haben. Eigentlich darfst du die Mannschaft nicht ändern. Du musst jetzt immer die gleiche Mannschaft spielen lassen, damit die sich einspielen. Wie genau. Scheinbeck mit Tempelmann zusammen, Obelian rechts, Matriciani, der hat ja angeblich gut solide gemacht. Jetzt müssen wir nur den Kagermann ersetzen. Dafür tust du dann ja, das ist den Sieben und den Rode. Keinen ersetzen außer Kagermann. Ja, dann tust du den Sieben. Tust du den Terode da vorne hin für Kagermann, fertig. Ich würde gar nichts mehr ändern, nicht mehr da, weil die müssen sich langsam einspielen. Das haben die jetzt zwei Spiele hintereinander gemacht. Schallenberg, wie ich gehört habe, wird auch immer besser. Ich überzeuge mich ja am Freitag selbst. Aber die Mannschaft darfst du jetzt nicht mehr ändern. Nur wenn einer sich verletzt oder eine rote Karte kriegt oder gelb gesperrt ist. Aber ansonsten, die müssen sich langsam einspielen. Wenn die sich dann immer mehr einspielen, dann die Autorismus, oder heißt das so? Autorismus, wie heißt das? Automatismen? Automatismen. Ja. Genau. Fügen sich ein, da, Stück für Stück, wirst du immer stärker, die Defensive ist immer stabiler. Genau. Du hast ja selbst Fußball gespielt, ich sage halt immer als Italiener, wir haben den Catenaccio erfunden, wenn du defensiv erstmal kompakt stehst, gewinnst du die Spiele. Weil was nützt dir, wenn du drei Tore machst und kassierst sechs? Hinten erstmal defensiv immer stark stehen, vorne machst du immer ein Ding. Und das Ding ist ja auch, wenn immer dieselbe Mannschaft spielt, dann fängt man ja auch an, dieses Momentum zu haben, dass du sagst, ey, für den renne ich. Der hat mir im letzten Spiel geholfen, dem helfe ich in diesem Spiel. Ne, dann wächst man zusammen. Da muss was zusammenwachsen. Ja, aber zu doll sollte man das auch nicht machen. Wenn dann wirklich mal ein anderer Spieler reinkommt, den sollte man dann eben auch genauso unterstützen. Was mich so ein bisschen traurig macht, ist, dass dieser Tower, dass der kaum eine Chance kriegt. Ich weiß nicht, wenn ich den gesehen habe, ich fand den immer, irgendwann hat er mal gespielt, von Anfang an hat er einen Fehler gemacht oder zwei, aber ich fand den gut einfach. Der hat gekämpft, der hat geackert, der hat gemacht und getan.
Warum der keine Chance kriegt auf rechts, verstehe ich nicht. Ja gut, da wissen die Trainer auch mehr als wir. Ne? Ich kenne nicht jedes Training. Genau, das ist so. Die wissen nicht mehr wie wir. Ich glaube, der kann man gegen Nürnberg auch noch kurz zum Einsatz. Ne? Kann genau, und gegen Nürnberg war der auch gut. So ungefähr 20, 30 Minuten hat er auch. Der Tor gespielt gegen Nürnberg? Ja, und ist in jedem Zweikampf gespielt. Ja, der ist ehrgeizig, der kämpft und tut und macht und deswegen verstehe ich ja nicht, dass der nicht mal eine Chance kriegt von Anfang an. Gut, ne, wir haben ja auch immer bei Kozuki gesagt, ne? Warum spielt Kozuki nicht? Warum spielt Kozuki nicht? Ne? Und dann spielt er und dann habe ich mir gedacht, ah, darum. Ja, es gibt dann doch so Aber der war ja mal nicht vorher so, ne? Das war, er ist mein Lieblingsspieler, wie es von U23, wo ich weiß, wirklich gesehen habe, boah, der Junge, und dann hat durch seine Verletzung hat er einen Abfall, so. Aber so, der ist abgestürzt. Vielleicht kriegt er ja mal noch eine Kurve. Vielleicht kriegt er unter dem neuen Trainer eine Kurve. Ich glaube schon. Der braucht bloß auch, der muss auch also, wieder Sicherheit gewinnen und dann weiß ich nicht. Vom Einsatz her ist er ja schon mal gut. Ne? Der haut sich ja rein. Aber. Ja. Ja, es reicht ja nicht. Aber vielleicht kommt es. Der Marcello hat ja gesagt, der wird jetzt gegen, wenn der Karaman nicht spielt, wird er den Terode reintun. Ich würde jetzt so wie der Ritter macht, würde ich den Top-Kicker top reinbringen. Das passt ja viel mehr zu dem Spielstil, was sie jetzt spielen. Das ist ein spielender Mittelstürmer und nicht einer, der in der Mitte steht irgendwie und abwartet. Ich fände das richtig cool. Das also Kicker top cool. Und Lassme vorne drin. Genau, Kicker top und Lassme ich vorne weiß drin. Ich weiß nicht, ob das nicht zu wild ist. Wieso zu wild? Lieber den, also die haben ja auch zum Schluss zusammen. Ja, weil die haben ja zum Schluss auch zusammen gespielt. Ja, der hat doch gut gespielt. Ja. Der hat aber, top den Ball gehalten. Ja, und aber vom Lassme hat man dann auch nichts mehr gesehen. Ja, Lassme ist sowieso so ein Sattel an sich gezogen. Ja, ist er auch. Aber der Top, der hat das halt an sich gezogen. Der ist jedem Ball hinterhergerannt, alles gemacht. Aber ich habe dann nicht gesehen, dass da vorne diese Ruhe war. Dass da wirklich auch mal Kopf hochgegangen. Das ist halt das, was mir bei Schalke fehlt. Der Kopf hoch. Wo sind meine Leute? Da fehlt die Ruhe am Ball, da ist immer noch diese Nervosität, diese Angst vielleicht zu verlieren oder so, dieses Selbstverständnis zu haben, ich bin Schalker, ich bin Profi. Also es ist mir auch aufgefallen, dass manchmal die Leute schnell nach vorne kommen. Dass die Mannschaft, dass manchmal Leute wirklich auch dann schnell nach vorne kommen und dann ist keine Anspielstation da. Das stimmt, da ist dann so diese Ruhe und dieses Geplante, das stimmt da noch nicht so ganz. Und ich weiß nicht, ob jetzt mit Lassen und Top vorne, ob diese Ruhe, ich weiß nicht, ob die dadurch reinkam. Aber interessant wäre es auf jeden Fall. Aber Lassen ist doch mehr so, eher so ein Konterspieler. Der kann laufen, ist ja unheimlich schnell. Aber wenn er den Ball dann annehmen muss und der einen umdribbeln muss, ne, dann versagt er oft. Das ist ja das Problem. Und das kann zum Beispiel der Top besser. Ich sag ja, Terode mit Lassen, Terode, der Erfahrene, der die Bälle halten kann, der auch einen genialen Pass spielen kann zu Lassen. Lassen mit seinem Tempo geht ab. Ja klar, Ballannahme, Mitnahme bei Lassen, da lässt sich zu wünschen, ne, was der da. Aber mit Lassen und Terode würde ich sagen, der Erfahrene sagt den schon, wie er sich bewegen hat und so. Er strahlt auch die Ruhe aus. Ey, das ist, wir reden über Terode, beste Zweitligastürmer. Ever. Wie gesagt, da brauchen wir Francesco, gar nicht drüber diskutieren. Ne? Den kannst du aber dann reinbringen, wenn du weißt, wer ihn füttert. Wenn du das nicht weißt, wer den füttern soll, dann brauchst du halt Stürmer, die auch mal aus dem Halbfeld irgendwie... Wer ist da? Drexler ist da, sein bester Freund, der ihn immer Vorlagen gibt. Ja, Owe ist da. Der hat ein Tor gemacht. Pass auf, Andreas. Drexler hat ein Tor gemacht. Hey, der ist jetzt so, breite Brust, Selbstvertrauen. Wenn du ein Tor schießt, hast du mehr Selbstvertrauen. Ist wirklich so. Du hast dann, boah, Alter, zwei Siege, Tor gemacht, Selbstvertrauen. Latza hat Selbstvertrauen. Wenn er wieder reinkommen sollte, die erfahrenen Spieler müssen das jetzt biegen. Ich habe es tausendmal immer erwähnt in meinem Vorbericht, in meinen Lives. Die erfahrenen Spieler haben selbst mit sich zu kämpfen gehabt. Und ich habe immer gesagt, um da unten rauszukommen, müssen die erfahrenen Spieler jetzt sich den Arsch aufreißen, die jungen Spieler führen, und die müssen vorangehen, um da unten rauszukommen. Und jetzt pört hat Karel geschafft, dass die erfahrenen Spieler das machen. Das hat er vorher gar nicht gemacht. Als der Kabadai einer der Spieler waren, die vorangegangen
gegangen sind, da habe ich mir auch in den Kopf gepackt, wo ich mir dachte, da laufen Leute rum, die Torschützen-Rekordhalter sind und hast du nicht gesehen, Erstliga-Erfahrung ohne Ende und dann ist der Kabadai, der vorangehen muss. Nur was ich mich dann halt auch frage, ist gegen Elversberg die Fünferkette das Richtige oder müssen wir vielleicht auf Viererkette umsteigen und den Lassen auf links und Keke Top und Terodde in der Mitte? Ich würde nichts ändern. Ich Formation. Ja gut, aber mit dem Karel Gerhard geht es ja im Moment, ne? Wir können aber ja auch die Formation ändern. Aber hat er ja während des Spiels auch schon gemacht. In der Dreier-Fünfer-Kette, da stehst du hinten sicherer auf jeden Fall. Du hast mehr hinten Abwehr. Ich finde, das System ist gut. Du kannst ja das Spiel ja das System ändern, wenn du merkst im Spiel, boah, du kriegst keinen Zugriff, irgendwas muss ich machen. Dann kannst du vielleicht im Spiel sagen, sagt der Karel Jungs, weißt du was, wir ändern das System, wir kriegen keinen Zugriff, die haben sich gut eingestellt, jetzt machen wir Systemänderung. Bam, ändern wir das System, vielleicht kriegen wir besseren Zugriff. Du musst als Trainer immer variieren, dein Papa war bestimmt auch immer variabel, wenn die auf das System gepeitscht hat, dann sag ich, okay, dann ändere ich das System, da kommen die vielleicht drauf nicht klar. Bumm, fertig. Naja, da sagst du ja auch, das Richtige ist ja, wir müssen erstmal hinten richtig gut stehen. Das ist das A und O. Catenaccio, ey, Catenaccio, wenn wir 1-0 gewinnen, Tor machen, alle Bus hinten fahren, erstmal die 3 Punkte einfahren. Aber was bin ich froh, weil, ey, jetzt reden wir so und ich muss jetzt ein paar Jahre zurückdenken, wo wir Vizemeister geworden sind und wo wir alle gemeckert haben, wir sind der schlechteste Vizemeister aller Zeiten, obwohl wir mit 7 oder 8 Punkten vom Dritten waren. Da haben wir auch Catenaccio gespielt. Da haben wir auch von hinten raus gespielt und alles. Und da war das alles scheiße. Und jetzt ist es auf einmal gut. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hört unter Todesco. Ich mag ihn noch immer. Wir haben uns selbst schlecht gemacht für die Vizemeisterschaft. Das kann ich bis heute noch nicht verstehen. Haben wir mit dem Keller alle dann schlecht geredet. Feuert haben. Slomka, genau dasselbe. Der dritte Platz war nicht gut genug. Ja, ist so. Das ist traurig. Wenn wir heute dran denken, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht absteigen. Dass wir da unten erstmal rauskommen. Ja, werden wir nicht. Wir müssen trotzdem erstmal da rauskommen. Ja, das Allerwichtigste ist erstmal, dass wir einen Kader haben. Ein Kader, der bleibt. Das ist das A und O. Also ich komme zur Aufstiegsfeier nach Gelsenkirchen. Ne, dann kann er. Also ich habe letztes Mal die Zahl gehört, wir haben in 3 Jahren 45 Spieler getauscht. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Ich möchte halt auch mal sehen, dass einmal eine Mannschaft zusammengehalten wird. Und wenn wir uns jetzt wirklich fangen sollten und da irgendwie so eine Aufholjagd starten und dann durch irgendeinen Zufall, weil die anderen dann auch ein bisschen schwächeln, die zweite Liga, da kann ja jeder jeden schlagen, dann wirklich noch schaffen sollten, aufzusteigen, dann sollte die Mannschaft zusammenbleiben. Und nicht da wieder. 10 Spieler kaufen oder was? Ja, das oder ist austauschen. Ja auch so ein Ding. Ich weiß ja jetzt gar nicht, wer macht das jetzt. Der Hechelmann und der Knäbel sind ja angeblich enteiert. Ne, aber zum Beispiel so ein Mann wie den Tempelmann. Wenn der sich jetzt weiter so hält, so spielt, so entwickelt, der ist 24. Den musst du halten, den musst du mit einem Vertrag binden. Genau. Und da musst du auch mal ein paar Mark mehr ausgeben. Das ist doch, wir haben doch einen Kaufvertrag für den, oder? Ich dachte, der wäre uns. Wir leihen doch nicht so mehr. Haben wir nicht den mit Laie geholt mit Kaufoption oder haben wir den gekauft? Nur der Kadabai wäre geliehen mit Kaufoption. Weil der Hechelmann ja gesagt hat, wir leihen keine Spieler mehr. Okay, dann haben wir alles richtig gemacht. Tempelmann gehört. Ja, aber das ist. Ja. Schalke. Ja. Ja, und das ist jetzt so wichtig, dass man solche Leute behält. Oh. Ja. Keine Ahnung, was der für einen Vertrag hat, ob bis nächstes Jahr oder ob 2 Jahre, aber den muss man halten, den muss man binden. Den Assern, egal. Guter Junge, aber wenn der gehen will, wenn der das Geld riecht. Der ist gekauft, weil der Tempelmann. Hier steht, der ist gekauft bis 2026. Ja, ich glaube auch, der ist verkauft. Ich meine auch, der ist verkauft.
Der ist gekauft. Bis 2026 steht, hier haben die gesagt. Haben die jetzt in den Chat geschrieben, bis 2026 haben wir den gekauft. Ja, aber dann ist das ja immer so, wenn du einen 2026 machst, dann ist das ja so, dann ist er 2025 zum Verkauf. Und da musst du dann wieder agieren. Ja, ist immer wenn du ein Jahr quasi vor Vertragsende, kennen wir von Goretzka, kennen wir von Neuer, kennen wir von allen, die umsonst gegangen sind. Wenn das letzte Jahr kommt, muss er verkauft werden oder verlängert. Und das haben wir ja sowas von verkackt mit dem Heidel und wie sie alle heißen. Ja. Da habe ich ja auch mal eine Zahl gehört mit den ganzen Verlusten, die wir gemacht haben. 180 Millionen Euro, die uns durch die Lappen gegangen sind. Wir haben nur für Kehrer und Sahne Geld gekriegt. Was hier steht, Kabada, muss auch gehalten werden. Ja, das stimmt mit diesen 500.000, dann muss der auch gehalten werden. Dann ist ein Spieler mit Zukunftsperspektiven. Der ist von Bayern und da haben wir das Recht zuzuschlagen. Der scheint mir ja auch Bock zu haben. Ja, hat der auch. Immer gesagt, wollen die Spieler auch bleiben, ne? Kicke Top soll ja auch verlängert, sein Vertrag läuft jetzt aus. Ja, Kicke Top ist weg. Das ist für mich auch der Grund, warum der nicht spielt. Gut möglich, sehr, sehr gut möglich. Das ist für mich der Grund, warum der Junge nicht spielt. Der kommt immer mal sporadisch rein. Aber ich frage mich immer wieder, unter jedem Trainer hat er nicht gespielt. Wieso? Ja gut, wie lange ist er denn jetzt? Weil Terodde da ist und weil ein Polter da ist. Ganz einfach, der hat zwei richtig gute Spiele vor sich. Und das ist ein Problem für den Keketop gewesen. Ist halt so. Ist doch letztes Jahr erst hochgezogen worden, oder? Keketop? Stimmt, letztes Jahr. Der war ja letztes Jahr noch A-Jugend, ne? Ja, stimmt. Ja, dann hat er sich beim Reis nicht durchgesetzt. Weil er halt diese... Aber beim Reis hat er auch falsche... Falsche Position gespielt, rechts außen. Ey, da waren die mir im Kopf gepackt. Die haben das doch immer wieder versucht. Die haben immer wieder versucht. Terodde mit Top, Polter mit Top. Die haben das immer wieder versucht und das hat nie geklappt. Ja, aber wie Francesco gesagt, auf rechts außen, das ist ja, als ob du Schuli noch Linksverteidiger spielen kannst. Also ich habe am Ball von Keke Top jetzt noch nicht. Boah, lass mich nicht an das Spiel erinnern, wo der linke Verteidiger gespielt hat. Boah. Oder Bülter, erinnert ihr euch noch? Bülter, rechter Verteidiger? Jo, mein Gott. Bülter, rechter Verteidiger, ja. Aber so den motivierst du ja auch einen jungen Spieler. Du bringst ihn nicht auf seiner Position, dann spielt er Kacke, dann kommen in den Medien schlechte Berichte vielleicht und ja, dann hast du wieder diesen Teufel. Ich würde den Keke Top einen Vertrag geben und den sagen, pass auf, du bist für mich in der neuen Saison gesetzter Stürmer. Gesetzter Stürmer, dass du spielen willst. Fertig, basta, Punkt. Weil du bist ein Talent, würde ich dir sagen. Wenn die wirklich den ein Talent sehen, du wirst nächste Saison gesetzt sein. Du wirst auf jeden Fall spielen. Dafür, aber da muss auch der Trainer mitmachen. Da muss der Trainer was in den sehen und sagen, pass auf, ich zähle dich nächstes Jahr in der Stammmatch, aber du musst Gas geben. Nicht einfach so, weil ich dir sage, du spielst jetzt. Nein, aber da musst du immer weiter Gas geben. Aber du bist ein junger, talentierter. Und junge, talentierte Spieler, die müssen spielen. Und wenn ich immer diese Scheiße immer höre, wir dürfen die nicht verheizen. Dieses Wort, ne, könnte ich kotzen, wenn ich das höre. Ja, das ist Blödsinn. Guck dir, aber dann musst du auch. Guck die andere Vereine rein. Die schmeißen da junge Spieler rein. Hertha mit diesem Uzun oder wie er da heißt, ne? Die schmeißen in jedes Spiel rein und da redet keiner von verheizen. Guck dir die Dortmunder an, die haben 17, 18-jährige Talente. Die haben die hinterher verkauft mit 19, 20 für 100 Millionen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und warum haben sie die 100 Millionen gekriegt? Weil sie den spielen lassen haben. Weil er da gewirbelt hat. Und wir sagen, wir müssen die schonen. Nein. Da müssen wir aber auch gar nicht so weit in andere Vereine gehen. Ich sag nur Draxler, Leroy Sané, Matip, die haben wir alle spielen lassen. Ja. Warum jetzt nicht mehr, ne? Aber nochmal zum Thema Keke Top. Wenn man dem das Angebot macht, du bleibst, du wirst Stammspieler, dann musst du aber auch Taten sprechen lassen, meiner Meinung nach, und dann müssen andere gehen. Gut, ja. Dann muss Holter gehen. Richtig. Terodde würde ich immer lassen als Backup, als Erfahrene, den ein bisschen führen, dass er die Stürmer, die jungen Stürmer führen tut, weißt du? So hilft.
hilft. Einfach aber als Backup. Das heißt nicht Stammplatz. Terode mit Terode reden, pass auf. Du bist für die Talente, für die Offensive, für den Sturm, weil du bist der erfahrene Stürmer. Du musst die weiterführen, den nächsten Level für diese jungen Spieler. Aber halt dich im Hintergrund, du bist keine Stammkraft mehr. Aber vielleicht, wenn wir dich brauchen, mal die letzten 20 Minuten. Aber du hilfst uns im Trainerteam, Beispiel eine andere Funktion geben. Aber dass die jungen Spieler spielen, Kabadai, auch spielen lassen. Ja. Und Polter, tschüss. Polter will sagen, du kämpfst, aber du bist kein Stürmer für 15 Tore. Tschüss. Also, so wie ich bei Tirole verstanden habe, wird er auch Ende der Saison aufhören, ne? Ganz aufhören. Ja. Das habe ich mal irgendwie so genau gehört. Also, aber ich habe auch vier etablierte Spieler sollen den Verein verlassen. Nächste Saison. Aber Tirole soll ja im Verein noch bleiben. Ja, ganz genau, ja. Ganz genau. Und deswegen würde ich den dann im Trainerteam für die Jungspieler offensiv, weil er hat die Erfahrung. Ey, noch was Besseres kannst du nicht haben, ein erfahrener Stürmer, der dir zeigt, wie du stehen musst, was du vielleicht als Stürmer, welche Tricks du machen kannst, so Effekte, wie du deinen Abwehrspieler so irritieren kannst und so. Das kann dir kein Trainer zeigen, der nicht Stürmer gespielt hat. Das könnte man so als Beihilfe nehmen, weiß nicht jetzt als Co-Trainer, nur so als Beihilfe. Na, ich glaube, für diese Position haben wir schon Ebbe Sand. Ja, aber der ist ja nur im Aufsichtsrat. Da macht der ist ja nur im Aufsichtsrat. Der kommt ja nicht auf. Nee, das ist Juri Mölder. Das ist Juri Mölder, genau. Ebbe Sand ist nicht für die stimmt. Aber was macht der Ebbe Sand dann? Ja, der macht genau das, was die Rolle deiner Meinung nach machen soll. Nein, den habe ich noch nie auf dem Platz, so wenn ich öffentliches Training war, nie gesehen. Habe ich in der Jugend mal gehört, dass der das macht. Aber gut. Wäre ja, wenn das nicht macht, soll der Terodde das machen. Also gerne. Ich habe mir gerade auch nochmal, ich weiß sowieso nicht, ich habe schon öfter gesagt, dass ich nicht weiß, wo der ganze Hype herkommt wegen Top, nur weil er blond ist, also keine Ahnung. Also der hat eine Saison gut gespielt mit 10 Toren. Das war aber auch dann, was weiß ich, was Bundesliga. Also vielleicht kann er einfach nicht. Also ich habe auch jetzt nichts am Ball gesehen, was so klasse war, aber das habe ich auch bei Ue Draogo nicht gesehen, dass das jetzt so die wahnsinnigen Überflieger sind. Und ich meine auch was gelesen zu haben, wo es um die Schalker Jugend ging, wo man da gesagt hat, ja, wir haben gerade auch im Sturm, wir haben da keine Ausnahmetalente im Moment. Also ich will nur mal sagen, diese ganze Top hier, Top da, ja, weiß ich nicht. Also ich finde das ganz gut, dass man sich da eher auf Lassen und andere, Karaman, da konzentriert. Das Ding ist, wir sind halt auch nicht in der Situation, um das jetzt auszuprobieren. Nee, genau. Kann der Top. Genau. Das sind wir im Moment einfach nicht. Und wenn der dann nächstes Jahr, weil er, wie gesagt, der Vertrag läuft aus, wenn der dann weggeht, wir können damit nicht spielen im Moment. Und wo... Und nein, wo kommt der Hype Ue Draogo? Weil Ue Draogo einmal irgendwie darum gedribbelt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe noch kein. Das war gegen Hamburg das Tor, Andreas. Andreas, das Tor gegen Hamburg hat ihn so hochgepusht. Das Tor ja, aber dann mache ich da gegen, nicht mit. Gegen also Hamburg beim 5-3, wo der diese Einzelaktion gemacht hat, hat ihn so hochgepusht und alle haben den Megatalent gesehen. Ich sag ja, Talent, ja. Aber das musst du dann auf dem Platz Woche für Woche zeigen. Hat er aber noch nicht. Hat er für mich nicht. Nö, hat bei mir aber schon gegen Läufe gehabt. Das hatte der schon. Der hat dann auch mal einen Sprint über 30 Meter und zwei Leute aussteigen lassen. Nur das Ding ist ja, im Moment kommt es mir so vor, als würden wir davon reden, der geht zu Bayern, der geht zu Chelsea, der geht in die besten Clubs der Welt. Aber das, was er zeigt, ist in der zweiten Liga und es ist bei Schalke. Die Konkurrenz, die er da hat, auch bei uns im Verein, klar ist ein Spieler, der so spielt, sticht im Moment immens heraus, weil wir die anderen Spieler, außer Tempelmann vielleicht, zeigen das halt nicht. Und dann hast du einen Fokus auf den Asan und denkst dir, boah, der ist doppelt und drei- und viermal so gut wie die anderen. Aber ja, guter Punkt. Ja. Und es ist halt immer noch zweite Liga. Der letzte Talent, den wir abgegeben haben, war jetzt, da habe ich auch gelesen, den habe ich vergessen, Ciao. Ja. Malik Ciao.
wenn ihr gestern gesehen hättet, was der abgeliefert hat bei AC Milan gegen Paris Saint-Germain, ich habe mir das Spiel ja gestern angesehen, das war Fußball vom Allerfeinsten, wirklich Top-Niveau, Champions League, es ging hin und her, das war wirklich Fußball vom Feinsten, wo ich Spaß hatte und ich habe den Schau beobachtet, wie der Junge sich gemacht hat gegen einen Mbappé, einen Dembélé, wie der da gestanden hat. Riesen Respekt an diesen Jungen, was der da geliefert hat. Boah, das ist wirklich, ich habe das damals schon gesagt, wo der nach Milan gegangen ist, hat mich sofort ein Kollege angerufen. Marco, du bist ja Schalke-Fan. Ey, klär mir mal auf, wie ist denn der Schau? Den haben wir jetzt geholt. Dieser Junge, das ist ein Megatalent. Wenn er jetzt mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, und das wird er bei Milan, das wird ein mega Abwehrspieler. Und bisher ist das peu à peu, wird er wirklich zu einem mega Abwehrspieler. Der hat aber auch die Einsätze bei Schalke gehabt. Dürfen wir nicht vergessen, zweite Liga gewesen, der mit uns aufgestiegen ist. Ja, der hat aber die Einsätze bei Schalke gehabt und der macht aber auch einen robusten, der weiß ich nicht, irgendwie einen anderen Eindruck. Bei Keke Top und Uedraogo sehe ich das nicht so. Also ist ja schön, dass die so... Vielleicht kommt das ja noch. Da brauchst du aber die nicht. Die Saison ist lang. Die Saison ist lang, Kollege. Die Saison ist mal lang. Wir können aber nicht. Aber ich glaube nicht, dass, wie auch gerade gesagt wurde, dass wir jetzt großartig in der Position sind, da großartig rumzuprobieren. Also, und wenn da eben Karaman, also wenn wir mit Karaman da jemanden haben und mit Lassem jemand, der sich auch mal durchsetzen kann, der braucht noch ein bisschen. Ich würde eher Arbeit in Lassem stecken, als in Uedraogo zum Beispiel oder in Top. Weil der Typ einfach ein Brecher ist. Ja, ich würde in allen dreien würde ich versuchen. Da kannst du ja, also. Lass mich nicht schnell. Lassem ist für mich. Du brauchst ja als Offensivspieler, das sehen wir ja zum Beispiel damals bei Arjen Robben, du brauchst einen Trick, der zu dir passt. Er hat aber keine Tricks, der Lassem. Ja, aber Robben hat immer nur einen Trick gemacht, das stimmt. Es ist ja wirklich so, wenn du als Stürmer dich mit einem Trick durchsetzen kannst und der Trick sitzt und der Lassem braucht einen Trick, um Meter zu machen. Der muss an seinem Spieler vorbei und der hat ja einen Fuß wie ein Pferd. Aber der wiegt 90 Kilo, glaube ich, ne? Und dem fehlt auch noch diese Präsenz, wie zum Beispiel Terodde hohe Bälle festzumachen. Und die sicherste Ballannahme ist Brust auf den Oberschenkel klatschen lassen, Arsch raus, Ball abschirmen. Und dann braucht er irgendeinen Move, um am Spieler vorbeizugehen. Und das kann sein Ding sein. Aber das muss der halt trainieren, der muss da was finden. Und ich würde in der Situation dem Andreas auch recht geben, da würde ich eher auf ihn setzen als auf den Keke. Ja, auf ihn kannst du setzen, weil er schnell ist. Da gebe ich dir auch nicht. Der ist 35,4 km/h. Das ist das Schnellste, was du in der ersten Bundesliga rumläuft. Ich habe ja vorhin auch nur gefragt, wer mit den Lassem spielen kann. Weil wir ja jetzt, Karaman fällt ja aus. Terodde. Ja. Das ist auch Terodde. Polter kannst du in der Pfeife rauchen. Und wie gesagt, ne, die Situation, dass wir das jetzt mal gegen Elversberg eben so ausprobieren mit dem Keke, sehe ich nicht. Nee. Die Situation, gegen wen spielen wir nach Elversberg? Düsseldorf. Sehe ich auch nicht. Das ausprobieren. Ich habe gegen Düsseldorf nicht so viel Angst wie gegen Elversberg. Meinst du Wolfgang wegen unserem Hochmut, oder? Nein, weil Düsseldorf nehmen wir ernster. Ich hoffe, dass wir Elversberg ernst nehmen, dass wir genau wissen, was das für eine Mannschaft ist und dass die nicht umsonst die 18 Punkte haben. Und, die werden ernst genommen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das könnte halt ein Trainerspiel werden. Wir haben jetzt die ganze Zeit Spiele gesehen, wo die Mannschaft kommen muss. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, Elversberg könnte ein Spiel sein, wo der Trainer mit Taktik, mit Auswechslungen, Einwechslungen Zeichen setzen muss. Das müsste auch Einstellung, Motivationsrede. Das könnte jetzt ein Spiel sein, da muss der Trainer zeigen, was er kann. Genau, was wollte ich vorhin schon mal fragen, habe ich wieder vergessen gehabt. Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Trainer bei uns nach dem Spiel die Mannschaft im Kreis genommen hat und da so richtig
was erzählt hat, das habe ich noch, habe ich glaube ich noch nie gesehen bei uns. Bei anderen Mannschaften habe ich das schon mal gesehen, aber bei uns, ne. Ja, der Kuschel, das ist relativ Hinsehen. Neu bei uns, glaube ich. Also, Tedesco. Ach, Tedesco, jetzt, ich will gleich noch essen. Hey, was hast du gegen den Tedesco, Andreas? Was ist los mit dir? Du weißt ja, wie der Andreas zu Tedesco steht. Das wissen wir doch ja, alle. Ja, ja. Den werde ich schon umpullen. Warte ab, den Andreas. Ja, Tedesco brauchst du nicht umzupullen. Da ist schon bei dem schon passiert. Tedesco hat ja, uns. Andreas, Tedesco hat uns im Derby das geilste Gefühl gebracht, was kein Trainer im Leben geschafft hat. Ganz wie hat, genau, wie hat denn der Tedesco viel. Das gemacht? Weil er gesagt hat, in der Halbzeit hat er ja angeblich gesagt, gesagt wegen, wir wollen die zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit wollen wir gewinnen, hat er gesagt. Der hat, weißt du, was er wirklich gemacht hat? Soll ich dir sagen, was er gemacht hat? Sein der, Job. Der hat einen Briefumschlag. Ja, mit der, nein, der hat einen Brief. Der hat einen Briefumschlag genommen, hat gesagt, Jungs, da ist eine Kugel drinne. Wenn wir das Spiel verlieren, kriegt ihr die alle nach Hause geschickt und da könnt ihr raten, wer die erste Kugel kriegt. So, weißt du, hast ja gesehen, wie die gerannt sind. Wenn vom Tedesco eine Drohung kommt, das ist so, als wenn eine Maus vor einem Schäferhund steht. Also ehrlich. Also ja, du hast keine Ahnung. Ey, jetzt hast du wirklich keine Ahnung. Lass den Tedesco in Ruhe. Der beste Trainer, den Schalke hatte. Ja, genau. Nee, wo ist der, wo ist der jetzt? In Russland? Oder wo haben sie den hinverfrachtet? Ich bin auch ein Tedesco-Fan. Nur der einzige Fehler, den er gemacht hat, dass er den Höwedes weggejagt hat. Ich denke mal, das war nicht Tedesco, das waren die da oben. Hermann. Tedesco also, war meiner Meinung nach ein großer Teil, der unsere Mannschaft zerfickt hat. Hatte, genau. Übernommen, gut abgeschnitten. Danach war es dann voll seine Verantwortung und Zusammenstellung und so weiter und dann ging es ruckzuck genau. Nach unten. Der ist bestimmt also super weg, in FIFA zocken. Ich bin hier der Boss. Auf Napoleon-Syndrom. Habt ihr den Luke Stevens damals nicht gehört? Bei dieser Mannschaft, egal welcher Trainer da war, wer das, auch der Üb, wo der das übernommen hat, hat die Krise mit den Spielern gekriegt. Hört auf! Ja. Ja, weil der Höwedes nicht mehr da war und Naldo und Fährmann. Oh, guck mal, der Höwedes mal wieder zurückkommt. Den Tedesco, was ist jetzt unser, was Tedesco, sind unsere Tipps? Tedesco kannst du zusammen hier mit Nagelsmann und was haben wir noch für so Flachpfeifen? Ah, hier, Tuchel. Die können zusammen in so eine WG gehen. Du da? Wohin? Hast du schon mal gesehen, dass ein Trainer in eine Kurve geht und mit die Zuschauer da abgeht auf eine Trommel am See? Ja, das ist genauso, wenn Salazar zum Gehen das zuerst sagt, was muss ich machen, damit die Leute mich mögen? Ja, Tedesco wusste das auch. Marketing, klasse. Ja, das ist auch. Der hat richtige Emotionen gezeigt. Der liegt Schalke noch immer. Ja, auf. Hol jetzt Tedesco wusste doch noch nicht mehr, was er schreien soll. Tedesco hat einen Fehler gehabt. Die Spieler haben ihn manchmal nicht verstanden mit seinen Analysen, die er da gegeben hat. Das war der manchmal zu unerfahren. Ja. Ich sag ja, Deswegen lass ihn mal in 10 Jahren wiederkommen. Lass ihn mal in 10 Jahren wieder Trainer bei Schalke werden. Nee, bitte nicht bei Schalke. Aber das wird irgendwann werden diese Art von Trainer Erfolge haben. Die nehmen nämlich komplett den Spielspaß aus dem Fußball. Die sind nur noch da für ihre Laktatwerte und hier, dann können sie messen. Ja, jetzt sollte er, vielleicht will er noch am Tag. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, ich mach das nicht. Das ist ein, wir haben nicht falsch verstehen, mit P, Spuchtel. Das sind die schon in der Schule. Ich war ja im Intelligenzkindergarten. Das sind so diese Spuchteltypen. Die will ich nicht. Ach, ich kann ihn nicht ab. Will ich nicht. Nee, der war nicht Spuchtel, ja? Lass ihn mal, der Schwuchtel. War ein richtiger Mann. Spuchtel will ich nicht sagen. Ja, ich bin ja nicht homophob. Jetzt muss ich sagen, mit du hast ja gar keine Lage von Themen, Spuchtel. Spuchtel. Ich weiß nicht, was hat der dir getan? Der ist eine Spuchtel. Ich will so einen nicht sehen am Spielfeld. Guck mal, willst du einen sehen mit einem Kleid? Mit einem BH oder was da? Ja, Tedesco BH haben die doch alle auf dem Platz an. Ah ja, okay. Stimmt ja, dieses da Kilometer-BH da, ne? Nee, will nicht anziehen. Tedesco arbeitet in 10 Jahren bei Aldi. Ja, genau. Da kann er mit seinem Klemmbrett rumrennen. Meh. Was haben die denn, mein Gott, lass den Tedesco jetzt wieder Erfolg mit Belgien, glaube ich, der ist der Nationaltrainer. Und ja, lass ihn erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Vielleicht kriegt er irgendwann Bartwuchs, dann kann er nochmal wiederkommen. Ja. Und dieses, mit diesem medizinischen hier, was du da alles mit dem Laklartest und was du da erzählt hast, ne?
Ja. Die ganzen neuen jungen Trainer, die lernen das alles beim Trainerlehrgang, dass man sowas machen muss. Es gibt ja auch Spieler, die sagen, ja, ich bin fit, weil die spielen wollen, und in Wirklichkeit sind die gar nicht fit. Und man muss ja auch noch nicht so alt. Manchmal. Ich bin jetzt auch noch nicht so alt, ne? Aber die jungen Trainer lernen das alles. Das ist ja unsere ganze Generation. Lernen tun sie alle alles, aber können kann keiner mehr was. Ja. Und manchmal, so ein Paul Breitner, glaubst du, wenn der gesagt hat, mein Popoloch juckt aber irgendwie so komisch. Na und? Und der Laktatwert ist ein bisschen, da hätte Breitner gesagt, das ist mir doch egal, da, ich gehe trotzdem zocken. Und dann spielen die und dann gewinnen die auch. Das ist nicht alles nur mit den kleinen Werten. Oder, wieso haben wir denn immer mehr Messungen, aber immer mehr Spieler kippen auf Sportplätzen um, weil sie überlastet sind? Wie kann das passieren? Das ist, weil die alle nicht mehr von klein auf mit Spaß auf dem Bolzplatz anfangen. Ja, früher hatten die Fußballspieler so eine Beine. Die konnten eine Grippe haben. Da haben die eine Woche später, haben die auf dem Platz gestanden, sind von vorne nach hinten gerannt. Und heute habe ich eine Nagelbettentzündung. Und dann haben die trotz aller Messungen, haben wir Herzinfarkte oder Herzstillstände bei jungen Spielern auf Sportplätzen. Woher kommt das? Also so toll kann das nicht sein. Ach, Impfung. Jetzt hören wir bloß auch mit Impfung. Also. Nee. Ja, und diese Ergebnisse werden dann nicht richtig wahrgenommen, wie jetzt Andreas zum Beispiel sagt, und wird gesagt, ja, da achte ich gar nicht drauf, und dann kippen die Spieler um und haben Herzstillstand und was weiß ich, alles Mögliche, was die da haben. Nee, ich weiß nicht, das hat schon alles seinen Grund. Ich glaube, die kriegen dann die Messwerte und dann kriegen die irgendwas verabreicht, dass sie dann doch besser werden, noch mehr können. So sieht's aus. Ja, die werden überzüchtet. Das sind wie Rennpferde. Ja. Früher waren das noch richtige Kaltblüter, so Waliser. Und heute hast du diese Araberhengste, die komplett überzüchtet sind. Und man sieht das bei Hunden. Überzüchtete Rassehunde wären nicht sehr alt. Die Mischlinge, die wären alt. Und die wären, du kannst natürlich ein bisschen, die Medizin ist wichtig, aber man darf den Spaß und das, die wirkliche, dieses Fundament, wo vernünftige Fußball herrscht, herkommen, nicht vergessen. Guck doch mal, wo die richtigen guten Fußballspieler herkommen. Warum sind die Brasilianer so groß, so gut? Weil die mit 2 Jahren schon im Müll, ja, mit irgendwelchen Stoffbällen, weil die da schon anfangen, Fußball zu spielen. Und bei uns war das auch mal so. Es gab nicht eine Zechensiedlung bei mir in der Nachbarschaft, wo die Jungs nicht permanent Fußball gespielt haben. Und das wird immer weniger. Ja. Und du kriegst mehr die Leute, die schon mit 12 gesagt bekommen, wenn du das und das machst, dann hast du mit 19 deinen ersten Lambo und die Familie hat ausgesorgt. Also es wird nur noch fit gespritzt und hoch und besser und schneller, und das ist nicht gut für den Sport. Und diese Trainer, ich mag diese Trainer nicht, die dann da auch noch da mitschwimmen. Ich mach das nicht. Aber was sagt ihr jetzt dazu, dass bei unseren Schalke-Spielern hier einige, jetzt bevor der Gerrits da kam, nicht mal 60, 70 Minuten durchhalten konnten und ihre Krämpfe gekriegt haben, und dass das immer wieder besser wird? Was sagt ihr denn dazu? Ja, gab's auch nicht. So einen Scheiß gab's früher auch nicht. Finde ich traurig. Ja, gut. Also das heißt für mich, das ist nicht der erste Trainer, bei dem das so ist, ne? Aber das heißt für mich, dass die Trainer sind nicht rennen. aber das Problem ist ja, wo wir den Reis verpflichtet haben, hieß das ja auch, vorm Reis, die konnten alle nicht, die waren nach 60 Minuten platt, kam Reis. Vorbereitung gehabt, dann auf einmal hatten die Puste bis zur 97. Minute. Warum auf einmal jetzt nicht mehr? Da ist doch was passiert. Und was da passiert sein? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, der Reis hat geschissen seinen Job, dann kam der Bruch, dann haben die Spieler nicht mehr das gemacht, was er wollte, dann ist er diese scheiß Kompromisse eingegangen, wir trainieren um 10, seid ihr zufrieden? Und dann hat er die Macht verloren und dann haben die Spieler auch nicht mehr durchgezogen. Vielleicht, weil die Spieler auch keinen Bock mehr haben. Wie der Andreas gesagt hat, heute werden die Spieler wie gezüchtet. Wie der Andreas gesagt hat vorhin, da sind nicht mehr diese Fußballer, die eigentlich, man sagt ja, du sollst ja den Spaß am Fußball haben, richtig? Man soll ja, ich kenne das ja selber, in der Schulung, in der C-Lizenz haben die uns gesagt, immer die Kinder, das Erste, was sie lernen müssen, ist Spaß am Fußball. Spaß am Fußball. So, und wenn du dann jetzt Vereine gehst, Schalke, Bochum, Köln, Dortmund.
in der Jugend, da haben die doch keinen Spaß am Fußball. Die trainieren viermal die Woche, plus Samstagspiel, Sonntagsspiel. Und du musst Gas geben, musst Gas geben, musst Gas geben. Dann denke ich mir, irgendwann verliert er den Spaß am Fußball. Ja. Du musst den Ball annehmen, spielen. Ball annehmen, spielen. Wenn du dribbelst, viel dribbelst, schreien die schon. Schreien die schon. Dann haben die das, das. Dann denke ich mir, wo ist der Spaß? Dann habe ich, wenn ihr euch mal ein bisschen recherchiert, guckst du Fußballprofis. Manche Fußballer, die Profis werden, sind ja gar nicht von Anfang an in dieses, Leistungszentren. Ja. Leistungszentren sind die gar nicht. Du siehst, bei manchen, die kommen von einer Kreisliga-Mannschaft oder Bezirksliga-Mannschaft, von der Jugend, B-Jugend, bumm, und dann werden sie Profi. Es sind selten, dass sie von klein auf das schaffen, aber sehr wenige. So, deswegen holen sie dann Spieler aus dem Ausland, die nicht diese Akademie hatten, weil diese Spieler vom Ausland, aus Afrika, Spanien, die sind hungrig, Mann, weil sie diese Möglichkeit gar nicht hatten. Ey, und diese Spieler denken sich, boah, eine B-Jung, boah, ich habe Hunger. Einer, der von klein auf, sagen wir mal ein Beispiel, bei Schalke war von klein auf, macht die B, geht, sagen wir, B-Jung, A-Jung, da kommt jetzt einer aus Afrika, aus Belgien, A-Jung, sieht, was für ein Unterschied, was ich da habe und was ich hier habe. Ey, wie geil ist das denn? Der ist hungrig, der hat Hunger. Der eine bei Schalke, der kommt lockerer, macht seine Drills, da, 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 bum, bum, bum. Und die siehst du dann, bum, bum, Profi, bum, bum, Profi. Und die ganze Zeit im Leistungszentrum waren, sehr selten, dass sie Profis werden und landen irgendwo in der Landesliga, Verbandsliga, Oberliga, sehr selten. Und dann sind die immer diese Verkannte, haben nicht diese Lockerheit. Das habe ich gemerkt in vielen Vereinen. Verurteile jetzt aber nicht diese Leistungszentren. Das gibt's. Nein, Leute, die in den Leistungszentren zum Beispiel sind, die müssen ja nicht alle in der ersten Liga spielen und in der zweiten Liga spielen. Aber die spielen in der dritten und vierten Liga und da verdienen sie auch schon ihr Geld. Und das ist ja auch schon mal gut. Aber du hast ja keine Chance, wenn du jetzt in einem Bezirksliga-Verein spielst, dahin zu kommen, in einen so einen Verein zu spielen. Nein, das hat man nicht verurteilt. Leistungszentrum ist schon nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ich verurteile, pass auf, Wolfgang, ich verurteile doch nicht die Leistungszentrum. Ich sage nur, der Spaßfaktor geht irgendwann bei einem Kind, einem Jugendlichen, irgendwann verloren, weil dann kommt die Interesse mit Freundin, das, das. So, der eine, der von Afrika kommt oder aus Frankreich, der hat ja diesen Druck ja gar nicht. Der kommt einfach hin. Boah, hat richtig Bock, der hat Hunger. Das ist dieses Hunger haben, richtig Bock, Fußball. Ey, ich kann hier Profi werden. Aber diese Leistungszentrum, du musst ja Leistung zeigen. Du musst immer auf Top-Level spielen. Das ist ja nicht, du gehst dahin mit, ich habe Bock irgendwann. Irgendwann wird das, ey, da ist noch ein anderer, der ist stärker. Wenn der stärker ist, bin ich weg. Wenn ich stärker, dann ist das schon wieder Druck. Du hast schon Druck. Du bist schon mit Druck dann. Das ist es. Du hast ja da nicht mehr den Spaß, den du haben sollst. Du stehst ja dann schon unter Druck. Ich weiß das doch selber. Ich habe bei DC Mannheim gespielt. Wir waren in der zweithöchsten Liga, bis wir in der, damals hieß das Regionalliga, jetzt heißt das Bundesliga. Und da, ich war bei Wanne-Eickel und wir hatten alle was Spaß, weil wir untereinander befreundet waren. Boah, boah, da ist das ganz anders. Aber bei Leistungszentren, da ist kein Freunde sein. Selten hast du zwei, drei gute Freunde. Genau. Da ist, ich will ausspielen, du willst ausspielen. Da ist der Druck noch enorm. Da haben die nicht mehr diesen Spaß. Dann sind auch noch die Eltern, ey, du musst spielen. Pass auf, guck mal, der ist besser, der ist besser. Da geht der Spaß verloren an den Fußball, wo ich dir sage, hey, der Fußball muss Spaß haben. Du musst Spaß an das Spiel haben. Aber dieser Druck halten nicht viele aus. Und irgendwann, dieser Druck wird zu viel. Und diese Spieler sind auf einmal von dem Bildschirm weg und da kommen die Hungrigen aus Afrika, Frankreich, Spanien, ja, die haben Hunger, den juckt das nicht, was der sagt, das ist das Problem. Das ist aber genau, das kannst du vergleichen mit der ganzen, wieder, das ist wieder nur ein Spiegelbild von dem, was generell abgeht. Guck dir mal die Musik noch an, in den 80ern, dann 90er, der Musikmarkt zum Beispiel auch verflacht, weil du hast so viele Leute, man gibt einfach mehr. Bei Fußballspielern ist es so, du hattest früher einige, weil die Eltern haben gesagt, du machst erstmal deine Lehre oder du machst erstmal auch, das ist das Wichtige. Und die wirklich gut waren,
die sind dann weitergekommen zum Fußball und haben es dann auch irgendwo zu was gebracht, die ganzen großen Namen, die wir kennen. Heute heißt das bei vielen schon, wir prügeln uns, unser Kind so lange zum Fußball, ja, und wenn es gut ist, dann muss das in das Leiter. Das ist der Fußballspieler, egal ob erste, zweite oder dritte Bundesliga, da ist überall und auch darunter ist überall nur noch Kohle im Spiel. Nur noch Kohle. Das heißt, das Geld, wie erkläre ich, weißt du, was ich meine? Also die Fußballspieler werden praktisch hergestellt wie eine Ware. Und schon der Landesligaverein, schon die zahlen ja. Weißt du, also es wird. Und nicht zu wenig. Ja, das Geld überwiegt einfach so dermaßen, dass es nicht mehr. Guck dir mal richtige Fußballspieler, also richtige Fußballspieler an. Es ist doch heute, es geht dann darum, die Leute müssen eine gute Frisur haben, die müssen auf Instagram präsent sein. Früher haben die Fußballtraining gehabt, sind nach Hause gekommen und haben mit ihren Freunden weitergespielt. Heute machen die Fußballtraining, genau. Kommen nach Hause und gehen an eine Playstation. Das ist, Michael, danke schön. Ey, guck mal, Michael Finger. Francesco, ja, Michael, ich mag dich, aber muss ich jetzt eine Antwort geben. Nee, auf die Antwort muss ich, okay. Erstmal danke für die 20 Euro. Aber du kommst mir mit Mendil und Harit, ich rede von Jugendspielern. Lies erstmal, lese erstmal. Lese erstmal vor. Hallo. Ich rede von B-Jugend, A-Jugend, C-Jugend. Ich rede doch nicht von Senioren, wir reden von Leistungszentren. Ihr kommt mir gerade nicht, du bist nicht der Einzige. Thomas, du kannst mir das beste Beispiel sagen, weil du hast im Leistungszentrum gespielt, richtig? Nee, nicht Leistung. Ich durfte mit 15, bisschen beim ersten FC Köln mal mitspielen, dann bei Mainz 05. Und ich kann dir halt recht geben, was abgeht, ist halt. Ja, Michael. Ich war halt auch einer vom Dorfverein. Ich habe ein Jahr Rheinland-Auswahl gespielt, ohne in einem Verein zu sein. Ich war gut. Und bin dann halt auch in die Profiklubs teilweise eingeladen worden. Und man merkte halt einfach auch bei den Trainings und. Es ging nicht mehr um Spaß. Das ist halt, da wurden Sportskameraden, da wurden die Schuhe vom Training aufs Dach geschmissen, dass sie nicht mittrainieren können. Das ist halt nur noch Konkurrenz. Du willst dich nur noch durchsetzen. Und als Spieler, der einfach nur aus Spaß an der Freude und der kann was und der ist gut, aber ein lieber Kerl, der wird nicht gefördert, weil er untergeht. Vom Trainer her, weil der sieht nicht, dass er nicht gut ist, sondern der geht unter, weil die Mannschaft macht den Platz. Die eigene Mannschaft. Ich meine, wenn meine Schuhe auf dem Dach geschmissen werden, dann hat das schon nichts mit Leistung zu tun, sondern mit Mobbing was zu tun. Ja, ich finde einfach nur Leistungszentrum heißt ja eben Leistungszentrum, weil man da Leistung bringen muss. Und da kommen ja auch nur die Besten dann rein. Da kommt ja nicht jeder rein. Da kommt einfach nur, die suchen sich da ein paar Leute aus, wo sie Hoffnung haben, dass sie sich entwickeln können und dass die eben ihre Leistung steigern. Deswegen gibt es ja diese Leistungszentren. Aber das sehe ich dann auch, wie gesagt, ich durfte ja so ein bisschen mitmachen. Ich sehe das dann beim Andreas auch. Es wird vor 10 Jahren oder so, wurde halt ganz krass nach einem bestimmten Typ auch gesucht. Ja. Ganz schön sagen. Die wird selektiert. Ja. Da wird der Typ gefordert, der gerne arrogant auch ist, aber auch irgendwo seine Schnauze hält und Egoismus ist auch gern gesehen, damit er sich später durchsetzt. Und das hat sich dann, mein Bruder war auch ein guter Fußballer, das hat sich dann irgendwann geändert, dass man halt auch gesagt hat, wieder, wir wollen mehr Spieler, die für die Mannschaft da sind. Aber das war vorher, zu meiner Zeit, wollte man nur Spieler haben, die sich wirklich auch durchsetzen können. Quasi wie ein Geschäft. Es sollte sich lohnen, in den Spieler zu investieren. Ja. Also, dass Fußball ein Geschäft ist, ne, das wissen wir ja wohl alle, oder nicht? Ja, aber wir das übertriebene ist aber ein Mannschaftssport. Dieses übertriebene Leistungszentrum, ich glaube nicht, dass ein Zlatan Ibrahimovic unbedingt ein Leistungszentrum brauchte. Genauso wie unser schöne. Özil brauchte auch keins. Ibrahimovic, aber ich weiß zum Beispiel, dass ein Messi ein Leistungszentrum brauchte hier von Barcelona. Und dem haben sie Wachstumsmittel zum Fressen gegeben, damit er groß genug wird, bei den Profis mitzumachen. Das sind Kinder. Ja, das sind immer noch Kinder.
Der hat im Laborversuch mit dem sollte der größer werden, dann haben sie dem Medizin zu fressen gegeben, dass der wächst. Ja, das weiß ich. Herzlichen das ist mir Glückwunsch. Sorry. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nein, ja. Schön. Das ist schön. Ein Business. Es ist ein Business und das wird halt, da wird bei Jugendlichen nicht Stopp gemacht. Aber was hat dir wir reden jetzt von Messi, ne? Reden wir jetzt von Messi? Ja. Ja, ja aber hat ihn das jetzt geschadet oder was? Es hat den gesamten Fußball schaden können, wenn er nicht so ein geiler Fußballer wäre. Dem gesamten Fußball schadet es. Vielleicht nicht der einzelnen Person monetär. Aber wer weiß, vielleicht gibt er auch in 5 Jahren um. Herzinfarkt, bumm, weiß ich nicht. Also generell schadet es der einzelnen Person jetzt vielleicht im Augenblick nicht. Aber dem Sport und das, was, und darum geht es ja eigentlich, dem Sport und was er für die Gesellschaft uns bedeutet, schadet es extrem. Natürlich, weil durch solche Machenschaften wird es irgendwann, in 30 Jahren, wird es nur noch eine Liga geben. Die wird finanziert von riesengroßem Geld und die Leute werden wahrscheinlich, wird in der Halbzeit bei jedem irgendein scheiß Troller da auftreten, damit das ein Familienhappening wird. Und dann brauchst du deine kleinen Gladiatoren, die da reinrennen. Aber was uns, das ist vielleicht im Ruhrgebiet und auch in Köln oder bei allen traditionellen Vereinen so, da werden die Leute jetzt wieder sagen, ja, aber so ist das nun mal nicht mehr. Ja, aber das ist doch das Wichtigste. Guck dir mal die ganzen Ultras, die ganzen Fanbewegungen weltweit an. Das wird alles kaputt gehen. Unser Timo Becker, das sind noch Fußballer. So ein Churlinov oder was weiß ich. Aber früher, die Spiel. Ich weiß ja nicht, ob man sich einfach ergeben muss oder ob man sagen muss, ja, vielleicht ist so ein Discord für diese Ultras worldwide mal richtig. Und vielleicht muss man da einfach mal zum. Ja, du kannst eh nichts gegen machen. Gegen diese ganze Kohle-Scheiße kannst du halt nichts machen. Kannst nur den Eltern sagen, passt auf eure Kinder auf. Aber die Eltern sehen ja auch nur die Kohle. Die Eltern sagen ja, oh, der Kleine soll so, da das ist es ja, Andreas. Die sehen, boah, mein Sohn, wenn der Fußballer wird, boah, ey, den muss ich drehen, ey. Und wenn er nach Hause kommt, ey, deine Leistung war scheiße, Junge, du musst Gas geben, scheißegal auf den einen Kollege. Ja. Du musst ihn umtreten, damit du spielst. Genau. Hey, genau. Mir hat man beigebracht. Hat aber der Verein nichts mit zu tun, sondern die Eltern. Nein, Verein. Wolfgang, ich habe bei. Ja, Entschuldigung. Nein, kannst ruhig reden. Ich würde nur sagen, auch beim Verein, als ich damals bei Köln mittrainieren durfte, war auch die Rede, du musst im Training deinen eigenen Mitspieler umwämsen. Wo ich mir denke, warum soll ich den umtreten? Der muss doch nächste Woche mit mir auf dem Platz stehen. Ja, genau. Das wird mir schon in den Kopf gesetzt. Thomas, ich habe einen Kollegen gehabt, aber schon, da ist lange her. Der hat bei Bochum Probetraining gemacht und dann war der bei Schalke Probetraining. Und da habe ich manchmal so zwischendurch gut. Der war wirklich genialer Kicker für mich. Ey, der hat bei Schalke, den hat der nicht im Kader genommen, weil es war ein Spieler, wo die Eltern mehr zu sagen hatten und haben den genommen. Dann denke ich mir, alter Schwede. So ein Spieler, denkst du, in der Bundesliga laufen Spieler, die einen Profivertrag gekriegt hätten? Da waren andere Sachen, warum die Profivertrag, weil du kannst mir nicht sagen, jeder Profi ist ein super Kicker da oben. Niemals. Sorry, wenn ich das so sage, ne? Aber ey, das ist wirklich, das ist heutzutage, und jetzt guck mal, jetzt versuchen die in der Jugend ohne Punkte und ohne Tabelle irgendwas zu erreichen. Ja, die nehmen den Jungen, die haben mich gefragt, was hältst du davon? Ich sage, ich Schwachsinn. Was ihr davor habt, ist der größte Scheiß, den ihr überhaupt machen könnt. Ey, ein Jugendlicher, so, der guckt doch gerne auf die Tabelle. Boah, welchen Platz sind wir? Wie viele Punkte? Ey, wir können Erster werden. Das ist doch der Spaß. Und überleg mal, du spielst und da zählen keine Punkte, keine Siege. Wie willst du denn wissen, wie ich gewinnen soll oder verlieren soll? Haben wir jetzt diese woken Idioten schon im Fußball oder wie? Habt ihr denn gehört, wie der Gerät jetzt gegen diese mentale Schwäche von Schalke vorgeht? Mit Punktesystem. Der macht doch im Training. Ja, ja. Ich mach das gleich auch bei uns. Ich finde das geil. Es geht halt um Wettkampf. Ja, Sport ohne Wettkampf, da brauchst du keinen Sport mehr zu machen. Da brauche ich keinen Ganz, genau. Da brauche ich keinen Sport mehr. Wer ist Hochsprung-Weltmeister? Ja, alle. Ja,
Du kannst, wenn du jetzt denn hast, ein neunjähriges Kind, wenn ich Bock hat auf einen Sieg und nicht in der Tabelle oben auf dem ersten Platz stehen will, dann ist doch für die das Höchste. Ja, das war für mich. Die DFB hier, eure Dings, die wollen das ja abschaffen mit Punktesystem und Tabelle. Das ist, ey. Ja, wer will das denn abschaffen? Die Mütter oder was? Oder die Väter? Weil wer will das? Nein. Damit der einzige Sohn um auch eine Medaille Politik kriegt oder was? Wenn das scheiße ist, ist das scheiße. Er soll in den Schachclub gehen, aber kein Fußball spielen. Dann, ey, das, was soll der Schwachsinn? Das ist Unsinn, ist das. Sag nichts über Schach, ich hab 10 Jahre Schach gespielt oder 15 Jahre. Ja, hätte ich jetzt Meerschweinchenzuchtverein gesagt, hätte irgendeiner im Chat geschrieben. Ich bin aber Vorsitzender vom Meerschweinchenzuchtverein. Ja, toll, super. Ist ja auch schön, aber du bist halt auch nicht jetzt Fußballprofi, oder? Also, das geht mir so auf. Du bist halt ruhige Bürger, wenn du keinen Gewinner mehr hast, ne? Meinst du? Oder drückt sich das doch woanders aus? Guck mal, Money51 hat das auch gut gesagt. Money51 sagt auch, und das stimmt, da hat der Money auch recht. In den Zenten wurden jedenfalls bis vor 15 Jahren nur Theorie und Kondition gemacht. Und da haben viele Jungs hier die Lust verloren. Dribbling war abgeschafft worden, weil die nicht gemocht haben zu dribbeln. Ja, jetzt heißt es, ihr müsst annehmen, gucken, spielen. Annehmen, gucken, spielen. Dribbelt zu viel, heißt es wieder, ey, die darfst nicht so viel dribbeln. Bum, bum. Das sehe ich ja in vielen Sportarten, bei Schalke, auch in der Jugend und so alles. Irgendwann verliest der Junge den Spaß. Du sollst Spaß haben am Fußball. Ich sage immer wieder, wenn ihr Bock habt, gebt ihm einen Ball, lasst uns Spiel machen. Der hier, wie heißt der? Der Gary Herland, nee, wie heißt der? Der mit dem Wolf, wo die sagen, kleine Spieler, 3-3, 4-4, da ist jeder Spieler in Bewegung, jeder kriegt mal einen Balkon. Wie hieß der nochmal? Gerlach? Hermann Gerland. Ja. So. Ah, guck mal, was er sagt über die Fußballer. Wir brauchen Fußballer wieder, die Spaß am Dribbeln haben, Tore schießen. Das ist doch das, wo du Spaß machst. Was bringt mir das, wenn du im Trainingsspiel, ich sehe das ja selbst, wenn ich mal ein Trainingsspiel mache, achte ich mal drauf. Dann mache ich ja 8 gegen 8, wenn ich genug spiele, 8 gegen 8. Dann siehst du, da denke ich mir immer die Worte an Hermann Gerland, 4-5 Spieler laufen, der Rest bleibt immer stehen. Der Rest hat kaum Ballkontakte, weil die sich einfach hinten rechts, der eine stellt sich hinten rechts, der eine links und machen gar nichts. Spielst du aber, wie der Hermann Gerland macht, 3 gegen 3, 4 gegen 4, dann sind sie alle in Bewegung, jeder hat viele Ballkontakte, klar, dass der eine mehr hat als der, aber jeder kann mal versuchen, ein Tor zu schießen und bei 9 gegen 9, da siehst du das auf dem Trainingsplatz, Arschlecken. Der bewegt sich nicht, der bleibt da stehen, und das ist auch bei den Senioren das Gleiche. Guck mal auf die Gesichter der Spieler. Guck mal, Francesco, weißt du noch, als wir da standen, auf die Autogramme gewartet haben und der eine Spieler eben nicht kam, so. Uedraogo. Und guck mal in sein Gesicht. Und überleg dir mal, warum bleibt der vielleicht ein ewiges Talent? Oder warum Sané, das sind, okay, das hat jetzt da schon noch hingehauen. Aber guck, ich würde jetzt echt mal anfangen, guck mal in die Gesichter junger Fußballspieler und überleg dir, ist da noch ein Funken Spaß? So ein Thomas Müller, der macht auch Spaß auf dem Platz auch nochmal einen Spaß. Der hat Spaß am Fußballspielen. Zlatan Ibrahimovic, Spaß am Fußballspielen. Auch ein Messi noch und so. Und diese Fußballspieler, die wirklich Charakter haben und denen es Spaß macht, Fußball zu spielen. Bei uns, Zulinov, der hat auch mal, dem macht er Spaß. Mörkin hat Spaß am Fußballspielen. Der freut sich auch über eine richtig. Aber dann hast du diese ganzen neuen komischen Spieler, die da kommen. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema natürlich. Aber das macht mir auch Sorge, wenn ich mir so Leute angucke, die wirklich, da siehst du, es geht nur noch ums Geld. Und dann kann auch noch jeder einzelne Fußballspieler, kann dann auch jeder einzelne irgendwelche Werbeverträge anschließen, nur damit jeder beschissene Instagram-Post von dem vielleicht nochmal 50.000 Euro bringt. Es ist einfach. Weiß ich nicht. Eventuell muss man den Verein da wieder stärken und die Spieler mal so ein bisschen zurückfahren. Aber da, ja, das ist wieder die Sache mit dem Geld. Das Geld macht halt alles da kaputt.
Guck, wenn du 300 Millionen verdienst, das wird Kindern schon erzählt. Ja, guck dir doch alle Fans von Messi und diesen ganzen anderen Lackaffen da, die irgendwie 300 Millionen dafür kommen, damit sie in so einem Kackclub dann nach Katar oder sonst wohin gehen. Also, Andreas, zum Beispiel, ein Mbappé. Ich habe meinen Kindern gesagt, ich möchte niemals sehen, dass ihr euch ein Mbappé-Trikot kauft, weil ich mag diesen Spieler absolut nicht, weil er charakterlich richtiges Arschloch ist. Sorry, wenn ich das sage. Auch mit 19 Jahren ein Egoist-Arschloch ist. Weil da siehst du, er spielt nicht für den Spaß, er spielt für seine eigene Show. Das war mein Spiel in der Champions League, werde ich nie vergessen. Da habe ich das meinem Sohn nochmal gezeigt. Da hat ein Spieler von Paris den Ball und da hat noch Messi bei denen gespielt. Da hat er einen, so, ich weiß nicht, welcher Spieler das war, so ein No-Name-Spieler oder sowas bei denen. Hat den Ball in der Mitte. Rechts läuft Messi, links läuft Mbappé. Konter. Er läuft mit dem Ball, er spielt zu Messi den Ball. Mbappé sieht das, läuft ein paar Meter, guckt, bricht ab und meckert und ist voll sauer und läuft gar nicht mehr weiter. Messi läuft weiter, spielt den Ball innen rein, so richtig schön in die Mitte rein, fest, ne? Wäre Mbappé mitgelaufen, hätte er das Ding gemacht, aber weil er so sauer war, weil er nicht den Ball gekriegt hat, er war sauer, dass er seinen Mitspieler Messi den Ball gekriegt hat, da siehst du doch schon, so ist der Spaß, der will Tore machen. Er ist nur auf sich eingestellt. Der scheißt auf die Mannschaft, der scheißt auf die Mitspieler. Ja. So, wenn ich aber ein Trainer draußen wäre, hätte ich diese Aktion gesehen. Ich hätte ihn sofort runtergenommen. Aber das darf der Trainer nicht, sonst hätte er seinen Job verloren. Weil Mbappé ja wieder das Sagen hatte. So, dann sage ich, wo ist der Spaß? Dann ist doch nicht mehr der Spaß am Fußball. Dann ist nur, ich denke nur an mich, an mein Geld, an meine Sponsoren, an meine Verträge, weil ich immer, ich bin der Star. Und schon mit 19 Jahren, das müsst ihr euch denken, mit 19. Und dann sage ich zu meinen Kindern, wer ihr kauft euch ein Mbappé-Trikot, ich ohne zu lügen, dann werde ich richtig sauer, weil das hat der ja verdient nicht, ein Trikot von dem zu kaufen. Keiner, niemals von so einem Spieler will ich mir ein Trikot kaufen oder meine Kinder oder alle anderen Kinder, weil das Charakter nicht der zeigt. Der ist der falsche Spieler auf dem Fußballplatz, auch wenn er Talent hat, aber nicht so. Er ist nicht der Spaß am Fußball hat. Der ist nur gierig. Ja, nicht Spaß am Fußball. Für mich genau, hat er keinen Spaß am Fußball. Du hast da einen guten Punkt gerade gehabt, denn das ist ja eben die Transition, der Übergang vom Teammitglied zum einzelnen Produkt. Der Fußballspieler ist jetzt das einzelne Produkt. Das hat richtig Fahrt aufgenommen mit Spielerberatern. Die managen keine Person, die managen das Produkt. Denn jeden scheiß Fußballschuh, den der postet auf Instagram, du musst ja mal gucken, die kriegen vielleicht von ihrem Verein noch Geld und dann kriegen die hier ja unglaubliche 300 Millionen zum Beispiel für eine. 300 Millionen, überleg mal, wovon die gar nicht sprechen. Denn der einzelne Fußballspieler, dieses Produkt, das haben sie hier jetzt beim American Football, da durften die Spieler hier in den Stadien, die durften keine einzelnen Verträge haben, die dürfen kein Geld verdienen hier am College. Jetzt haben sie das vor 2 Jahren geändert. Die kriegen pro Instagram-Post, kriegen die 20, 25, 30.000 Dollar, wenn die ein bestimmtes Produkt in diesem Post haben. Seitdem drehen die hier völlig am Rad. Da siehst du irgendwelche komischen Autos rumfahren, die hast mit scheiß Louis Vuitton beklebt. Da kauft sich einer ein schönes Auto mit Louis Vuitton beklebt. Die drehen völlig am Rad. Und bei Fußballspielern ist das ja genauso. Die Spielerberater, die freuen sich den Arsch ab. Die kriegen für jeden Scheiß, wie gesagt, der Fußballspieler ist nicht mehr Teil des Teams, der Fußballspieler ist das Produkt. Und in welchem Team der spielt, ist scheißegal. Das Team ist scheißegal. Ist egal, genau. Im Endeffekt entscheide ich immer noch als Spieler, wo ich auch wirklich bleibe. Und wenn ich dann einen Spielerberater habe und so, wenn er sagt, ich soll da und da hingehen, weil er mehr Kohle bringt, und ich sage nein, dann kann der Spielerberater machen, was er will, dann ist das halt so. Ja, Michael Finger sagt, wer Leistung bringt, soll verdienen. 300 Euro, kein Mensch ist es wert, 300 Millionen für irgendeinen Scheiß zu verdienen. Sorry, sehe ich nicht. Da bin ich vielleicht... Dann supportest du solche Spieler. Vielleicht bin ich dann Sozialist, Michael, oder Kommunist. Solche Leute supportest du,
Klasse. Da fängt dann schon an, dass man solche Leute supportet. Das Beste, was man machen kann, meiner Meinung nach, wenn, wie gesagt, das ist eine weltweit, das geht nur weltweit mit der, na, weiß nicht, ob das weltweit geht, denn vielleicht will nicht jeder unbedingt in Katar wohnen, aber es muss, irgendwann müssen, die Gehälter müssen gedeckelt werden oder das Team-Budget muss festgelegt werden. Und aber wie gesagt, es muss, wird eh nicht passieren, weiß ich, dazu ist das Geld zu mächtig. Aber idealerweise würde es heißen, ja, die deutsche Bundesliga ist eine Vereinsliga, also musst du sowieso schon mal Verein sein. Und dann darfst du auch noch, dann muss halt eben, jetzt kommt super Schwachsinn, passt auf. Hört ihr mich eigentlich noch? Ja, Fußball. Ja, Wolfgang. Fußball muss im Fernsehen frei zu sehen sein, der Fußball ist für die Menschen und nicht nur für Auserwählte, muss im freien Fernsehen empfangbar sein, die Gehälter müssen gedeckelt sein und es darf auch nur Vereinsligen geben, alles andere ist Unsinn. So, fertig, das muss weltweit geschehen, klar, aber ansonsten geht's zur Hölle und das wird es eh gehen, das weiß ich. Diese Euro-Super, was weiß ich, was Liga wird irgendwann kommen. Ja. Weil die Leute rumheulen, ja, wenn wir diese Liga nicht kriegen, verdienen wir nicht genug Geld, um die Gehälter zu bezahlen. Ja, normaler Mensch überlegt sich dann, ja, vielleicht sind die Gehälter dann einfach zu hoch, was da passiert ist. Einfach genau. Nein, dann wird überlegt, nee, wie machen wir noch mehr Geld? Das ist genauso wie, ja, warum werden in unserer Stadt 20 Leute erschossen pro Wochenende? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich ist die beste Lösung mehr Waffen. Es ist Schwachsinn. Es ist schwachsinnig, aber es wird trotzdem gemacht, damit einige wenige richtig Asche machen. Und das ist, naja, das ist Schwachsinn, aber wir machen es halt mit. Ja, traurig. Manchmal sind Revolutionen gar nicht mal so schlecht. Mein Gott, immer, du nimmst mir den ganzen Spaß am Fußball, weil ich glaube, ich muss mir eine andere Sportart suchen. Nö, die gibt's nicht. Was willst du denn? Selbst die Assis, die besoffen in der Bahn, in der Bar irgendwelche Pfeile auf Dart schmeißen, selbst die kriegen heute irgendwelche Superverträge und man verkauft es als ganz tollen Sport. Dart. Irgendwann wird Murmeln noch ein Riesensport. Wolfgang! Ich sag dir mal eins, heutzutage kannst du durch YouTube sogar schon Millionär werden. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Broski siehst, ne, ich mag den Broski wirklich, aber das ist ein Millionär geworden durch YouTube. Ja klar. Ja, ja gut, durch uns, ne? Ja, durch uns alle, die ihn zuschauen und alles Mögliche. Aber mehr durch die Kids, ne? Weil der zockt, der hat auch früher Plesi gezockt und Spiele durch die Kids mehr, ne? So, alles. Wenn du so richtig guckst, durch mehr die Kids. Hier, Eli Geller. Kennt ihr Eli Geller? Guck dir einen Vlog von Broski an. Wenn der über Schalke einen Vlog macht, dann hat der 200.000 Dings. Hat der. Schau dir mal Eli Geller an. Eli Geller, auch Streamer, aber. Was ich geil bei dem finde, er macht ja selbst noch Firmen. Er hat Dealersport aufgemacht mit noch einem Streamer, eine Fußballmannschaft, die in der untersten Klasse in Berlin angefangen hat. Jetzt sind die in der Kreisliga B, wollen in der Kreisliga A aufsteigen. Der hat mehrere Sachen macht er, wo er nebenbei noch Geld verdient. Er macht ja nicht nur seinen Stream. Der ist ein richtig kluger Junge, 24, 25 Jahre. Was der auf die Beine für sich baut, seine eigene Firmen hat er schon. Da eine Firma mit Kollegen, da eine Firma. Da, der macht richtig Geld damit, weil er gemerkt hat, wie die Branche funktioniert, wie er weiß. Wie der Gamer-Buzzers, wie Broski. Die Branche. Was ist denn daran gut? Du erzählst mir gerade, der baut sich seinen eigenen Fußballverein auf. Was ist denn das RB Leipzig-System? Das ist doch schlimm, ist das. Nein, das ist kein RB Leipzig-System. Der fängt doch von unten an. Die haben doch kein Geld. Der hat ja nicht so viel Kohle. Der investiert ist aber nicht kein sein eigenes Verein, Geld. Eine eigene, zum Beispiel, wenn ich Bock habe, eine Fußballmannschaft aufzubauen, brauche ich ein bisschen Startkapital. Ist klar, sonst kann. Aber ich fange von der Kreisliga C an, von ganz, ganz unten. Aber mit Geld. Das ist aber kein Verein. Das ist aber kein Verein. Ohne Geld kannst du keine. Das ist aber kein Verein. Normal ist das. Der hat einen Verein, der hat jetzt eine erste Mannschaft. Jetzt hat er jetzt die zweite Mannschaft aufgemacht. Wie viele Mitglieder hat er denn? Jugendbereich aufmacht. Wie viele Mitglieder hat er denn? Also Vereinsmitglieder. Ja, nicht viele, ne?
Nicht viele. Die haben ja jetzt vor zwei Jahren, vor eineinhalb Jahren erst aufgemacht. Francesco, das ist genau der gleiche Scheiß, den RB macht, nur fängt er weiter unten an. Mit Kohle, Mannschaft zusammenkriegen und dann verlieren. Das ist genau der gleiche Scheiß. Das hat mit Sozial, was mit aber unserem Verein. Aber welche Kohle? Der bezahlt die Spieler ja nicht. Der kann ja die Spieler nicht bezahlen, alle. Die kommen ja freiwillig. Die wollen ja alle freiwillig spielen. Weil die den kennen. Andreas, wir haben auch eine Mannschaft aufgebaut damals. Grün-Weiß Hessler hieß die. Wir waren alles nur Kollegen. Wir sind aufgestiegen in der Kreisliga B. Wir haben gesagt, unser Ziel Landesliga. Wir wollen zusammen. Also wenn er einen Verein gegründet hat und das nicht als Fußballunternehmen gegründet ist, sondern als Verein und dieser Verein auch ein Sommerfest hat und ein Weihnachtsfest, dass die Familien zusammenkommen und dass dann Kinder zusammen Fußball spielen, dann habe ich nichts gesagt. Wenn das allerdings nur darauf angelegt ist, irgendwann Profit zu schlagen, dann kann er sich mal effen. Und zwar ordentlich. Profit, sagen wir so, der verkauft sogar seine eigene Trikots schon. Ja, ganz toll ist das. Ich finde das scheiße. Ja, aber wenn du doch was machst und Profit, ist doch egal mit was. Aber ich beobachte die ja. Ich sehe ja, wie die spielen und so, ja, okay, alles. Die machen auch viel. Der schöne Udo war mit 23 auch sehr erfolgreich. Der hat zwar nur ein paar Mädels vermöbelt und hat dann sein Nuttenimperium aufgebaut. Ja, ganz klasse. Ja, also. Nein, in der Hinsicht beobachte ich ja den Fußballbereich auch. Es gibt auch noch eine andere Mannschaft, wo ich mich so kaputt gelacht habe über die. Aber da siehst du richtig, die haben Spaß dran auch. Ne? Die wollen Erfolg und die wollen Spaß haben. Achso, bei Delay Sport verdient kein Spieler. Ich gerne. Nein, Profit ist wichtig, natürlich. Also es geht mir eigentlich, die Idee ist ja auch geil, so einen Verein dann aufzubauen. Aber ich hatte jetzt das so verstanden, dass da irgendein riesen Streamer hingeht und halt mit Kohle sich ganz einfach Spieler zusammenkauft, um dann in der Liga nach oben zu steigen. Nein. Das wäre halt genau das Gleiche, was RB Leipzig auch gemacht hat. Ne? Nein, das nicht. So viel Geld hat er jetzt auch nicht, um so solche Spieler zu kaufen. Da sind der Trainer, du musst mal sehen, der Trainer ist ja richtig cool, Alter. Der streamt jetzt auch. Auf einmal fängt er an zu streamen, weil die anderen streamen. Ja. Du kannst ja auch die Spieler auf Twitch sehen live. Die streamen, das ja auf Kreisliga B ist dann. Kreisliga Move. B. Das ist ich Move gerade. Kaputt. Move gerade, Andreas, würdest du, die Frage alleine schon, würdest du 300 Millionen ablehnen, wenn du die durch Werbung verdienen könntest? Der kriegt die nicht durch Werbung, das ist sein Gehalt erstmal. Und natürlich nicht. Es sollte diese Möglichkeit gar nicht geben. Natürlich lehne ich das ab. Wenn ich Kohle hätte. Aber ich sag dir mal, ich verspreche dir das. Ich verspreche dir jetzt, wenn ich 300 Millionen kriegen würde, ich habe keine Kinder, so von daher würde ich die Schuld, ich verspreche, wenn das jemals passiert, bezahle ich alle Schulden, die Schalke im Augenblick hat. Ich möchte dann, wie ich sage das immer wieder, ich will dann würden mich Leute für bekloppt erklären. Aber ich weiß doch ganz genau, ich brauche in meinem Leben nicht mehr für Currywurst zu bezahlen. Ich möchte eine von diesen dämlichen 100.000 Euro, von diesen dämlichen 100.000 Euro Logen möchte ich gerne haben. Da haue ich dann Büro rein, so, und lebe da vielleicht auch eine große Zeit. Aber ich würde nicht dahin gehen und mir irgendwelche Drecksjachten kaufen. Ich bin halt sozial, was soll ich machen? Ich bin da halt vielleicht bin ich zu sozialistisch. Keine Ahnung, kann ja sein. Nee, ja, das finde ich gut. So wäre ich auch. 100%. Ich würde gerne mein Team aufbauen, so eine eigene Mannschaft aufbauen von ganz unten und schauen irgendwann so als Präsi, schaffe ich das bis ganz oben. Ich hätte Bock, weil ich Fußballer bin und ich Bock drauf dann habe. Mach das bei FIFA am Computer. Mach das auch am Computer. Du hast doch schon. Wenn du so die Kohle kriegen würdest, da ist doch Schalke, da ist doch alle da. Ist doch alle da. Also, Fußballer. Das Problem ist ja schon, in der Landesliga wird ja schon Geld gezahlt. Da wird ja schon Geld gezahlt an die Spieler. Nicht nur in der Landesliga, ja, sogar in der Kreisklasse. Ja. Ich habe in der untersten Kreisklasse Geld gekriegt. In der untersten Kreisklasse habe ich Kohle gekriegt. Das fängt ja schon an mit kleinen Beträgen und so. Aber Das ist es ja. Überall ohne Geld geht fast gar nichts mehr. Und dann haben wir nur mit den Jungs gespielt, mit meinen Jungs, und da haben wir gar kein Geld gekriegt. Ich muss mal Geld rein investieren. Weil wir keine Kohle hatten. Wir mussten Geld rein. Wir zerstören eigentlich einfach nur das, was,
was viele Leute machen sich drüber lustig, die Deutschen und ihre bescheuerten Vereine und ihre die Taubenzuchtvereine und bla bla bla. Wir vermissen, wir machen gerade das kaputt, was eigentlich dieses deutsche Vereinswesen ausgemacht hat. Dieser Fußball hat von Norden bis Süden so viele Menschen zusammengebracht und auch so viel Gutes getan. So vielen Kids, die sonst nichts zu tun hatten. Ja, die sind halt zum Fußballverein. Das geht alles kaputt. Das geht alles mehr und mehr kaputt. Dafür haben wir dann nur noch irgendwelche Leistungszentren. Wie die bescheuerten Amis. Da wird dann das Kind 2 Wochen für 2.500 oder so Dollar zu einem Fußballcamp geschickt. Ja, super. Aber dann haben sie so einen abgewrackten englischen Fußballspieler. Der wird halt eingeflogen. Der kriegt halt so und so viel Kohle. Es ist nur noch Geld. Nur noch Geld, Geld, Geld. Klar gehört das dazu. Und klar sollte man die Marke Schalke auch gut vermarkten. Natürlich. Aber wenn man Spielern irgendwann 20, 30, 40 Millionen im Jahr zahlt, dann ist doch was falsch. Also wie gesagt, also... Da sind wir uns ja alle, sind wir uns ja alle einig. Klar ist das zu viel, das ist zu viel. Also wo willst du die Grenze setzen jetzt? Ne? Wenn ich 1-2 Millionen im Jahr verdienen könnte durch Fußball, was mein Hobby ist, was ich gerne spiele, das wird da eigentlich schon reichen. Und dann gibt es dann diese Ausnahmen über Werbung, dann kriegst du noch ein bisschen was dabei. Aber 20, 30 Millionen ist total übertrieben. Ja, und wir reden jetzt aber mittlerweile bei manchen Spielern von 120 Millionen. Beim Eishockey hier ist das ja auch so. Dann hat man irgendwann angefangen, wie gesagt, also mich stört das einfach wahnsinnig. Es wird genau das kaputt gemacht, was wir am Fußball lieben. Und das ist das Familien, das Menschen. Klar, geht man auch mal schön zu einem Spiel und dann gibt es bei der dritten Halbzeit auch ein bisschen Ärger. Das gehört alles irgendwo dazu. Aber normal, normal diese ganze Geschichte, was wir am Fußball lieben, ist ja auch, dass wir am Spielfeldrand stehen mit einer Wurst und einem Bier und man trifft sich. Also dass dieser ganze Aspekt, das wird alles kaputt gemacht, wenn wir nur noch diese Scheiße, wenn die meiste Kohle kommt nur noch von Fernsehgeldern und von Werbeeinnahmen. Und das ist einfach wahr. Mich kotzt das einfach an. Mich kotzt das an. Andreas, der Amateurfußball geht doch sowieso schon kaputt. Wo sie angefangen haben, die Sonntagsspiele auf 15 Uhr, 15.30 Uhr, 13, 13.30 Uhr zu setzen. So geht der Amateurfußball doch schon weg, weil wenn Schalke spielt, hier im Kreis Gelsenkirchen, spielt Schalke Sonntag, Beispiel 13.30 Uhr oder 15 Uhr, so Beispiel, dann hast du im Amateurfußball kaum Zuschauer, weil die alle Schalke gucken. Da fängt das doch schon an, Amateurfußball kaputt zu machen. Wer trifft denn die Entscheidung? Genau, da gebe ich Marcello absolut recht, absolut. Früher war es ja immer so gewesen, dass die Bundesliga am Samstag gespielt hat und ein Spiel am Freitagabend war, das war auch früher schon so gewesen. Aber jetzt der Sonntag, dass du dazugekommen bist, wo normalerweise der Sonntag der Tag der Amateure gewesen ist, finde ich auch nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da fing das schon an, haben die kaputt gemacht. Ja, absolut nicht schön. Das ist traurig. Und das sieht keiner. Alle reden von die Scheiche, das. Aber das mal alle mal sagen, der Amateurfußball ist kaputt gegangen. Seit die Sonntagsspiele gekommen sind, geht der Bach immer mehr tiefer. Und da sind immer weniger Zuschauer auf die Plätze. Ich sehe das selbst. Ich sehe das doch, wie wenig Zuschauer. Ja, die sterben früher, aber auch aus. Früher, wenn ein Kreisliga-A-Spiel war, Blau-Weiß-Gelsenkirchen gegen Hessen und 6, da hast du auf der Tribüne 300 bis 400 Zuschauer gehabt in der Kreisliga auf den Sonntag. So, da denkst du, boah, geil, Alter, du als junger Spieler, du noch in der A-Jugend warst oder B-Jugend oder irgendwas, da guckst du, boah, cool, viel Zuschauer. Für dich war das schon ein Highlight, wenn wir da 300, 400 Zuschauer sind. Heute hast du höchstens 30 Zuschauer da gucken, wenn überhaupt die alten Opas mit ihren Rollatus oder ein paar vom Verein. Aber ansonsten, wenn Schalke spielt, da siehst du keinen auf Platz. Da siehst du keinen. Oder bei anderen Vereinen ist das, glaube ich, nicht anders. In Köln, Dortmund oder so, denke ich mal, das ist nicht anders. Das Interesse geht eben weg. Weil diese Vereine keine Rolle mehr spielen. Das Interesse geht doch weg. Früher sind wir, ich sage mal früher, das nervt ziemlich, aber ich weiß, dass auch meine Eltern haben gesagt, ja, früher war das und das aber besser oder da war das und das besser. Jetzt kommen wir aber an eine Zeit, wo dieser Einfluss der digitalen Welt auf unser soziales Zusammenleben extrem schlecht wird. Und also mich, wie gesagt, da kommen keine Leute mehr hin. A, sind die Anstoßzeiten beschissen. Aber
wer geht denn noch, wer im Alter von 30, 40, 50 Jahren geht denn jetzt noch zu irgendwelchen Spielen? Das werden immer weniger Leute, die sich dafür interessieren und gucken sich das beim Kaffee an. Für mich, mich brauchst unser Alter, klar gibt es da Leute und wir wundern uns, wo bleiben die Leute? Zu Hause, vor der PlayStation, vor sonst was oder wischen auf Tinder irgendwelche Sachen hin und her. Aber guck mal, als du da das Spiel hattest, Francesco, und ich bin da hingekommen mit Kaffee, da habe ich noch Brötchen geholt, weil das einfach für mich ist das Seelenfrieden. So, wir sind aber auch nicht gewohnt, permanent irgendwelche Spielchen zu zocken oder irgendwie irgendeinen Scheiß auf Instagram zu posten. Aber wie gesagt, das Digitale macht nicht nur die Leute dümmer und hier und da, es hat Einfluss auf alles und eben auch auf den Fußball. Und ja, dann brauchst du halt nur noch, dann hast du deinen einzelnen Spieler, der kriegt dann seinen Spielerberater, der macht dann Geld mit allem Scheiß. Und selbst wenn er Geld machen könnte mit den Kondomen, die der Spieler benutzt, wird das auch noch machen. Die verkaufen vom Scheitel bis zur Sohle alle. Es geht nur noch Verkauf, Verkauf, Verkauf. Und die eigentliche Sache ist weg. Aber das ist nicht nur im Fußball so, das ist überall so. Überall, aber der Fußball hat einen sehr, sehr großen sozialen Stellenwert in Deutschland. Und das wird. Ich weiß jetzt nicht, wie die bekannten Personen heißen. Ich habe heute Morgen mal Sat.1 Frühstücksfernsehen gesehen. Da war irgendein ein Typ gewesen, der ist mit einer Frau zusammen, die ein Modelevel hat, die ein Hemd rausgebracht hat, was 800 Euro kostet. Ja. Und der Typ, der ist auch bekannt, der hat dieses Ding dann angezogen und das Hemd war ausverkauft hinterher, weil er das angehabt hat. Alle haben sich das gekauft. Ja, die Leute sind so verrückt. Wenn der das hat, möchte ich dann auch haben. Das ist halt so. Ja, dann haben sie anscheinend zu viel Geld. Es wird doch immer gemeckert, dass wir alle kein Geld haben. 800 Euro zu kaufen. Das ist Wahnsinn, wo ich das gesehen habe. Ja, eine Fußballtunte rennt rum mit so einem scheiß MCM Herrenhandtäschchen und es rennen alle los und kaufen für 400, 500, 600 Euro diese Kackdinger. Also, das ist ja mit Fußball genau das Gleiche. Alle kaufen, wie der Marcelo schon sagte, meine Kinder dürfen kein Mbappé-Trikot haben. Ja, aber es gibt genug. Wer ist Marcelo? Ach ja, Francesco meine ich. Alles gut. Ja, alles gut. Mach dich geil, alles gut. Frank Schalke sagt, das ist eine Diskussion wie ein Fass ohne Boden. Es ist so, ja. Ich habe mir bei vielen Themen überlege ich mir, eigentlich müsste ich mir wie so ein Serienmörder oder die Kriminalpolizei, Mordkommission, müsste ich mir mal irgendwann anfangen, so eine Wand zu machen und dann alle möglichen Stichpunkte wirklich aufzuschreiben, wie Dinge zusammenhängen. Es ist eigentlich zum Kotzen. Eigentlich wäre es wunderbar, wenn wir alle ein IQ von 70 hätten, weil dann bräuchten wir nur an ein paar Sachen zu denken. Poppen, genau. Fußball, Essen, Trinken. Das wäre so schön, aber es gibt nun mal auch immer mehr Leute, die sich immer mehr Gedanken machen und da ist Fußball ist halt, es ist halt eine emotionale Sache. Ich glaube kaum, dass Bayern-Fans zusammensitzen und sich drüber, ja, Bayern vielleicht schon, aber irgendwie RB Leipzig-Fans da sitzen und sagen, ja, wie entwickeln wir uns denn als Gesellschaft weiter, wenn unser Fußball so kaputt geht? Überlegt mal Gelsenkirchen ohne Schalke. Überleg mal, was da los wäre. Will ich gar nicht überlegen. Wäre Gelsenkirchen ganz kaputt. Da wäre, sage ich dir ganz ehrlich, da wäre Gelsenkirchen komplett kaputt. Ja. Dann hast du da gar nichts mehr. Dann hast du gar nichts mehr. Dann geht vielleicht irgendwie irgendein kaputter Idiot, der irgendwie Fotografien macht von industriellen Landschaften, geht nochmal zu einer alten Zeche. Aber ansonsten hast du da nichts mehr. Geht kaputt. Und die einzige Hoffnung hat, die der Arbeitslose oder der Typ, der 1200 netto rauskriegt, der geht, die einzige Hoffnung, die haben, ist, ich gehe zu meinem schönen Schalke. Und da sind Leute, die verstehen mich. Und da sind Leute, die sind noch über eine Bratwurst happy. Oder der Sohn spielt bei Hessler oder wo, da gehen wir gucken zusammen, da machen wir als Familie. So, das alles geht kaputt. Alles geht immer mehr kaputt. Und ich mache mir über diesen ganzen Scheiß permanent Sorgen. Und vielleicht macht mich das auch ein bisschen rammdösig. Und das tut mir auch leid. Aber das ist für mich ganz, ganz schlimm. Für Bayern München, für München ist Bayern München, das ist ein Zirkus. Aber dann ist ja genau, was der Francesco gesagt hat jetzt, ne? Dass diese Sonntag für die Amateure, dass das weg ist, dass das einfach weg ist.
Man kann ja dann zu seinem Heimatverein gehen. Ja, ich wohne ja in Herten. Die haben ja auch ein paar Fußballmannschaften. Ja. Dann kann man mal sagen, ja, Sonntag ist keine Bundesliga, nix. Dann kann man zu seinem Amateurverein da hingehen und dann ein Fußballspiel angucken. Und da sind keine 30 Zuschauer da, da sind vielleicht 150 Zuschauer da. Und das tut den Verein ja auch gut. Verstehst du? Und das, ja, klar. Das verstehe ich nicht. Man kann diesen Freitag und Samstag ausbauen. Man kann Freitag sagen, um 18 Uhr spielen Bundesliga, um 20 Uhr spielt Bundesliga. Man kann den Samstag ausbauen, 13 Uhr, 15 Uhr, 19 Uhr. Dann kriegt man alle Spiele hin. Aber nein, die machen den Amateurfußball irgendwie kaputt. Ja, und eben das, was ich damit meine, ist, guck mal, du gehst zum Beispiel bei hier Schwarz-Weiß-Meckinghofen. Da haben sich alle möglichen Leute getroffen an einem Sonntag. Und alle, jeder kennt seinen Nachbarn, da wird gesprochen, ja. Oder in Gelsenkirchen. Ja, aber bei Großstädten geht das nicht. Doch, geht. Weil alleine in Datteln dann, was weiß ich, die haben dann 4 Fußballvereine, wo sich die Nachbarschaften treffen. Wenn das alles kaputt geht, dann wundern wir uns, wieso kennen wir eigentlich unseren Nachbarn nicht mehr? Wieso kennt keinen? Und wenn du keinen mehr kennst, kümmert dich auch nur noch eine Person in deinem Leben. Und das bist du selber. Es wird also immer mehr... Ach Gott, jetzt gehen wir, das wird ja, meine Güte, wird das alles politisch. Und, was glaubt ihr? Jenny Elversberg. Na, hauen wir weg, oder? Ja, ich... So, machen wir... Hey, heute sind wir lange, ne? Andreas? Ja, wahrscheinlich hängt das den Leuten schon zum Hals ein. Ja, nee, wir haben immer noch 123 Leute. Anscheinend scheint es ja doch Leute auch zu interessieren, dass auch... Wie wichtig... Dieser dämliche Fußball ist, Leute, ja, Fußball, so was Unwichtiges. Nee, so unwichtig ist Fußball nicht. Weil er in unserer Gesellschaft einen riesengroßen Einfluss hat auf unsere Gesellschaft. So. Also ich tippe jetzt mal gegen Elversberg. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich für verrückt halten, weil ich vorher gesagt habe, Elversberg, das ist gefährlich und so und wir nehmen das nicht so ernst. Aber ich sag mal, wir gewinnen 4-1. Ja, sorry. Dafür brauchst du dich nicht so entschuldigen, wenn du für Schalke 4-1 ja, weil ich vorher gesagt habe, Elversberg ist stark. Die sind ja auch stark, aber die bauen langsam ein bisschen ab. Ich habe immer nur die Angst davor, dass wir die nicht für ernst nehmen. Aber ich hoffe mal, das machen wir jetzt. Okay. Francesco, was sagst du? Erst? Ich sage, boah. Wenn ich gucke, verlieren wir 3-1. Nein, 3-1, 3-2, 3-1, 2-1. Okay, also der Chat ist immer noch der Meinung, wir gewinnen. Ich sag, wird ein richtig enges Spiel, wird wirklich ein richtig, richtig enges Spiel. Wir werden bis zur letzten Sekunde wieder zittern, weil wir wieder ein Tor, auf jeden Fall kassieren wir ein Tor. Aber mein Gefühl, mein Herz sagt, dass wir diese 2 Siege mitnehmen, dieses Motivation, dieses Brust raus, Selbstvertrauen ist da. Wir gewinnen ganz knapp 2-1, aber wird ein hartes Spiel. Aber wir gewinnen ganz knapp dreckig 2-1. Ach, jetzt ist Andreas dran, ne, oder? Oder hat er schon getippt? Nee, ich hatte schon gesagt, aber ich bin immer noch bei, mein 4-1 ist ja weg, 3-1 ist, na, aber ich sag mal, ganz heavy tippe ich 2-0 für Schalke, ohne Gegentor. Weil irgendwann beim Gerrits lernen die schneller, glaube ich, und durch den Gerrits wissen die auch, oder der bringt ihnen das schon bei, dass man da nicht glaubt, man könnte die einfach wegballern. Können wir sowieso nicht in der Situation, in der wir sind. Also von daher 2-0, sage ich. Streamst das Spiel, ne? Ja, ich stream das Spiel. Also mein dummes Gesicht. Ich wollte noch sagen an den Chat, viele sind ja auch bei mir immer, ich streame Montag doch. Italien spielt ja nicht Montag, die spielen eine Woche später. Ich hatte gesagt am Montag, ich streame Montag nicht, weil Italien spielt gegen Ukraine, aber das ist ja erst am 20. November. Ich bin Montag auch wieder live, wieder vor Ort, da machen wir wieder die Noten für die Spieler. Nur zur Erinnerung. Und der Andreas, der streamt am Samstag das Spiel live. Ja, da bin ich ja immer dabei eigentlich. Aber ich kann ja nicht so viel schreiben, weil ich dann immer so sehr auf ein Spiel achte. Ja, das sollte ich auch mal machen. Wahrscheinlich werde ich mir das mal angewöhnen. Ich werde mir das doch mal angewöhnen, vielleicht. Oder ich streame auf Kick, da kann ich einfach das Spiel zeigen. Aber ich möchte
Naja, mach ich nicht. Andreas, mach doch ganz einfach. Nimm ein Foto von mir, tu das bei deinem Computer, wo die Leute schreiben, und dann, wenn du immer mein Gesicht siehst, okay, ich gucke das Spiel. Ich gucke nicht drauf, okay, Franco. Weil okay. Wenn ich sein Gesicht sehe, dann kann ich doch gar nicht da weggucken. Ne? Nee, der Andreas macht das schon ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das weißt du, was das Problem ist, Wolfgang? Das Problem ist, die spoilern den und ich merke an seinem Gesichtsausdruck, ach scheiße. Ja. Wir wissen immer eher, dass er ein Tor fällt wie er. Das stimmt. Das tut mir auch immer weh. Da muss er aggressiver vorgehen und das mal verbieten, so ein bisschen. Ja, aber wie denn? Das geht. Ja, du hast immer einer, der das schreibt. Obwohl ich nicht verstehen kann, dass man seine Finger. Ich kann mich doch freuen über ein Tor. Ich muss es aber doch nicht eintippen. Warum muss man das machen? Das verstehe ich nicht. Ja. Aber. Man kann sich doch gemeinsam freuen hinterher, wenn alle das mitkriegen, auch ein Andreas. Ja, aber wenn so viele Leute dann, ich meine, 100, also selbst wenn nur 100 Leute zugucken, dann freuen die sich aber und haben da Spaß dran und dann ist das auch, dann ist das. Ja, es sind ja aber mehr wie 100 Leute, die bei dir zugucken, aber ist ja egal. Ja. So, ja. Ich sag mal, auf Wiedersehen. Ich sag auch schon mal jetzt. Wolfgang, erstmal danke, dass du dabei warst. Auch ja. Auch an die anderen, die im Discord waren, auch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. War schön, mit euch geredet zu haben. Schade, dass er gerade weg war. Da ist er eingefroren und dann war er weg. Aber trotzdem danke. An den guten Spender, hier Michael, auch dir, ne? Danke. Und gegen Profit habe ich nichts, aber auch wenn ich moderat. Ey, warte, Andreas, einmal kurz. Michael Finger, auch wenn wir beide nicht gleicher Meinung sind, Konzert, vielen, vielen Dank. Und das ist schön, wenn man diskutieren kann auf eine coole Welle, dass man nicht auf den einen böse ist oder sowas. Das finde ich geil. Aber trotzdem nochmal Daumen hoch, Michael Finger, danke. Ach nee, sagt er, jetzt will ich 100 Euro und dann machen wir Schluss. Ja, so, also das Wetter in Gelsenkirchen ist ja, ne? Wir können ja noch ein bisschen. Nein, alles gut. Ich sag mal Dankeschön, dass ich hier bei sein durfte. Und bitte alle die Daumen drücken, dass wir am Freitag einen schönen Sieg herholen. Alles und dann klar. Gegen Düsseldorf absolut. Weitermachen. Dann können wir sagen, wir haben die Wende geschafft. Ja, genau. Danke euch allen. Danke an Moderatorinnen und Moderatoren. Francesco, sagst ciao, du ciao. Ich sag auch grazie, bitte grazie. Danke auch an die Moderatoren. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch 19:04 Uhr und mit Überraschung. Mit Überraschung. Ciao, ciao. Ciao.